gebetet habe, der wurde mir einfach über Nacht genommen. Er wurde über Nacht genommen, Amir. Wunder. Und ich bin wirklich nicht, ich bin nicht psychisch gestört und ich bin nicht, ich bin ein stolzer Mann, ich bin ein Ich bin stolzer bei Vater und ein klarem stolzer Verstand. Ich Ehemann. bin nicht bekloppt. So ist es. Daher verstehe ich diesen türkischen Bruder, Glaubensbrüder, auf jeden Fall, dass er Jesus gespürt hat. Ob er sein Tattoo verloren hat durch Jesus oder auch nicht, sei hingestellt. Das ist relativ, denn er hat den Hauch des Herrn bekommen. Und wie du sagtest, er hat keinen Grund hier zu lügen. Warum soll er denn lügen? Ja, natürlich Es wirkt gibt das ja erstmal genauso wie heftig. du. Ne? Mit dem Tattoo wirkt das natürlich ein bisschen heftig. Ne? Aber wenn er sagt, dass er dafür Zeugen hat, ne, dann ja, muss man das so stehen lassen. Ne? Zeugen, ja. Zu meiner Geschichte gibt es auch keine Zeugen, nur zwischen mir und Herrn Jesus Christus. Es gibt keine Ja. Zeugen und ich kann nur bezeugen, dass es ihn gibt, Ja ich gut, durfte die seinen Hauch Muslime bezeugen spüren. auch, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Das ist ja das Problem. Wenn wir etwas bezeugen, müssen wir ja etwas sehen, um etwas zu bezeugen. Das ist das ja. Amir, ich will dir nicht ich will ja nicht, aber Jesus mit Gott, mit Allah zu vergleichen. Nein, Sorry, ich tut mir meinte leid. das Das ist gar wie nicht. hell und Das meinte dunkel. ich gar Das nicht. meinte, das weiß ich. Das weiß ich, dass du es nicht meinst. Nur die wissen nicht, was hell und was dunkel ist. Die wissen es nicht. Die sind Unwissende. Die werden als Unwissende sterben. Das, was du gesagt hast, die kommen in dieses Höllenfeuer. Wo sie hinkommen, weiß ich nicht. Aber sie werden nicht das Gesicht des Herrn sehen. Sie werden den Hauch nicht spüren. So ist das mal. Jetzt kannst du mich gerne rauskicken. Ich werde für dich heute Abend beten, mein Lieber. Danke, Für alle mein lieber anderen, die Gott. auch das Gebet benötigen, bete ich heute Abend für euch alle, meine Lieben. Danke dir. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Dich auch, mein Lieber. Mach's gut. Ciao. Ciao. Jo. Sura al-Yunus. So, Gott sei Dank hast du mich wieder reingenommen. Warum provozierst du die Muslime und du schreibst, Allah subhanahu wa ta'ala soll ein Satan sein? Warum machst du das? Aber Warum? er beschreibt sich doch selber als den Okay, Satan. aber warum machst du das? Warum nimmst du das nicht weg? Warum bringst du die Leute nicht was bei? Oder hast du Ja, gar keine Ahnung selber, wer du bist? ich bringe ihnen doch was Aber bei, dass Allah Satan ist. bring doch diese scheiß Bibel was bei, nicht unsere Gott. Ey, Ja, siehst du? Das tut dir gerade weh, oder? ich Mach habe aber diesen nicht Namen da gesagt, weg. scheiß Allah. Ich habe aber nicht Ma gesagt, mach scheiß das Koran. weg. Verstehst Mach du? das bitte weg. Mach die Scheiße weg da. Mach das weg. Weil du provozierst Mach gerade das jemanden weg! hier. Hey, du provozierst mich gerade an! Du provozierst gerade. Warum Du beschimpfst du Allah provozierst mich subhanahu wa ta'ala gerade! als Dein Name Satanist? provoziert mich! Ich fühle mich provoziert von deinem Ja, du Namen! provozierst dich jetzt Mach selber. deinen Namen weg! Bring doch selber deine Leute vom Bibel was an, aber nicht von Ja, ich bringe Islam dir vom Bibel irgendwas. was bei! Aber mach Ich doch bringe diese dir vom Scheiße. Bibel was Bitte mach bei! das weg. Bitte mach das weg. Ich bringe von Bitte. allem etwas bei! Aber bitte, guck mal, ich bete dich doch an. Mach das doch weg, Ja, bitte. ich Wir sind bitte dich Muslime. auch. Die Christen haben auch Mohammed angebetet, dass sie sich Aber angebeten, dass sie okay, nicht die mehr Nacke Bibel ist doch therapieren für sollen. Aber dich. Mohammed hat Die nicht Bibel ist aufgehört. doch 90% verfälscht. Wir wissen das doch. Ja, der Koran ist 100% So. verfälscht. Bitte mach das weg und ich will mit dir nicht diskutieren, weil du hast null Ahnung von Islam und null Ahnung von der Okay, Bibel. ich danke Also dir. Ich habe null Ahnung von Islam. das weg, Dankeschön, bitte. danke. Hi, grüß dich. Hallo, mein Lieber, grüß dich, Bruder, ich der Herr will. segne deine Familie, dich und deine Familie. Inshallah, deine auch. Bruder, Danke. ich bin Muslim, ich bin als Muslime hier drin. Ich möchte eigentlich nur was dazu sagen. Ich habe auch nicht von beiden Religionen so die extreme Ahnung, so, ich bin ganz ehrlich, ja, Bruder. Aber ich glaube an etwas. Und an etwas zu glauben, ist das Wichtigste, glaube ich, im Leben. Das ist was einen auf den Beinen hält in schlechten Tagen, wenn man jemanden braucht, wenn keiner da ist, wenn man an was glaubt. Und ich habe die letzten Jahre, vor allem nach diesem 11. September, immer gehört, die Muslime sind provokant, die Muslime sind Terroristen. Genau diese Sachen, was du da jetzt gerade gepostet hast, was der Kollege auch gerade meinte, das provoziert doch auch irgendwo. Du weißt doch, dass es uns sehr heilig ist, dass es unser Gott ist, dass es unser Allah ist. Und wenn du da schreibst, Allah ist Satan, dann provozierst du uns damit. Dann wundert man sich, warum die Muslime so aggressiv reagieren.
Ich habe dich damals schon bei, ich weiß nicht, wie der heißt, der dieses Lease-Projekt war, da hast du auch einmal so eine Interview mit ihm gegeben gehabt, der dieses Lease-Projekt damals geleitet hat. Auf der Abonnage. Ja, ja, genau, genau. Da fand ich auch richtig gut, so wie du aufgetaucht bist, dich versucht hast zu verteidigen oder deine Argumente korrekt rübergebracht hast, Bruder. Aber in letzter Zeit, seitdem du dieses TikTok so treibst, bist du so ein bisschen anders geworden. Ich glaube, das hat was mit der Show zu tun, so ein bisschen die Einschaltquote. Ich bin immer noch der Gleiche. So wie ich damals zur Abonnage gegangen bin, hast du gesehen, dass ich auch mit ihm gelacht habe. So bin ich doch auch mit den Leuten hier drin. Aber ich hätte nie von dir, also diese Art von dir damals und diese jetzt, hätte ich nie gedacht, also wenn ich das beide jetzt zusammenstelle, dass du irgendwie sowas sagen würdest. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Aber warum fragst du mich denn nicht mal so, Amir? Dein Titel heißt Jesus ist Gott, Allah ist Satan. Wie kommst du darauf, dass Allah Satan ist? Wäre das nicht mal angebracht? Aber das können wir doch nicht fragen, wenn wir etwas glauben. Wir wissen doch, dass Allah Satan ist. Aber warte mal, stell dir mal vor, der Gott des Korans, der hat sich so ausgegeben, als wäre er Gott, aber er ist in Wahrheit Satan. Was machst du denn dann? Subhanallah, das Subhanallah, siehst du, wie heftig? Nein, aber guck mal, das meine ich doch gar nicht damit. Ich meine, dass du anders bist als damals. Ja, also wenn ich jetzt diese alte Reportage, dieses Tweetwork-Dings da von dir da gesehen habe, hätte ich nie gedacht, dass du so einen Charakter hast. Ich bin ehrlich, Bruder, wallahi. Ich hätte nie gedacht, dass du als Mensch dein Bild jetzt hier im Links, diese Ausstrahlung, diese Aura, dass das sowas schreibt. Das hätte ich wirklich von dir nie gedacht. Ich will dich aber deswegen sage ich doch, frag mich doch, warum ich das doch schreibe. Wäre das nicht mal angebracht? Aber Satan, was soll ich bei Satan schreiben? Ich schreibe doch auch nicht, Jesus ist ein Satan oder Christen. Ja, dann würden wir dich fragen, wie kommst du denn da drauf? Oder Satanisten, weißt du, das macht man einfach nicht. Man beleidigt nicht andere Religionen. Das ist wichtig im Leben, verstehst du? Ach so, man beleidigt nicht andere Religionen. Guck mal, was Mohammed sagt. Wenn du stolz bist auf das, was vor dem Islam war, das heißt andere Religionen, geh und beiß in den Penis deines Vaters. Wie gehst du dann mit Mohammeds Aussagen um? Das glaube ich nicht, dass sowas ist. Aber das glaubst du nicht? Nein, hundertprozentig nicht. Aber er hat es wirklich gesagt. Wo hast du das gehört? Hast du das vor 1500 Jahre her, willst du mir zu 100% sagen, dass er sowas gesagt hat? Ja, wenn du mit so einer Argumentation um die Ecke kommst, wie alt ist denn der Koran? Ich habe vorhin vor dem Beginn des Gesprächs gesagt, dass ich nicht so die extreme Ahnung über den Islam habe. Ja, aber du sagst ja gerade so ein Zeugs, da kann man ja auch sagen, ja, wie alt ist denn der Koran, wenn du mit so einer Argumentation um die Ecke kommst? Ja, aber wir glauben etwas, verstehst du? Und es gibt genug Muslime, also es gibt also es ist eine Weltreligion. Und wenn du sowas schreibst, dann beleidigst du eine Weltreligion damit. Du beleidigst alle Muslime damit. Und das ist nicht fair. Ja, aber was ist, wenn Allah sich selber so beschreibt als den Teufel? Macht er ja nicht. Ja, doch, will ich das beweisen? Ja, beweise es mir mal bitte. Ja, okay, dann frage ich dich. Wer möchte Hass und Zwietracht zwischen den Menschen treiben? Das Christentum. Das, was du ist es Allah oder Satans Eigenschaft? Was du gerade machst, Allahs, ich höre dir immer zu, ich lasse dich immer aussprechen, aber du unterbrichst mich andauernd, verstehst du? Wenn wir kommunizieren, muss man einen aussprechen. Du antwortest nicht auf meine Frage. Ich habe dich gefragt, wer möchte Hass und Zwietracht zwischen den Menschen sehen? Ist es Allah oder Shaitan? Der Shaitan. Dankeschön. Allah sagt im Koran, Sure 5, Vers 14, dass er Hass und Zwietracht zwischen den Menschen sieht. Danke, dass du gesagt hast, Allah ist Satan. Bleibt das jetzt berechtigt, mein Titel? Ich habe nicht gesagt, Allah ist Tabas Staffel. Wie kannst du sowas überhaupt nicht sagen, Alter? Wie kannst du die Wörter umdrehen? Wie kannst du die Wörter umdrehen, Alter? Nur ein bisschen TikTok-Likes, ein bisschen Rosen hier. Okay, kein Problem. Ich bin ein Unwissender. Hast du den Koran bei dir zu Hause? Du bist ein Jahil für mich, ja. Okay, Jahil, ich bin der größte Jahil. Hast du einen Koran bei dir zu Hause? Du hast auch keinen Koran zu Hause, ne? Alhamdulillah, ich habe einen. Ich habe einen auf Deutsch, okay. Einen auf Türkisch. Okay, hol deinen Koran. Warum? Ich möchte dir das zeigen. Was möchtest du mir zeigen? Dass Allah Satan ist. Subhanallah. Nein, guck mal, ich bin jetzt wegen was ganz anderes. Warum hast du denn Angst? Warum hast du Angst, Mann? Wovor soll ich denn Angst haben? Wovor soll ich Angst haben? Du sagst, ich bin jemand, der offen ist dafür. Okay, wenn du offen bist, dann lass mich dir doch helfen. Aber wovor soll ich Angst haben? Wenn du mir jetzt irgendwas beweist, meinst du, ich habe davor Angst, dass du mir irgendwas jetzt im Gedanken ändern kannst, dass du mir irgendwas beweist? Egal, was du da sagst, ich weiß, an was ich glaube. Ja, aber du glaubst doch an gar nichts, Mann, hast du doch gerade gesagt. Du bist so offen für alles. Ich habe nicht gesagt, ich glaube nicht an etwas. Das habe ich nicht gesagt. Nein, du hast gesagt, ich bin so ein offener Typ, so. Ich bin so ein Euro-Shisha-Muslim, so nach dem Motto. Ja, wenn du das so siehst, ja. Ja, aber das sagst du mit deinen eigenen Worten sozusagen. Du hast mir das zu verstehen gegeben, dass du eigentlich so ein Moslem bist, der mit seiner Religion nichts zu tun hat. Dann bist du ein Kneipenchrist.
Ich bin ein Kneipenchrist? Ja, 100%. Ja, warum? Ich, der sich doch so gut damit auskennt mit dem ganzen Zeug, du bist ein Kneipenchrist. Du sagst mir, ich komm, wir nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema. Du hast mir gesagt, Amir, warum hast du diesen Titel so gewählt, wie du ihn gewählt hast? Habe ich gesagt, okay, wenn dir das nicht gefällt, dann beweise ich dir doch, dass mein Titel akkurat bleibt. Möchtest du den Beweis haben? Du kannst mir das nicht beweisen. Weil ich weiß, hol mal deinen Koran her. Langsam sehe ich, dass du die Wörter einfach umdrehst und einfach das verstehen willst. Hol mal deinen Koran her, mal gucken, wer die Wörter umdreht. Verstehen willst, Alter, ehrlich. Kannst du bitte den Koran holen? Hab mal ein bisschen Respekt vor Allah, hol mal den Koran. Guck mal, du kriegst Hasanat, wenn du den Koran aufschlägst. Das mache ich, inshallah, aber nicht, wenn du mich darauf aufforderst jetzt. Ja, ich bitte dich, du darfst mir keine Bitte verwehren. Sag mir, was ich nachschauen soll, und beim nächsten Dings, wenn du live bist, dann komme ich da rein und dann diskutieren wir. Ja, wir möchten, dass du das hier vor uns allen vorliest, aus deinem Koran. Wieso? Ja, damit wir sehen, wer wirklich ein Kneipenchrist und ein Euro-Shisha-Muslim ist. Amir, Ex-Muslim, kennt den Koran auswendig, wow. Hallo, achte hier auf mich, nicht auf die Kommentare. Ja, aber die erwähnen mich die ganze Zeit hier. Ich freue mich. Der ist doch völlig egal, du führst doch gerade mit mir ein Gespräch oder führst du Gespräch mit diesen Leuten hier? Amir, ich habe gerade voll den Hype. Ich glaube, ich ändere jetzt auch meinen Stil und ich glaube, die Leute freuen. Oh, Alter, ich habe schon 12 Follower mehr, Alter. Heftig. Ja, weil du hier bei mir drinnen bist. Amir, bitte. Ich bin gerade von der Arbeit, komm, ich bin voll kaputt. Ich guck dir öfters, ich folge dir jetzt auch, inshallah. Habibi, hol mal bitte deinen Koran, ich will dir was zeigen, damit bitte, du verstehst, warum ich sage, dass Allah Satan. Ich lieg gerade auf dem Sofa, bitte. Hol bitte deinen Koran her, ich möchte dir etwas zeigen. Kann man, warte kurz. Ja, sehr gut, sehr gut. Er holt gleich Bildzeitung. Er geht safe raus. Leute, sind wir eingeschlafen? Komm. 3, 2, 1, jetzt! Alle zusammen, alles mal 7. Alles mal 7, jetzt auf die 400. Alles mal. Ach, der ist rausgegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Endlich bin ich hochgekommen. Halleluja. Hey, mein Namensvetter. Ich bin Iraner. Ich bin Iraner. Ich heiße Amir. Es kann doch nicht wahr sein. Meine Mitschüler zeigen mir das in der Schule, dass du gegen Islam sprichst. Ich bin ein Muslim und ich habe keine Ruhe wegen dir. Ehrlich? Hey, ich mache jetzt einen Screenshot, dann sage ich, ich habe gegen dich debattiert und gewonnen. Inshallah. Oh. Ich hab keinen Kopf mehr. Ich heiße Amir, ich bin Iraner. Bist du aus Teheran? Ja, meine Irani. Oh, bist du aus Teheran? Irani. Hör mal, ich hab dich noch nie Persisch reden gehört, ne? Räubermann von Asiat, Besani. Ah, Rem, komm, warte. Jetzt so alle seid daran. Befahren wir. Chanda für der auf dem Fitness. Chichi? Lass mal diese Religion. Gib mal ein bisschen Fitness-Tipps. Ich will auch breit werden. Du sollst breiten. Du sollst dein Gehirn verbreiten. Hier breit machen. Land, und nicht deine Muskeln haben. Gib mal Ernährungstipps. Ich will Muskeln haben. Du sollst dein Gehirn vergrößern, nicht deine Muskeln. Was sagst du den Iranern, dass sie wegen deutscher Pass konvertieren? Ja, Ja, sage ich doch, das ist sehr, sehr schlimm. Aber die meisten haben Angst vor dem Islam und möchten nicht mehr zurück in ihre Länder, wo der Islam herrscht. Da muss ich mal vorstellen, wie
wie das traurig ist, das Ganze haben ist. Angst, ne? Vor den, guck mal, ich komme mit dir, die haben Angst vor dem Islam, aber die sind auch mit Christentum nicht einig. Aber die kommen auf Internet, wir wissen, guck mal, wir wissen, wie die Kirchengemeinden heutzutage aussehen. Die sind voll mit Iranern, die frisch seit 2016 geflüchtet sind. Und komischerweise sind die erst alle seit 2016 Christen geworden. Ja, natürlich. Und als Europa die Grenzen, das habe ich auch beobachtet. Und als Europa die Grenzen geöffnet hat, haben sie zu Jesus Christus gefunden. Ich bestreite das nicht, dass es unter den Iranern, Syrern, Irakern, Afghanen Leute gibt, die einfach das Christentum annehmen, um hier in Deutschland zu bleiben. Du musst dir mal vorstellen, diese Menschen haben die Schnauze bis hier oben voll vom Islam und möchten nicht mehr vom Islam regiert werden, sondern sie wollen in Freiheit leben, genau wie du, ich und alle anderen auch, wo Religion koexistieren nebeneinander und wo der Staat von Religion getrennt ist. Siehst ja, wie wir alle miteinander in Frieden leben. Das kann nur klappen, wenn Religion nicht an die Macht kommt. Aber sobald der Islam an die Macht kommt, sehen wir auf einmal, dass der Islam beansprucht, die Herrschaft über die Menschen zu übernehmen und bei Nicht-Einhaltung Haftstrafen durchsetzt. Verstehst du? Mein Lieber, wir leben so lange in Freiheit und Frieden zusammen, solange du uns in Ruhe lässt. Ich? Ja, du, solche wie du, die halt gegen Religionen Menschen aus verschiedenen Gemeinden gegeneinander hetzen möchten. Ich gehe zur Schule jeden Tag und wie oft, guck mal, ich nerv dich gerade, aber lass mich eine Sache sagen. Ich gehe jeden Tag zur Schule. Und ich möchte in der Schule so viel wie möglich mich von Religion entfernen, weil man will ja sich auf Schule konzentrieren. Dann kommen aber Schüler, die deinen Livestream zuschauen, zu und kommen auf mich zu und die nerven mich damit. Ich will doch nichts mit Thematik zu tun haben. Ja, aber die lieben dich. Ja, die lieben dich. Die möchten, dass du gerettet wirst in Jesus Christus. Well, ich poste TikToks, die schreiben in meinen Kommentaren, Jesus liebt dich. Es ist ja in Ordnung, aber ich will ja, guck mal, man sagt ja, bei uns sagt man in Religion, euch euer Glaube und ich meine Glaube. Warum muss man mich damit konfrontieren jeden Tag, verstehst du? Ja, ich man sag, kann ja, es dir ja mal, sagen. Was ist denn besser, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommt und sagt, Jesus liebt dich und ist für deine Sünden gestorben? Oder jemand kommt, wo ich Shamshim, ihr pushte Salat und sagt, entweder du glaubst an das, was ich glaube, oder du gehst jetzt in die Ewigkeit. Was ist besser? Bemühen, guck mal. Na, antworte erstmal. Okay, du sagst, Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben, korrekt? Also, was, euer Religion sagt das. Besser? Aber wenn jemand zu dir sagt, Jesus liebt dich und ist für deine Sünden gestorben, oder jemand kommt mit einem Schwert an deinen Hals und sagt, entweder du glaubst an das, was ich glaube, oder du gehst jetzt in die Ewigkeit, oder du musst sterben. Aber das Zweite verbindest du gerade mit dem Islam, korrekt? Richtig. Aber ich sehe den Islam gar nicht so, wie du es siehst. Ja, du siehst den Islam nicht so, aber die Muslime, die praktizieren das, was ihr Prophet oder ihr Vorbild da gemacht hat. Ich bin ein praktizierender Moslem und ich habe sowas noch nie erlebt. Und du sagst, aber die anderen... Du bist ein praktizierender Moslem? Ich bin, aber ich möchte mich mehr auf eine Debatte mit dir nicht einlassen, denn ich bin nicht wissend genug. Wenn du jetzt mit mir... Wie sieht denn dein Praktizieren aus? Wie sieht denn dein Alltag aus als praktizierender Moslem? Hör auf mit diese Fingerzeichen und Auslacherei. Nein, sag uns die Wahrheit. Wie sieht dein Alltag aus als praktizierender Moslem? Ich schildere dir meinen Alltag, aber wirf keine Koranverse im Raum und sag, mach das und das, okay? Ja, du hast doch bestimmt ungläubige Freunde, oder? Bruder, ich hatte normale Freunde, bis sie deinen Livestream gefunden haben und mir damit auf den Keks gehen. Aber ist egal. Ich bete fünfmal am Tag. Und ich faste und ich gebe Spende so viel wie ich kann. Und ich, was muss ich noch tun? Und ich möchte bald nach Mekka gehen, wenn ich es kann. Und ich glaube an Gott und sein Gesandter. Das kannst du Suren rezitieren? Ich bin ja im Iran geboren und aufgewachsen bis mein 14. Lebensjahr. Und somit kann ich auch die Suren rezitieren, inshallah. Ja, mach mal. Bismillah, also welche möchtest du? Also Surat al-Fatiha, so. Ja, Mama Fatiha, ich möchte mal hören, wie du das machst. A'udhu billahi minash shaitani rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladh-dhalin. Sag laut Amin, komm Sunnah. Wenn die Araber dir zuhören, weißt du, die dich auslachen über deine Aussprache, wie du das aussprichst. Ich habe iranische Aussprache. Ja, das ist das. Allah akzeptiert noch nicht mal dein Gebet, so wie aber du das aussprichst. Jetzt stell dir mal vor, die armen Inder, wenn sie die Al-Fatiha lesen. Wie kommt das denn kannst dann? Du Bibel in Aramäisch schön rezitieren, ohne iranischen Akzent? Bitte? Kannst du Bibel in Aramäisch, also Ursprungssprache, oder Hebräisch, oder lass es, was du willst sein? Nein, überhaupt nicht. Ich muss überhaupt nichts können, um irgendwie jemanden, um meinen Gott zu gefallen, dass ich irgendwas auswendig lerne, wie so ein Bollo. Verstehst du? Aber warum muss ich dir gefallen, wie ich meinen Koran rezitiere? Gar nicht, du musst mir überhaupt nicht gefallen. Du sollst Gott gefallen, indem du Buße tust vor ihm und deine Schuld vor ihm bereust und nicht irgendwas auswendig gelernt, was du überhaupt gar nicht verstehst. Ich sag dir ehrlich, wenn du jetzt sagst, ja, dann übersetze jedes Wort. Ich sage dir, das kann ich dir nicht tun, aber siehst ich du? Habe genügend... Ja, warte, siehst aber du rezitierst einfach warte, etwas, was du gar nicht verstehst. Aber ist ja kein Problem. Aber damals habe ich... Warte doch mal. Ich habe aber die Übersetzung oft genug gelesen. Wenn ich ein Gebet verrichte, dann habe ich die Übersetzung oft genug gelesen, Azizam. Ja. Ja, also es ist halt nicht so, dass ich das gar nicht drauf habe. Und ich habe eine Frage. Du sagst, Jesus Christus also ist für unsere Sünden gestorben. Ich bin mir sicher, dass ich ein Vers aus der Bibel gelesen habe, wo es gesagt wird, es ist niemand darf für den Sünden ein anderer sterben. Und warum soll überhaupt jemand für meine Sünden sterben? Ich soll mich doch selber für meine Sünden gerade machen. Hörst du mich? Ich höre dich. Ich habe nur gerade hier. Da kam gerade ein. Bruder, du bist ständig am. Ich habe dich ja aus Versehen Bruder genannt. Bist du ständig am Fahren? Bist du Postbote oder was? Nein, ich bin Staatsschutzbeauftragter vom Mossad. Richtig, du arbeitest bei der Mossad. Ich habe ein Hetzmobil zur Verfügung gestellt bekommen, in dem ich dann halt immer hier gute Hetzerei betreibe. Ja, genau so. Ich weiß ganz genau, dass ich morgen von der Verfassungsschutz einen Brief bekomme, dass ich bald in meinem Land zurückgehen kann, weil ich so oder so kein Dings bin. Aber ich muss ehrlich zugeben, damals hat mir eine Sure sehr, sehr zugesagt. Das war eine sehr, sehr schöne Sure, die das hat mein Herz total berührt. Soll ich dir mal vorspielen? Komm schon, das ist ironisch. Das glaube ich dir doch gar nicht. Doch, wirklich. Das hat mich wirklich fast zu Tränen gerührt. Als ich das gehört hatte. Al-Munafirun, ne? Weil du dich angesprochen gefühlt hast. Ne, guck mal, hier, hört ihr das mal an, das ist sehr, sehr heftig. Kufid wal-Firus al-Mubid bel-Ajibu al-Ja'ahum min al-Sin al-Ba'id. Wie schön, ne? Nein. Du, Digga, du Kafir, was machst du da? Ist das überhaupt ein Koran-Vers? Das ist es nicht. Ja. Ich lass mich von dir nicht hochnehmen. Meine Name tut dir. Wie meinst du das denn? Das war voll die schöne Rezitation. Amir, darf ich dir etwas rezitieren? Und dann gehe ich auch raus, weil, wie gesagt, ich kann mich auf eine Debatte nicht einlassen. Ja, warte, guck mal, wie wunderschön die Tour ist. Und ich kritisiere auch. Ach nein, bitte, das ist doch respektlos. Hör auf, mich jetzt zuzusehen und herzubewegen. Nein, hör auf, bitte. Kannst du... Surah Corona. Das ist Surah Corona.
So, was ist denn jetzt hier los? Was ist hier los? Wo ist dieser? Wo sind diese Leute hin? Nee, ich stand gerade auf so einem Parkplatz und dann kam Ordnungsamt. Haben die gesagt, Dr. Sheikh Abu Amir, wir bitten Sie einmal von diesem Parkplatz bitte wegzugehen. Habe ich gesagt, kein Problem, okay. Der Dr. Sheikh Abu Amir. War das Ironie? Ja, natürlich war das Ironie. Ey. Es war nicht der Koran. Es gibt aber Muslime, die sagen, oh, niemand kann etwas Vergleichbares wie den Koran machen. Wenn ihr doch wahrhaftig seid, dann bringt doch eine Sure wie diese. Hat sich das nicht angehört wie Koran? Hast du gerade gedacht, dass ich den Koran gerade so hier zitieren lasse, ne? So abspiele. Covid! Was ist bloß los mit dieser Sure? Oh, Covid, komm jetzt her! Sorry, kein Problem. Es sei dir vergeben. Ey, was ist denn los mit diesem Internet von den Leuten hier? Oh, danke, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Geht nicht. Vielen, vielen Dank. Na, machst du weiter? Ach, du bist ja schon wieder da. Ja, du gibt's machst weiter. Du machst immer noch Hetzjagd. Hetzjagd? Mach ich auf wen mach ich Hetzjagd? Du beleidigst deine Schöpfer, weißt du das? Nee, Allah ist nicht mein Schöpfer, Allah ist ein fliegendes Bein. Doch, Allah ist Schöpfer. Weder Schöpfer noch irgendein Gott noch gar nichts. Weißt du, dass Bibel eigentlich von Inanna kommt? Jesus ist eigentlich Inanna, weißt du das? Inanna, ich kenne nur einen Kinana, der von Mohammed auseinandergenommen wurde und sein Kopf abgetrennt wurde. Nein. Doch, Kinana Asaf, wie heißt der? Der ist der Stammführer gewesen, oder beziehungsweise der Mann von Safia, der den Schatz behütet hat in Raiban. Und da hat Mohammed dieses Dorf angegriffen und dann hat er diesen Kinana Arabi hat er gefoltert und dann wollte der Schatz haben von ihm. Wahnsinn, ne? Nein, das tut Mohammed niemals, der ist ein Heiliger. Der ist ein Heiliger, du musst Mensch. Du musst aufpassen, was du sagst. Er wird irgendeine blaue Auge verpassen. Bitte was? Irgendwann wird ein blaues Auge verpassen, also passt auf mit Islam. Ich mache mir darüber keine Sorgen, kein Thema. Wir weichen nicht zurück, wir haben keine Angst vor niemandem, das ist gar kein Thema, aber Mohammed hat diese Sachen getan. Wie gehst du damit um? Hat er nicht. Nein, hat er nicht. Das ist Fake. Propaganda, alle. Alles fake. Ach so, in dein Buch auch alles fake? Nein, Koran ist der Wahrheit und das gerechte Weg. Allah ist gerecht. Ja, also du siehst ja, dass Allah, der Gott des Islams, befohlen hat, Khaybar auseinanderzunehmen und dann hat der Mohammed, den Schatzmeister Kinana al-Rabbi, hat er genommen und ihn dann gefoltert, weil er das Geld von ihm haben wollte. Also er war sehr, sehr fixiert auf Geld, der Mohammed. Mohammed ist sowas nicht. Du weißt gar nichts. Dann lass mal studieren, bevor du irgendwas sagst. Allah sagt, dass der Mohammed Geld liebt. Nein, liebt er nicht. Geh lieber studieren 10 Jahre, dann sehen wir mal. Ja, du kannst ja gerne die Sura 58, Vers 12 aufschlagen. Du musst erstmal Mohammed Geld spenden, damit er mit dir redet. Ist das schön? Nein, sowas tut er nicht. Und wer bist du, ob mir sowas sagt? Allah gibt mir Kommando, nicht du. Doch, da steht im Koran. Dann finde mal. Zeig mal, es gibt viele Muslime, die gerade zuschaut. Ja, du hast doch den Koran bei dir. Ich behaupte etwas über dein Buch. Ich habe Koran, aber du bist doch... Ja, mach mal, hol mal Koran. Du hast aber auch kein Koran, ne? Doch, aber du bist nicht, der hier was sagt, Kommando. Aber warum willst du deinen Koran nicht holen? Warum soll ich tun?
Bist du allein? Ja, du willst doch was gibt's? Lernen. Vielleicht, du willst ja mich hier exposen als Lügner, richtig? Ja, das stimmt. Aber das brauche ich nicht. Das kommt automatisch. Alle wird zeigen, nicht ich. Allah wird alles zeigen. Augen öffnen. Allah wird immer alles zeigen und Augen öffnen, ne? Ja, da muss ich nichts tun. Ich muss niemanden quälen, niemanden töten. Allah macht das alles. Ja, warum hat denn Mohammed die Leute gequält und nackt therapiert? Hat er nicht. Ja, doch, hat er schon. In Sure 5, Vers 33. Schön. Das war nicht meine Religion. Was? Ist das nicht meine, was du liest? Ist nicht meine Koran. Ah, das meine ist nicht Koran dein Koran. Das über ist Liebe, von Gerechtigkeit. Wem ist das der Koran? Von wem? Also andere Koran. Das ist viele andere Korans. Koran, ne? Das ist außerirdische Koran, ne? Nein. Außerirdische Koran. Flexi ist da. Flexi. Flexa Brenja. Hey, Abu Amir. Flexi, hast du gut gelernt, ne, von Dr. Sheikh Abu Amir, ne? Ah ja, ist so. Ich sag dir, bester Mann bist du. Man kann wirklich nichts gegen dich sagen, wirklich. Siehst du, der Flexi, der hat schön das Gelernte von Dr. Sheikh Abu Amir eingesetzt in seiner Diskussion. Hey. Hast du gut gemacht. Dinger, hast du das Video gesehen von Arafat? Ich habe ein paar Ausschnitte habe ich schon gesehen. Ja, ja, sehr, 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 sehr schlimm, sehr weird. Ja, gell, okay, sag mal. Am Ende hast du gesehen, der Dinger Imam, eiskalt. Ich dachte, der kommt, um Arafat wirklich zu verteidigen. Was macht der? Der gibt erstmal Pam, ein ordentlicher Nackenklatscher auf Arafat. Arafat konnte sich nie. Ja, das ist ja heftig. Ja, der hat ihn bestimmt angemacht. Ne? Was machst du da drin, wenn du keine Ahnung hast, warum gehst du da rein und so, ne? Katastrophe. Nein, Mann, das war wirklich Endgame, wirklich. Das war Endgame, wo ich mir echt gedacht habe, so, nein, Mann, das, also, ich bin echt davon ausgegangen, dass der Alim Hamza den verteidigt und wenigstens, keine Ahnung, wirklich so Quellen rausholt. Aber nein, der Kerl hat philosophiert, Sokrates. Heftig. Wahnsinn. Wahnsinn, heftig, ja, Wahnsinn. Das siehst du. Der dachte, der kommt da rein und dann hat er nicht gedacht, dass du diese ganzen Quellen da parat hast. Ne? Das ist das. Ja, das wusste er ja nicht. Das wusste er nicht. Weil das Ding ist, wenn ich mich immer auf das Thema vorbereite, dann habe ich ja auch immer die Sachen auch da. Ich lese mir die Quellen dann auch immer komplett durch. Ja. Mehrmals, um sicher zu sein, dass ich da keine Fehler mache. Und ja. Genau. Und sonst, Amir, wie geht's dir, Mann? Ja, Handel Jesus, mir geht's gut. Du siehst ja, man lebt, man ist fröhlich, man führt viele, viele Gespräche und möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen immer segnen, behüten und beschützen und auf jeden Fall. Ja, auf der, jeden zum Fall. Ewigen Leben ja, ansetzen. Mhm. Dass die Menschen zum ewigen Leben ansetzen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, ich weiß nicht, kennst du das Buch von Christian Prince? Ich tue das gerade zur Zeit wirklich lesen und das ist wirklich, also wenn du das ein paar Mal gelesen hast, ich das ist doch hier mächtig. In Deutschland publik gemacht. Ich war doch derjenige, der alle darüber auf mehr oder weniger aufmerksam gemacht hat. Ich war das doch. Ja. Ich habe das Buch doch empfohlen, ganz Deutschland. Ah, okay, okay, gut, das wusste ich jetzt nicht, tatsächlich, mit dem Buch, Allahs dass du das Täuschung, gemacht hast. Ne? Allahs Täuschung. Allahs Täuschung, aber ich habe das Buch SEX Allah. Ach so, ja, das, ja, da hast du eine ganze Sammelsurium voller Quellen bezüglich der SEX und Allah in seiner Religion. Das ist absolut krass. Oh, absolut und Amir, es gibt einen Trick, wie du nie wieder gesperrt wirst. Das würde ich dir verraten. Ich würde dir dann einfach später wie gesagt, die Sachen dann zukommen lassen. Du wirst nie wieder gesperrt. Ja, das hört sich doch super an. Ja, ja. Du kannst dann auch mit deinem Hauptaccount auch wieder on live gehen. Du kannst reden, tun, machen, was du willst und du wirst nicht gesperrt. Ja, Hammer. Ja, ich glaube, ja, da muss man irgendeine Funktion eintippen für 18, ab 18 oder sowas, ne? Nein, nein, nicht so. Du musst, ich verrate, ich will das hier im Stream nicht verraten, weil sonst fangen die Pharisäer an, das aufzumachen. Und das wollen wir nicht, ne? Also, das verrate ich dir später einfach. Okay. Ja, 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 ja. Also, ich weiß nicht, was machst du eigentlich heute Abend?
was ich heute Abend mache, mich ausruhen von diesem ganzen Wahnsinn, den ich gerade wieder hier erlebt habe. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, komm einfach mal in den Stream rein oder so. Oder keine Ahnung, wenn du ein Gesprächsthema hast, dann komme ich bei dir einfach rein. Ja, je nachdem. Also wenn ich mich gut fühle, dann komme ich nochmal live. Aber ansonsten, dann ruhe ich mich auch aus. Ne? Also, das ja. Reicht dann auch für heute. Ja, ja. Ja, manchmal TikTok macht schon wahnsinnig. Ist echt so. Ne, da braucht man einfach mal eine kleine Pause. Gerade in meinem Fall. Ich muss ja mit allem und jedem hier Diskussionen führen und ich muss mir so viele Ansichten anhören, das ist unfassbar. Ja, ja, absolut, absolut. Bin ganz deiner Meinung, ist so. Aber wie gesagt, wir haben echt wirklich eine sehr, sehr schöne christliche Community, wirklich wundervolle Menschen. Und es macht dann auch Spaß, auch mit diesen Menschen zusammen zu agieren und über das Evangelium zu sprechen und gleichzeitig auch die Dunkelheit ans Tageslicht. Sofort wieder. Ne? Ja, okay, okay. Alles gut. Ja, ist interessant, ne, Leute. Wer aus der Community ist hier? Wer aus der Community ist hier? Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet wirklich einen sehr, sehr schönen Tag gehabt. Und genau. Schippe ist da, Claudio, Bruder Marouche ist da, Ina ist da. Ich küsse doch eure Herzen. Sick ist da, alle sind da, Matthias ist da, Trinitas ist da. Leute, ich küsse doch eure Herzen, Mann. Ich küsse doch eure Herzen, Mann. Ihr seid die Besten, wirklich. Ich küsse doch eure Herzen. Bero ist da. Sehr schön, Leute, sehr, sehr schön, wirklich. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr starke Community. Wirklich, wirklich stark. So, The One ist auch da. Arafat ist weggerannt, ja? Arafat. Frankie ist auch da. Frankie ist auch da. Michael ist auch da. Jay Wold in the house. Sehr schön, Leute. Wirklich. Anawi, Red Anawi ist auch da. Leute, ich küsse doch eure Herzen. Only Jesus Saves. Meinung zu GTA 6 Trailer. GTA 6 ist der Knaller, Leute. Also ich bin im RP-Modus in GTA 5. Ich finde das richtig geil, ne? Flex, bekommst du schon Bedrohungen? Ja, ich werde tagtäglich bedroht, aber das ist mir ja egal. Es macht die Situation jetzt nicht irgendwie besser, dass ich jetzt sage, ich höre auf oder so. Das ist mir egal eigentlich. Also ich ignoriere die Drohungen sogar meistens, wenn ich ganz ehrlich bin. Das interessiert mich nicht. Ich mache einfach mein Ding weiter und gut ist, ne? Wir werden weiterhin das Evangelium verkünden und wir werden weiterhin die Dunkelheit ans Tageslicht bringen. Ja. La ila ila la, Muhammadan di Rasulallah. Du bist auch eben. Hey, Amir, ich schwöre, du bist der beste Mann. Wirklich der beste Mann hier drin. Hey, wo ich das Video gesehen habe, wie du das gemacht hast, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich weggeschmissen, Mann. Ich sag's dir. Naja, so ist das. So muss das sein, ja. Ja, Katastrophe, ey. Nee, Mann, also ich finde das echt krass, dass die das nicht erkennen, dass die Schrift, dass da Fehler sind und dass da kranke Sachen drin stehen. Also ich frage mich eigentlich, wie man diese Fehler nicht erkennt. Also das schockiert mich eigentlich, Armin, ich sag dir ehrlich. Ja, das ist das. Viele möchten es auch nicht wahrhaben, das ist das. Viele möchten es nicht wahrhaben. Ja, ja. Das, was offensichtlich ist, das Offensichtliche darf nicht sein. Das ist das. Das Offensichtliche darf einfach nicht sein. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Nee, ehrlich. Also mich schockiert das, wie gesagt. Ich weiß nicht, kennst du diesen einen Vers, wo, wenn du zum Gebet nicht aufstehst, dann tut der Satan in deinen Ohren urinieren. Ja, ja, genau. Satan urinates in your ears. Ne? Ist ja, nicht ja. Aufgestanden zum Gebet. Da haben die den Mohammed gefragt, ja Mohammed, warum ist er nicht aufgestanden zum Gebet? Ja, weil Satan in seine Ohren gepinkelt hat. Ja,
Was meinst du, warum die Muslime sich dreimal am morgens, wenn sie aufwaschen, dreimal die Nase so waschen, so Wasser durch die Nase laufen lassen? Was meinst du, woher das kommt? Ja, damit der Satan halt nicht in deren Ohr uriniert. Ja, nicht nur das, Satan schläft in den obersten Teil der Nase, sagt der Mohammed. Ja, ja, den Hadith kenne ich auch tatsächlich. Ja. Den Hadith kenne ich tatsächlich auch. Babylon ist doch gar nicht da. Doch, Babylon ist da. Der, ich glaube, hatte. Babylon, are you there, my brother? If you're there, just thumbs up. Thumbs up, my brother, if you're there. Babylon ist heftig, Ami, ich sag's dir. Wenn der Kerl anfängt zu reden, ist Feierabend. Ja, natürlich. Die sind ja mit Rob Christian und so, die kennen sich sehr, sehr gut aus. Das sind Araber, ne? Die wissen ganz genau, was der Islam ist. Ja, ja. Wahnsinn. Das ist ihr Vorteil, ne? Die können Arabisch lesen und sprechen, ne? Deswegen. Richtig. Oh, da ist Babylon. Den Islam zu demolieren, ne? Denn sobald du Arabisch sprechen und lesen kannst, verlässt du den Islam, hundertprozentig. Ist so. Also ist so. Babylon, send a request and come up. Come up, my brother, send a request. Babylon, send a request. Amo, ich küsse dein Herz, Bruder. So. Mario, Bruder. Ich küsse dein Herz, Mario. Jetzt. Babylon. Komm. Hey Babylon, how are you? Hey, God bless you. God bless everyone, brothers, sisters, everybody. How is everyone? Yeah, we are fine. Thank the Lord Jesus Christ. Amen, amen, brother, amen. So, also one question, Babylon, yes, and Amir. When we go to Jannah, are we gonna have small kids and we're gonna have these, how's it called, with the swelling boobs and... I have a big ass, big butt, where each butt will be 1 mile wide. Yeah. We'll have 1,000 boys, the six of us. Yeah. Okay. Let me say it in German, because Ami is driving probably, so let me say it in German. Also Leute, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir in Jannah sind, haben wir junge Knaben mit ausgestreute Perlen. Das ist der Wahnsinn. Also, deswegen habe ich gesagt, diese Religion sagt, dass man so Kleinstkinder auch im Himmelreich als Jungen auseinanderpflücken darf. Ne? Die bedienen dich. Und du weißt ja, alles ist im Islam erlaubt im Paradies. Das heißt, wenn du sogar Neigung zu dem Kind hast, dass dich gerade am Bedienen ist, so willst du, kannst dieses Kind dann, ja, ekelhaft. Wahnsinn, das ist richtig widerlich. Also, dass man sowas noch philosophiert. Ich hatte ja letztens einen bei mir im Stream gehabt, der hat wirklich bei diesem Thema so philosophiert und hat gemeint, nein, die Knaben tun uns doch nur bedienen. Dann frage ich mich eigentlich, seit wann brauchen wir im Paradies junge Knaben, Mann? Und vor allem noch, wenn wir sie sehen, dann haben sie ausgestreute Perlen. Heftig, ne? Hey, Mann, that is insane. Babies, oh, man. When they die, only Muslim babies will go to heaven. The Christian babies will go to heaven only to serve, to be slaves, only. No, oh, man. Yeah. Catastrophic. This is insane, really. It's so insane. I mean, when I debate with the Muslims, I ask myself, they don't see the truth. They don't see. I'm always wondering why they don't really see the shit behind Islam most of the time. Ich könnte ja weitermachen. Ich komme jetzt sofort wieder, ja? Ja, ja, kein Problem, Amir. Nah, the paradise is just about sex. It's just about that. It's crazy. Yep. It's insane. I mean, seriously. I mean, what kind of paradise is that? I mean, when you go to the Bible and when you read the Bible, you can see that the paradise is built to have the community, you know, peace and love and everything. But you will never see in the Bible that you're going to have 72 wives, you're going to have kids to serve you. What kind of bullshit religion is that? Seriously, we have to be honest. That's insane.
That is so insane. Das ist so krank, Leute. Wenn wir das mit der Bibel vergleichen, wirklich, das ist Weltenunterschiede. Again, Babylon, you know? Sorry. Oh, I said it's a religion of half of a brain, Muhammad. He only thought about his dingy dingy, nothing else. Absolutely. There is a promise in Jannah, we'll have a big tree, 1 mile long. As much as you can walk, you will always have, and a sahih hadith. And you will have shed. Why? Because the Muslims, Arabs, lived in the desert, no trees. So Muhammad promised them a tree to be under. Not to be under the sun. They will be protected. Look the mentality. Wow, that is crazy. Oh my God. They will, in Jannah, you will have river of wine, river of milk. But they never said you're going to have banana, kiwi, because the Arabs never seen those fruits. They don't exist in Arabia. Wow, okay. This is crazy. A man-made. We can know from these things that Islam is a man-made, unlimited man-made. Yeah, absolutely. I mean, when you read the Quran, you can see it's nothing about women that is good in the Islam. When you read the Surah 4, verse 34, you can easily see that this shit is so crazy. Insane. Yeah, you can beat up a woman. Yeah. In Islam, Muslim men from that verse are allowed to beat a woman up. Yeah, I know. Simple. Absolutely. I know. And woman? There's nothing Muslim about woman. Love here. What kind of option do you have in Jannah? Nothing. Nothing. A woman nothing. Does not have any rights in paradise. I mean, only the man. Also, ihr müsst euch vorstellen, Leute, im Paradies, ja, in Jannah, haben Frauen gar keine Rechte. Die Männer haben 72 Jungfrauen. Die können sich befriedigen, so viel sie wollen. Die haben eine Palme. Bis zum geht nicht mehr. Nur der Mann hat seine Rechte. Das ist der Wahnsinn, Leute. Der Wahnsinn. Die haben eine Kraft von 100 Mann. Ein Mann hat eine Kraft von 100 Mann. Überlegt mal, was sie mit diesen Frauen machen in Jannah. 72 Jungfrauen. Allah. Masha Allah. Puh. Masha'Allah. Woman, not the wife. The man will have 72 virgins. Only dingy. Yeah. Each dingy dingy is 70 years orgasm. Guarantee. Oh my God. Oh my God. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Du Muhammadan, du Rasulallah. Allah. Where's my muta? Where's my muta girl, Hamdi? Oh man. Nah, this is insane. Insane. Leute, das ist doch verrückt. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Überleg mal, die haben Dauererektionen im Jannah. Unlimited. Eine Kraft von 100 Mann. Unlimited. Unlimited. No length. Imagine, guys, how tall and big you will have it. Allahu Akbar. Masha Allah. Oh, man. Nah, seriously, that is really, really crazy. I mean, seriously. Also Leute, wenn ihr das hier hört, wirklich, ich bin Gott froh, dass ihr alle wirklich beim Herrn bleibt, denn der Herr, der lebendige Gott, der wahrhaftige Gott, ist wirklich für unsere Sünden am Kreuz gestorben, Leute, und ist am dritten Tag wieder auferstanden. Nimmt das Christentum an, Leute, wirklich, und folgt der Wahrheit. Und nicht der Lüge, nicht der Dunkelheit, denn der Satan war von Anfang an ein Lügner. Der Herr, unser Vater, unser Gott, ja, war von Anfang an die Wahrheit und wird die Wahrheit bleiben, Leute. Und nicht ein Satan, der von Anfang an ein Lügner war. Ja, Leute, da müssen wir wirklich dran festhalten, Leute. Ja, also wirklich, also, yeah, so sieht's aus, Leute. Ja.
Babylon, if you have something to say, go on, my brother. You know, if you think Islam is the truth, one verse from the Quran will destroy Islam, which is chapter 19, verse 83. Yeah. That verse, I have one question. If Allah sending the devils on human to incite them to do bad sins and everything else, where was Satan? What Satan's job then? Can anybody answer? Can a Muslim answer where was Satan and why Allah is sending devils on human instead saving them from the sin? He's inciting them to do sin. Who is Allah? Insane. So crazy. Translate, flex up, please. Even worse, Babylon. We have also the most worst part in the Islam is where Allah is taking the Shahada. Nein, Leute, Wahnsinn. Leute, wusstet ihr, dass Allah die Shahada angenommen hat? Shahidallahu innahu la ilaha illahu. Allah taking Shahada in the Quran. Ja, Surah 3, Vers 18, Leute. Why Allah is taking Shahada? And who were the witnesses? Yeah. Who is the witness? Let's ask Amir. Amir, hörst du uns? Ja, ich höre euch, ja, bitte. Ja. Du kennst doch wahrscheinlich den Vers Surah 3, Vers 18, wo Allah die Shahada ausspricht. Ja, das ist die Sure 3, Vers 18. Sure 3, genau. Vers 18. Ja, Babylon, can Allah you say... Allah takes Shahada. Allah takes Shahada. Dann denkt man sich so allen Ernstes, ist Allah so schizophren oder was macht der da? Das ist ja das Problem. Yeah. Und dann machen die den Herrn Jesus Christus an. Ist Jesus Christus schizophren? Wenn er Gott ist, warum betet er dann zu Gott? Look at this. Crazy. Aber die haben kein Problem damit, dass ihr Gott die Shahada ausspricht. Das musst du dir mal vorstellen. Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Amir, if Allah took a Shahada, who is the witness? Who was witnessing Allah taking a Shahada? The angel. Oh, the angel. The angel at the Hula Lane with the big fat butt. The angel with the big fat butt. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. This is the real stuff. Do you know, Babylon, Sir Mix-a-Lot? I like big butts that I don't get like. Do you know this song? Yeah. This is especially for Allah's heaven, for the Hur al-Ain, because their butts are 1.6 kilometers. So Allah give him meat. Who likes meat? Allah will provide meat. I mean, only the backside. Yeah. Insane. That is so crazy. Ja, wenn die Muslime sich nur darüber Gedanken machen, was Gott aus einem heiligen Ort macht. It's a holy place, you know? And the God of Islam makes from a holy place an unholy place, you know? Yeah. Also, Amir, weißt du, was mal für eine Fangfrage ich mal gestellt habe? Da kam jemand mal hoch zu mir, dann habe ich gesagt, hey, darfst du in der Moschee Frauen Dingi-Dingi machen? Und der so, Subhanallah, Astaghfirullah, nein. Und ich so, ja, warum denn nicht? Ja, das ist ein heiliger Ort. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn im himmlischen Ort, da wo Gott ist? Ja, und dann habe ich gesagt, warum darfst du denn dort Dingi-Dingi machen mit 72 Jungfrauen? Und der so, Astaghfirullah, niemals in der Moschee. Ja, genau, in der Moschee ist auf einmal ein heiliger Ort, aber im Himmel ist kein heiliger Ort. Guck dir das mal bitte an. Das ist kein Problem. Wahnsinn. My brother Flexa. Amir, I need you both to answer. If in Jannah, Muslim men will be doing dingy-dingy all day, all night, and it's halal, and it's Allah's Jannah, okay, in the presence of Allah,
Can we take a Muslim lady as a Muslim man, go to the mosque and do dingy dingy in the mosque? Never. Oof. Never. Never. Why? It's a holy place. It's a holy place and it's haram. And the Jannah is not holy? No, it's unholy. And for the, that's why they oh. have to make dingy dingy. Oh. Yeah, so, do you know which song is there in Allah's Jannah? Fiesta. Fiesta Jannah. Shakira. All night. Oh, Muhammad's gonna have Qawm al-Zut all night long in Jannah. Qawm al-Zut, yes. Qawm al-Zut, what's this? Qawm al-Zut, wait. Qawm al-Zut. It's from SEX, something like this, huh? Qawm al-Zut. What is that, Babylon? What is Qawm al-Zut? The people of the Zut, the tribe of the Zut, who gave it to Muhammad all night. Ah, yeah, they ride on Muhammad. Yes. They were riding Muhammad all night. And he said, I left in the morning and I was hurt. He was saying, I, ooh. like the people of Flex. Yeah, the people of Flex. This is Islam, guys. You don't know if you need to cry or to laugh. So deceiving. Man. Wake up, people. To be honest, when I read Islam, I laugh and cry at the same time. Ja, also für die Leute, die das nicht wissen, also es gibt eine Überlieferung, die als authentisch eingestuft wurde, in Musnad Ahmad, Band 1, Seite 399, wo beschrieben wird von Ibn Mas'ud, dass so Schwarzafrikaner irgendwie auf Mohammed geritten sind und sie waren nackt. Sie haben einfach nackt auf ihm rumgeritten. Und am nächsten Morgen hat der Mohammed so übelste Schmerzen verspürt. Ey. Ja, von was? Was sind Sie nackt auf dem Propheten? Ey? Was reiten Sie da rum auf dem Propheten nackt? Krass. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur krank. Ja, jeder kann das von euch aufschlagen. Musnad Ahmad, Band 1. Seite 399, da wird es beschrieben. Ich schau mir das an, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe die bei mir sogar abgespeichert, aber ich gucke trotzdem nochmal, wie gesagt, weil ich habe immer jeden Tag immer ein anderes Thema. Manchmal auch zwei Tage hintereinander immer dasselbe Thema. Aber boah, meine Nieren tun schon weh vor Lachen, ey, ich sag's dir. Ja, mein tiefstes vom Inneren tut auch schon weh vom Lachen, glaub mir. Ja, U-Bahn hat es auch. Okay, super. Oh, nee, Wahnsinn. Ja, keep smiling, it's Sunnah. Du weißt ja, keep smiling, it's Sunnah. Yeah. Oh, Mann, Amir, Wahnsinn. Das ist einfach nur krank. Einfach ja, nur krank. Ich konnte so viele Menschen erreichen, so viele Menschen aufklären. Du siehst ja, du nimmst das selber, alle anderen nehmen das auch und die können das in ihren Gesprächen einbauen. Ja, sehr gut. Ja. Vor allem das Ding ist, du schlägst dir auch die Quellen auf, du sagst dir die Wahrheit, aber viele verstehen das nicht. Viele denken gleich irgendwie so, ah, das stimmt nicht, obwohl sie nie den Koran aufgeschlagen haben und jemals gesagt haben oder wahrhaftig waren, wo sie selber gesagt haben, okay, die gucken jetzt mal, ob das wirklich stimmt. Das machen die gar nicht. Ja, das ist aber gut, auch bei uns Christen gibt es auch viele, die Bibel auch niemals aufgeschlagen haben und nicht nachlesen. Verstehen sie nicht, dass einige Dinge dort sind und sie sich auch nicht damit auseinandersetzen und sie dann auch nicht antworten können. Das ist normal. Übrigens, ich habe vor ein paar Tagen habe ich das Thema ja eröffnet mit dem Honig, ja, als der eine dann zu Muhammad kam, ja, Leute, ihr müsst jetzt alle gut zuhören. Amir, bist du noch da? Nee, ich bin in Jannah. In Jannah können wir fliegen und mit Rudel ein Vergnügen in Jannah. Ich bin schon längst in Jannah. Oh, sehr schön hier, sehr schön. Es ist so wundervoll. Auf jeden Fall, wie gesagt, wo ich das Thema eröffnet habe mit dem Honig. Oh, Jannah. Amir ist in Jannah.
Es ist so traumhaft, Leute. Ich kann euch das nur empfehlen, Leute. Ich kann euch das nur empfehlen. Ich bin in Jenna. In Jenna, Jenna, Jenna. You like Jenna, huh? Mit Hurel, yeah. Oh man, how beautiful. Ich erzähle noch die Geschichte, Leute, dann gehe ich was essen. Urban, come up, brother, come up. Bring up Urban, please. Hold on, my brother. Let me say something quick. Da gibt es ja diese eine Überlieferungskette, wo der eine zu Mohammed kam und gesagt hat, hey, du, hör mal zu, mein Kollege hat starke Bauchschmerzen. Dann sagte der Prophet, trink Honig. So, ja, dann trank er. Katastrophe. Dann trank er. Überleg mal, was eine Prophetie. So, wenn er wirklich ein wahrhaftiger Prophet ist, dann würde es ja beim ersten Mal ja schon klappen. So, dann kam der Kollege noch mal beim zweiten Mal und hat gesagt, er trank, aber es ist nichts passiert. Er sagt, trink noch mal Honig. Beim dritten Mal hat er noch viel, viel schlimmere Bauchschmerzen bekommen. Trink noch mal Honig. Da steht auch im Hadith, wo steht, it was more worse, also es wurde nur schlimmer. Noch der hat schlimmer, ihm das Bedenken genau. gegeben und es wurde nur schlimmer. Und da hat der Mohammed sich aufgeregt, weil er als Lügner dann abgestempelt wird. Dann hat er gesagt, dein Bauch hat gelogen, Allah sagt die Wahrheit. Ja, die haben ihn als falschen Propheten entlarvt und dann kam er mit sowas natürlich. Ne? Ey, das ist so geil, Mann, ey. Überlegt mal, Leute, ihr habt schon von Anfang an Bauchschmerzen. Okay, stellt euch mal vor, ihr kommt, ihr habt schon Bauchschmerzen. Und ganz am Ende sagt der Prophet dann zu euch, ey, hör mal zu, Allah has told the truth. Dein Bauch hat gelogen. Ja, yeah, your stomach lied. Überlegt mal, Leute. Das heißt also, Allah wusste von Anfang an nicht mal, dass der Kerl Bauchschmerzen hatte. Und sagt eiskalt, hey, Allah has told the truth, dein Bauch hat gelogen. Seit wann lügt dein Bauch? Ja, in dem Falle lügt dann der Bauch, ne? Musst du dir vorstellen. Ne? Geht so? Wahnsinn. Ja, da müsst ihr in sunnah.com, warte, ich zeig euch das. Loose Bowls, ne? Heißt das? Ja, genau. Give him more to drink. Da gibt's viele davon, warte, sunnah.com. Wahnsinn. Give him more honey. Give him more honey. Honey. Give him more. Did you guys hear about Tash? Yeah, she's lost. She's not there. Yeah, huh? Where is she? Yeah. I have no idea. I heard that. Who's lost? Hatun Tash, she's missing. Missing? Ja, die Arme, heftig. Ey. Leute, die Hatun Tash, ne, die in Speaker's Corner, die von Muslimen abgestochen wurde, geschlagen wurde, alles, ne, weil sie den Islam entlarvt hat, ne? Die ist spurlos verschwunden, die Frau, ne? Spurlos Nein. verschwunden. Keiner weiß, wo sie ist. Ernsthaft jetzt? Ja, diese Armenierin, ne, die den Islam komplett demontiert hat. Ne? Sie war das, die das in den Leben gerufen hat, mit den 24 verschiedenen arabischen Koranen, die sie in die Luft gehalten haben. Wahnsinn, ne? Und sie ist seit wie lange verschwunden jetzt? Ich glaube, seit ein, zwei Wochen oder sowas hat nichts davon gehört. Ja. Wow, ich bete wirklich, oh mein Gott. Also ich hoffe, nicht das, was ich denke, aber wow, also ganz kurz nochmal die Referenz. Die könnt ihr euch selber für euch nachlesen. Das ist in Jami at-Tirmidhi, Hadith 2082. Jami at-Tirmidhi, Hadith 2082. Das könnt ihr euch aufschreiben. Der Hadith ist Sahih, korrekt. Ja, und ich hab den. Das ist 2082. Ja, genau, 2082, genau. Und hier heißt es, ein Mann kam zum Propheten und sagte, mein Bruder leidet unter Durchfall. Er sagte, lass ihn Honig trinken. Also trank er es. Dann kam er und sagte, o Gesandter Allahs, er hat Honig getrunken, aber es hat ihn nur noch schlimmer gemacht. Siehst du, er hat ihn das trinken lassen, es hat ihn nur noch schlimmer gemacht. Also sagt der Gesandte Allahs, lass ihn Honig trinken. Er sagte, also trank ihn. Dann kam er und sagte, o Gesandter Allahs, ich habe ihm noch etwas zu trinken gegeben, aber es hat ihn nur noch schlimmer gemacht. Er sagte, der Gesandte Allahs sagte, Allah hat die Wahrheit gesagt und der Magen deines Bruders hat gelogen. Gib ihm Honig zu trinken. Und da, siehst du, da merkt man, die Leute hatten die Schnauze voll von seinen Aussagen. Da haben sie gedacht, oh mein Gott, nicht schon wieder Honig.
Da, genau, und dann haben die gesagt, da gab er ihm noch etwas Honig zu trinken und er wurde geheilt. Das ist aber eine Lüge. Denn das musste beim ersten Mal muss das schon klappen. Wenn Gott, wenn Jesus Christus zu den Leuten sagt, geh und mach das so und so, dann wird das auch geschehen. Der Typ ist wahrscheinlich, hat dann zu dem gesagt, ja, es passt, mein Magen geht's wieder gut. Ja, genau, so nach dem Motto, ja, ist okay, alles klar, wir haben den, ist gut, dann ist er so weggegangen, so. So sieht's aus. Okay, Leute, komm. Jami al-Tirmidhi, Hadith 2082. Ja. Oh, Amir, wirklich, das war wirklich sehr lustig gerade mit dir. Ne? Ich mache eine kleine Pause. Ich esse jetzt erstmal was. Ich bin später live. Wenn du einfach mal Lust hast später oder wenn du Energie hast, dann kannst du ja dazukommen. Okay, Gott segne dich. So Gott will, werde ich kommen. So Gott. Alles klar. Kein Problem, okay. Bruder Herz. Also, Gottes Segen, ihr Lieben. Haltet immer an Jesus Christus fest. Ja? Lasst euch nicht täuschen von Religion. Islam ist eine Lüge. Jesus Christus ist die einzige Wahrheit. Mach's gut, ihr Lieben. Gott segne euch. Ciao. Gott segne dich, Amir. Ciao, ciao. Bye, Babylon. Bye, bye. Bye. God bless. God bless everyone. God bless you. Hallo? 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 Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, hallo. Dich auch, mein Lieber. Gott segne euch alle. Ich will nur ganz kurz stören. Fällt schwer. Amir, ich habe soeben vollbracht. Ich habe endlich mein Leben in Herrn übergeben. Halleluja, wundervoll. Wow. Amir, ich habe so das lange ist ja gewartet. Genial. Ich habe über 4 Jahre habe ich gekämpft. Krass. Oh ja. Wie kam es denn jetzt auf einmal? Ja, es brennt schon seit Jahren in mir. Ich hoffe, ich passe gerade nicht in dein Thema rein, weil du bist auf völlig egal. Bei Bekehrung ist alles stehen und liegen lassen und so erzähle. Das Ganze fing vor 5 Jahren an. Entschuldigung? Nee, ich habe gerade mich bedankt für das Geschenk, was ich bekommen habe. Ah, okay, alles klar. Das Ganze fing nur kurz erwähnt, ich bin jetzt 50, bis 45 habe ich nichts auf Gott gegeben, also auf den Herrn Jesus Christus. Habe zwar an Gott geglaubt, aber der Herr Jesus Christus war für mich, so wie sie ihn halt hinstellen, du weißt, wovon ich rede. Also ich war runterbuttern, ne? Ja, genau, der war halt Jesus Schlapfen, weiß der Geier was wir nicht alles gespottet haben. Und dann, vor 5 Jahren ging die Reise los. Ich habe so viel erfahren über verschiedenste Berichte, auch über deinen Bruder habe ich gehört. Und jedes Mal, wenn die Bibel ins Spiel kam, ging ich sofort weg. Sofort haben wir gedacht, nein, bitte alles, nur nicht dieses Buch. Das ist Wahnsinn. Ja, so typisch athletisch, ne? Amir, ich zitter am ganzen Körper, es ist Wahnsinn, der Herr ist in mir drin, der ist gerade in mich reingefahren vom Feinsten. Wow, Herr, ich liebe dich über alles. Damit ich beim Thema bleibe. Und irgendwann sagte mir halt dann meine Intelligenz, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du dich vielleicht auch ein bisschen mit dem Wort befassen würdest. Ja, das habe ich dann getan und so fing die Reise an. Und ich sage mal so, seit 3 Jahren, 4 Jahren ist es mir wirklich bewusst, dass es der Herr Jesus Christus ist, der alles erschaffen hat, der unser Schöpfer ist und der über alles ist. Amen. Und die Wiedergeburt, ich habe zwar gebetet und da siehst du, wie wundervoll der Herr ist. Ich habe ihn gebetet, komm in mein Leben, schick mir den Heiligen Geist, hilf mir es zu verstehen. Das hat er auch getan. Und der Herr ist so geduldig und voll großer Güte. Er hat mich zu nichts gezwungen. Und er hat ganz genau gewusst, ich habe ihm das Leben noch nicht übergeben, weil ich weiß nicht warum, ich kann es nicht beantworten. Auf jeden Fall die letzten Wochen, es hat so gebrannt in mir drin, so gebrannt. Du weißt, wovon ich rede, ich stehe auf, ich denke an ihn, ich gehe schlafen, ich denke an ihn, ich kann an nichts mehr anderes denken, es geht nicht. Obwohl ich dazu sagen muss, damit ich natürlich schon in der Wahrheit bleibe, natürlich habe ich gesündigt die letzten Jahre auch, ja. Aber es wurde immer weniger. Das Schuldgefühl nach diesen Sünden war, wow, ich habe richtig gespürt, wie der Herr an mir arbeitet. Und jetzt ist es vollzogen und es ist so und ich bin in seinem Haus und nichts nimmt mich mehr aus seinen Händen, nichts mehr.
Und ich kann nur allen Zuschauern und sagen, bitte macht das Gleiche. Kommt zum Herrn Jesus Christus. Amen. Gebt in euer Leben. Amen. Und ihr werdet ja, ewiges Leben haben. Amen, Amen. Herzlichen Dank. Amir, ich weiß, alle dank dem Herrn und das ist so. Doch eins muss ich schon erwähnen. Du, Reza, Danny, Pavlos, ihr seid wahre Krieger Gottes. Ihr seid wahre Krieger Gottes mit eurem Wort. Amen. Wer das nicht spürt, der hat Gott nicht in sich. Ihr habt so viel Geduld. Ich denke mir das jedes Mal, wenn ich dich und Pavlos oder Danny oder Reza, ich denke mal, ich höre 5 Minuten zu und denke mir, um Gottes Willen, ich hätte keine Geduld mehr mit diesem Menschen. Keine Geduld mehr. Du hast Geduld. Ja, ich manchmal sehr. Also ich bin da eher so weniger. Ich bin da weniger geduldig. Ich muss mich da auch noch ein bisschen drin üben. Ne? Manchmal geht das, aber manchmal kommen die Leute auch rein und wollen einfach nur, sind auf Krieg aus, weißt du? Ja, ich weiß, ja, leider. Aber das hat uns doch der Herr gesagt, segne deine Feinde und tu ihnen Gutes. Und das machst du. Ja, das mach ich auf jeden Fall. Und wie, du bist, ja, sag ich ja, ihr seid wahre Krieger der Gottes und alle dank dem Herrn, aber ich danke euch über alles. Ich will mich kurz fassen, ich bin dann wieder weg und wünsche dir wundervoll. Gottes Segen. Oh ja, wundervoll. Ich hoffe, ich darf mal wieder reinkommen und mich mit dir unterhalten. Ja, klar, natürlich. Oh wow, herzlichen Dank. Herr. Alle Ehre dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn und alles Gute auf deinem Weg und wir sehen uns im Himmelreich. Auch auf deinem Weg. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich und alle, die im Chat sind. Herzlichen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ja, wundervoll, seht ihr? Die Leute kommen alle zum Glauben und das ist einfach wundervoll. Das ist einfach traumhaft. Was mir eine Freude bereitet, ne? Damals, was mir Freude bereitet und heute, was mir Freude bereitet, wenn die Leute zum Herrn Jesus Christus kommen. Das ist unglaublich. Ja. So, wollen wir weiterhören? Hören wir mal weiter. Wir machen nochmal ganz kurz zurück. So. Um den Koran zu verstehen, braucht man Kommentare. Und diese wurden zuerst von Al-Tabari niedergeschrieben. Das war im Jahr 923. Der erste Tafsir, der geschrieben wurde, der von Al-Tabari, wurde im 10. Jahrhundert geschrieben. Im 10. Jahrhundert? Rücken wir das mal ins rechte Licht. Alles, was wir über Mohammed wissen, über sein Leben, so wie der Islam begann, wird erst zu diesem späteren Zeitpunkt geschrieben. 200 bis 300 Jahre später. Beunruhigt euch das? Das sollte euch alle beunruhigen. 200 Jahre. Und was geschah? Warum brauchte man 200 Jahre, um seine Geschichte niederzuschreiben? Warum brauchte man 240 Jahre, um seine Aussagen aufzuschreiben? Und von wo haben sie es genommen? Keiner von diesen Leuten kannte Mohammed persönlich. Bukhari von Bukharistan, das liegt im heutigen Irak. Tabari von Tabaristan, das liegt im heutigen Iran. Diese Leute lebten hunderte Jahre später und hunderte Kilometer weit weg. Worauf haben sie sich gestützt? Ja, worauf denn? Sie stützten sich auf sogenannte mündliche Überlieferungen. Und da fängt die Katastrophe an. Mündliche Überlieferungen, Lieben. Der ganze Islam fußt auf mündliche Überlieferungen. Person A hat es Person B gesagt und Person B sagt es Person E, er sagt es D, E, F, G, H und so weiter und dass Mohammed sowas gesagt hat. Ist das eine Katastrophe? Stille Post, wie ich euch das erklärt habe in einem meiner Videos. Islam fußt auf stille Post. Das, was wir in der Grundschule gespielt haben, wenn wir alle in einer Reihe standen und dann auf unsere Schultern geklopft haben, und der eine angefangen hat, uns etwas ins Ohr zu flüstern und dann haben wir das Gleiche direkt weitergesagt und am Ende, was kam raus? Das ist nicht das Telefon, das ist hier die Handyhalterung, Mann. Das ist das Problem, die Handyhalterung. Nervt übel. Ja, was soll ich denn machen, ey? Ist das jetzt besser?
besser geworden? Okay. Hören wir weiter. Jesus an. Wir haben vier Biografien über Jesus. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Jetzt kommen wir zu den Evangelien. Guck dir das jetzt an. Der Unterschied. Matthew, Mark, Luke and John. Wir wissen, dass drei von ihnen innerhalb von 40 bis 50 Jahre nach seinem Tod geschrieben wurden. Johannes wurde etwa 60 Jahre später geschrieben. Aber wir wissen, dass Johannes ein Augenzeuge von dem Geschehen. Aha, Johannes war also ein Augenzeuge. Da können die Muslime nicht sagen, nee, das ist nicht so, doch, das ist historisch bewiesen. Das ist es. In seinem Text war. Matthäus war auch ein Augenzeuge und Markus und Lukas erhielten Material von Augenzeugen. Wir haben also vier Zeugnisse, vier Biografien über Jesus Christus geschrieben, entweder von denen, die zusammen mit Jesus gewesen waren, oder sie erhielten Material von Leuten, die zusammen mit Jesus gewesen waren. Wir wissen, dass das gesamte Neue Testament im ersten Jahrhundert fertiggestellt wurde. Seht ihr den Unterschied? Wir stützen uns auf 30 bis 40 Jahre von mündlicher Überlieferung. Wir stützen uns von 30 bis 40 Jahre mündlicher Überlieferung. Guck mal jetzt. Und diese stützen sich auch auf die Augenzeugen, die es auch schrieben. Der Islam stützt sich auf 200 bis 300 Jahre mündlicher Überlieferung. Seht ihr das Problem? Wenn wir das Gleiche über Jesus Christus sagen müssten, was der Islam jetzt über seinen Propheten herausfindet, dann hätten wir keine christlichen Quellen über Jesus bis zum 3. Jahrhundert. Könnt ihr euch vorstellen, wie irgendjemand mit Autorität über Jesus sprechen könnte, wenn unser Material über ihn aus dem 3. Jahrhundert stammen würde? Wir würden nicht wissen, wer Jesus war. Und warum sollten wir dem vertrauen? Und doch haben Muslime das nicht anerkannt. Die westliche Welt, mehrheitlich säkuläre Gelehrte, stellen jetzt zwei Fragen und kommen zu zwei Hypothesen. Entweder existierte der Islam, den wir kennen, nicht im 7. Jahrhundert, sondern entwickelte sich über 200 bis 300 Jahre unter Koran. Und das ist es. In 200 bis 300 Jahren entwickelte sich erst der Islam. Und dann kam irgendwie ein Prophet namens Mohammed irgendwann mal wurde erwähnt, aber vorher kannten sie keinen. Pass mal auf, schaut euch das mal bitte an, hört mal. Wurde vermutlich nicht einem Mann innerhalb von 22 Jahren offenbart, sondern er entwickelte sich über 50 bis 100 Jahre. Ihr Fazit, die Geschichte des Islams aus der Zeit von Abd al-Malik, er regierte von 685 bis 705 und davor ist eine spätere Erfindung. Das ist eine schwerwiegende Aussage, aber heute Abend werden wir das beweisen. Wir werden zeigen, warum das so schädigt und was wir momentan... Sie haben herausgefunden, dass die erste arabische Inschrift, die auf Mohammed verweist, erst im Jahr 691 auftaucht. Bis zum Jahr 691 hört man nichts über Mohammed in muslimischen Quellen. Mohammed starb im Jahr 632. Hört ihr es jetzt gut oder was ist denn da los bei euch, Leute? Ist der Ton jetzt besser oder ist es schlechter oder was ist da los? Okay, jetzt besser. Es dauert 60 Jahre, bis irgendein Araber seinen Namen nennt. Das ist merkwürdig. Ebenso findet sich keine Erwähnung von den Muslimen bis zum Jahr 690. Überhaupt keine Es ist krass, ne? Mohammeds Name taucht nirgendwo auf. Erst 690. 690 und er ist 632 gestorben. Das ist so krass. Einfach 60 Jahre später taucht einfach der Name Mohammed auf. Das ist so krass.
Disziplinen von Leuten namens Muslime bis zum Jahr 690. Wer beherrscht die? Und der Koran wurde vermutlich nicht einem Mann innerhalb von 22 Jahren offenbart, sondern er entwickelte sich über 50 bis 100 Jahre. Ihr Fazit? Die Geschichte des Islams aus der Zeit von Abd al-Malik, er regierte von 685 bis 705 und davor ist eine spätere Erfindung. Das ist eine schwerwiegende Aussage, aber heute Abend werden wir das beweisen. Wir werden zeigen, warum das so schädigt und was wir hier momentan haben. Sie haben herausgefunden, dass die erste arabische Inschrift, die auf Mohammed verweist, erst im Jahr 691 auf... Die erste Inschrift, wo der Name Mohammed auftaucht, ist 691. Ist das zu fassen, Leute? Also knapp 60 Jahre nach Mohammeds Tod? Weil, wisst ihr, was das für ein Desaster ist? Deswegen seht ihr diesen einen... Ja, der hier, ich zeige euch den mal. Sven Mohammed Kalisch. Danke, Gil. Guck mal hier. Sven Mohammed Kalisch. Hier. Der hat schon vor damals die These aufgestellt. Mohammed hat niemals existiert. Mohammed hat nicht existiert und der Koran ist nicht das Wort Gottes. Diese provokanten Thesen vertritt unser heutiger Gast im Forum am Freitag, der Islamwissenschaftler Sven Mohammed Kalisch. Sven Mohammed Kalisch. Islamwissenschaftler Sven Mohammed Kalisch. Der ist immer zum Islam konvertiert und sagt, ich tendiere eher dazu, dass Mohammed niemals existiert hat. Schaut euch das bitte an. Ist im Islam konvertiert und Professor für islamische Theologie am Zentrum für religiöse Studien in Münster, dem deutschlandweit einzigen Institut für die Religion. Genau, in Münster könnt ihr ihn kontaktieren. Der heißt Sven Mohammed Kalisch. Der ist Professor für Islamwissenschaften, der Typ. Islam. Mit Sven Mohammed Kalisch spreche ich heute in Münster über seine umstrittenen Thesen. Herr Kalisch, Sie behaupten, der Prophet Mohammed existiere nicht und der Koran sei nicht das Wort Gottes. Wie kommen Sie zu dieser These? Meine These ist sehr viel präziser formuliert. Ich sage, es ist weder die Existenz noch die Nicht-Existenz beweisbar. Ich persönlich habe eine gewisse Tendenz zur Nicht-Existenz. Habt ihr das gehört? Ich tendiere eher dazu, dass er nie existiert hat. Habt ihr das gehört von einem Islamwissenschaftler? Weil er weiß, dass Mohammed nie existiert hat. Derzeitige Faktenlage angeht, meine ich, dass man weder das eine noch das andere wirklich beweisen kann. Man kann nicht mal beweisen, dass Mohammed wirklich existiert hat. Das ist so krank. Stell dir mal vor, jemand würde zu dir sagen, man kann nicht beweisen, dass Jesus existiert hat. Wir haben historische Fakten. Jesus Christus hat gelebt. Sowohl biblisch als auch außerbiblisch. Aber über Mohammed kann man das nicht machen. Wahnsinn, ne? Wahnsinn! Allein Josephus Flavius, der Historiker Josephus Flavius, der uns über Jesus Christus erzählt, ist eine Vernichtung gegen den Islam. Und die Muslime wissen das. Was er uns über Jesus Christus erzählt, sollte Muslime sofort zu denken geben, sodass sie sofort aus dem Islam austreten und zum wahren Jesus Christus kommen. Der historisch bezeugte Jesus Christus aus der Bibel. Amen. Viele offene Fragen, über die man ergebnisoffen diskutieren muss. Aber ich glaube, beide klaren Aussagen, er hat eindeutig gelebt oder hat eindeutig nicht gelebt, kann man meines Erachtens nicht fällen. Das ist meine Position in dieser Frage. Und was den zweiten Punkt angeht, ich bin in der Tat der Auffassung, dass der Koran nicht das Wort Gottes ist, in dem Sinne, wie die traditionelle islamische Theologie sich das vorstellt, dass Gott also in einer Verbalinspiration direkt einen Text weitergegeben hat. Sie zweifeln Glaubensgrundsätze an, an die fast alle Muslime weltweit glauben. Sind Sie sich des Tabubruchs bewusst? Das ist mir völlig klar, dass dem so ist. Ich denke nur, diese Diskussionen müssen geführt werden. Wir haben einen ganz bestimmten Stand in der Religionswissenschaft, in der Religionsgeschichte, in der Philosophie. Wir müssen uns mit bestimmten Fragen auseinandersetzen. Und wenn man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt,
dann bedeutet das auch, dass wir im Bereich des Islam an ähnliche Problemzonen stoßen, wo man in der jüdischen und christlichen Theologie bereits im 19. Jahrhundert durch die historisch-kritische Methode herangestoßen ist. Und dem müssen wir uns jetzt stellen. Jetzt ist es aber so, dass ihr im Lehrstuhl bundesweit einzigartig Lehrer für den Islamkundeunterricht ausbildet. War es Ihnen vorher nicht klar, dass es Schwierigkeiten geben wird, wenn Sie nicht den Mainstream-Islam vertreten? Haben Sie Fehler gemacht? Also dieser Professor hat herausgefunden, dass man weder beweisen kann, dass Mohammed existiert hat. Und jetzt hat er natürlich diese Thesen aufgestellt und der bringt natürlich auch Beweise. Man kann weder das eine noch das andere beweisen. Das ist so krank. Das ist so krank. Und die Muslime machen einfach alles nach, was Bukhari ihnen über Mohammed übermittelt hat, ne? Und Abu'l-Bara sagt ja, es gibt ja gar keinen Zweifel über Bukhari und Muslim. Eine Quelle, die 200 bis 300 Jahre später kam. Absurder geht's gar nicht mehr, ne, ihr Lieben. Wie krank ist das Ganze denn? Wie krank? Wie krank? Wie krank ist das bitte? Wie krank? Hören wir weiter. Bis zum Jahr 691 hört man nichts über Mohammed in muslimischen Quellen. Mohammed starb im Jahr 632. Es dauert 60 Jahre, bis irgendein Araber seinen Namen nennt. Das ist merkwürdig. Ebenso findet sich keine Erwähnung von den... 60 Jahre später erwähnt irgendein Araber mal seinen Namen. Schaut euch das bitte an. Schaut euch das bitte an. Muslimen bis zum Jahr 690. Überhaupt keine Erwähnung von Leuten namens Muslime bis zum Jahr 690. Wer beherrscht denn die arabische Welt in 690? Abdel Malik. Abdel Malik kam an die Macht im Jahr 685 und bis zum Jahr 705 herrschte er. Er war es, der Mohammeds Namen einführte. Er war es, der den Namen Muslime einführte. Abdel Malik Umayyade, 648, 4. Oktober 705, in Damaskus. Auch, was steht da? Abdel Malik war einer der bedeutendsten Kalifen der Umayyaden, hat den Islam erfunden. Er war das. Dieser Abdel Malik hat den Islam ins Leben gerufen. Es gab niemals Mohammed. Wahnsinn, ne? Wie nannten sich die Leute selbst, die all diese Städte eroberten? Sie nannten sich Sarazenen, Hagerene, Ishmaeliten. Sie nannten sich selbst Muhajiruns. Sarazene ist ein Name für Araber. Die Ishmaeliten und die Hagerene. Sarazenen hießen sie, nicht Muslime oder sowas. Gab's gar nicht. Das sind Fakten. Die können die Muslime nicht einfach so weg erklären. Und der hat das in der Öffentlichkeit publik gemacht, sein Doktor, der hat ja einen Doktor, J. Smith, wo die Muslime natürlich schlucken müssen, ne, und das akzeptieren, ne, Wahnsinn. Seine Doktorarbeit, seine Thesen aufgestellt. Das sind die Erblinge, sie schauten zurück zu Abraham durch Ishmael und Hagar. Die Magraiten, das ist der Ort, von woher sie stammten. Und die Muhajirunen sind diejenigen, die im Exodus leben, die Umherziehenden, die Nomaden. So betiteln sie sich also selbst. Und in allen Dokumenten aus dem 7. Jahrhundert sind es diese Namen, die sie sich selbst geben. Nicht einmal finden wir irgendeine Erwähnung von Leuten namens Muslime bis 690. Das ist problematisch. Bis zum Jahr 691 findet sich keine Erwähnung von einer Religion namens Islam. Bis 691 gibt es nicht mal eine Erwähnung namens, also die Religion Islam. Schaut euch das bitte an. Da sehen wir, dass mit dem Islam absolut etwas nicht stimmt. Und dass das absolut vom Widersacher in die Welt gerufen wurde. Warum? Damit man die Juden und Christen und alle Andersgläubige unterdrücken und von ihnen Jizya verlangen sollte. Wahnsinn, ne? Der Islam fußt, ist eigentlich eine Vereinigung, die mörderischer nicht sein könnte, ne? Ist unfassbar. Das erste Mal auf dem Felsendom in Jerusalem erwähnt. Dort finden wir die erste Erwähnung von Mohammed als Propheten. Es wird von Abdul Malik im Jahr 691 eingeführt. Bis zum Jahr 691 wird Mohammed überhaupt nicht erwähnt. Muslime werden nicht erwähnt oder die Religion des Islams wird überhaupt nicht erwähnt. Erst 60 Jahre nach Mohammed.
Jetzt kommt der heftigste Teil. Vor 741 gibt es keine Erwähnung von der Stadt Mekka. Mohammed starb im Jahr 632. Und vor 833 gibt es keine Biografie von Mohammed. Laut den Schiiten der einzige rechtmäßige Erbe Mohammeds. Habt ihr das gehört? Bis zum 7. Jahrhundert gab es überhaupt gar keine Erwähnung von einer Stadt Mekka. Die haben das alles erfunden, dass dieser Prophet aus Mekka kommt und dass er dort geboren wurde. Absolut krank. Den Islam, habe ich euch nicht gesagt, das Internet ist eine Vernichtung für den Islam. Weil wir miteinander in Windeseile Informationen tauschen können. Da kann keiner kommen und uns täuschen. Jemand, der sich im 21. Jahrhundert durch den Islam täuschen lässt, der ist selber schuld. Deswegen sage ich es immer wieder, der Pierre Vogel, der tut mir so leid, weil jetzt hat der A gesagt, wie mein Bruder und ich euch das erwähnt haben, jetzt hat der A gesagt, aber er hat so viel Stolz, dass er das nicht zugeben kann, dass er einen Fehler begangen hat. Jetzt fährt er mit dem kaputten Auto weiter und merkt, dass das Auto einen Totalschaden hat. Wahnsinn, ne? Am Anfang sah das gut aus, aber sobald du dann damit fährst, irgendwann mal macht sich das dann bemerkbar, ne? Absolut krank, ne? Heftig. Wahnsinn, der arme Pierre Vogel. Der hat also seinen Erlöser, seinen Retter und Erlöser Jesus Christus aufgegeben für eine erfundene Religion, wo man noch nicht mal beweisen kann, dass Mohammed existiert hat und die Stadt Mekka sei im 7. Jahrhundert noch nicht mal erwähnt wurde. Das ist so krank. Ja, das ist von Dr. J. Smith. Der Cosinus hat das mal hochgeladen hier auf seinem Kanal. Der macht auch immer sehr, sehr gute Videos, lädt er hoch, die man verwenden kann. Hammer. Ich weiß nicht, wo der eine Typ hingegangen ist, der diese ganzen Videos übersetzt hat. Der übersetzt das ja simultan. Antworten für Muslime. Der hat das komplette Ding übersetzt von Dr. J. Smith. Simultan, ne? Absolut heftig. Schade. Ich hatte den damals getroffen gehabt. Habe ich mal mit ihm getroffen gehabt. Und der war am Studieren, der hatte nicht mehr so viel Zeit, die ganzen Videos weiterhin zu übersetzen. Aber irgendwie sind die auch weggekommen. Er hat nur noch einige wenige Videos auf seinem Kanal. Ich guck mal ganz kurz Antworten für Muslime. Ja, der hat nur noch diese Islamisier mich und ja, so eigentlich irrelevante Videos. Er hat die alle rausgeholt. So traurig. So gut, die ganzen Videos von Dr. J. Smith. Alle weg. Ja, aber mein Kanal hat der so angepinnt, damit die Leute meine Videos sehen. Empfohlene Kanäle, Ex-Muslime klären auf dem Mann. Nein, der ist kein Moslem geworden, Mann. Das ist ein Quatsch. Der hat bestimmt Todestraum bekommen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der hat die gesamte Debatte mit Shabir Ali und David Wood übersetzt, ne? So heftig. Warte mal, vielleicht sehen wir einen zweiten Teil von dem. Weiß jemand, wo man das ganze Video findet? Oh, danke, David. Weiß jemand, wo man das ganze Video findet von J. Smith, von Antworten von Muslime übersetzt? Schade. Ich glaube aber, einige haben das schon runtergezogen, aber wo man das findet, weiß ich nicht. Nur auf Englisch gefunden. Ja, ich habe es auch nur auf Englisch gefunden. Ich denke aber, einige Geschwister haben das runtergeladen und auf ihre Kanäle hochgeladen, aber wo?
Dann können wir das ja zusammen anhören. Mann, so wichtig das Video, ey. Hier, mein Lieblingsvideo. Willkommen zu dem Video Mohammed vs. Jesus. Das hat er alles auf seinem Kanal hochgeladen. Da waren so gute Videos, er hat die alle rausgenommen. Ey. Boah, eigentlich müssen wir unsere Schuhe rausholen und den so auf, auf seine Hände klopfen, warum er das getan hat. Ey. Werden wir den Islam nicht anhand der Taten von Muslimen, die Ungläubige im Namen Allahs abschlachten oder ihre weiblichen Gefangenen vergewaltigen oder ihre Frauen in den Gehorsam schlagen? Bewerten wir den Islam anhand der Lehren und dem Vorbild von Mohammed. Mohammed A. dachte zu einem Zeitpunkt, dass er von einem Dämon besessen war. B. versuchte mehrmals Selbstmord zu begehen. C. gab zumal Offenbarung vom Teufel übermittelt zu haben. D. beschwerte sich, ein Opfer von einem magischen Zauber zu sein. E. unterstützte seine Religion dadurch, dass er Menschen ausraubte. F. begann einen Krieg mit Mekka, obwohl er die Chance hatte, in Frieden in Medina zu leben. G. ließ Leute ermorden, die seine Religion kritisierten. H. köpfte Hunderte von Juden dafür, dass sie versuchten, sich zu verteidigen. I. befahl seinen Anhängern, jeden hinzurichten, der seine Religion verlässt. J. befahl seinen Anhängern, gewaltsam die ganze Welt zu unterwerfen. K. ließ jemanden wegen Geldes foltern. L. kaufte, verkaufte, besaß und tauschte schwarze afrikanische Sklaven. Wahnsinn. M. nannte Äthiopier Rosinenköpfe und behauptete, dass Satan wie ein schwarzer Mann aussieht. Warte mal, ich guck mal, ob ich das Video von Jay Smith finde. Jay. Jay Smith. Wo denn? Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Fehlt vor Mohammed Probleme hatte und deswegen gab uns Gott den letzten, den größten Propheten, das Siegel der Propheten. Sie sagen, dass der Koran seine Offenbarung ist, nur zu ihm herabgesandt. Und es ist die letzte und größte Offenbarung. Also jedes Buch davor wurde verfälscht. Sie würden also sagen, dass die Bibel verfälscht wurde und der Koran kam und es versiegelte. Es ist die letzte Offenbarung, wenn es zwischen diesen beiden einen Widerspruch gibt. Dann hebt der Koran immer die Bibel auf. Das findet man in der Sure 2, Vers 106 des Korans, Sure 16, Vers 101. Für das, was wir gaben, Manzuk, geben wir etwas Besseres, Nasik. Nasik abrogiert, hebt also das Manzuk auf. Wenn es also einen Widerspruch gibt, ist die Bibel Manzuk und der Koran Nasik. Laut dem Islam steht der Koran über allem, was ihm widerspricht. Deswegen ist er die letzte Religion und basiert auf Mohammeds Leben und Aussagen, welche als Sunna bekannt ist. Alles, was er sagte und tat, ist die Sunna. Zu aller Zeit ist er für alle Menschen das Beispiel zum Nachfolgen und so der Koran und seine Lehren. Schlussfolgerung: Der Islam ist also vollständig von Mohammed und dem Koran abhängig. Untersuchen wir also Mohammed und den Koran und schauen, ob die Muslime wirklich recht haben. Folgendes haben uns die Muslime erzählt und ich gebe euch jetzt den klassischen Bericht darüber, was Muslime über Mohammed sagen. Erstmal sagen sie, dass er im Jahr 570 geboren wurde und dass er dann eine Offenbarung von dem Engel Jibril empfing. Dieser Engel Jibril, ihr Lieben. Engel Jibril, der die Juden hasst. Das geht mir bis heute nicht in den Kopf rein, ne? Dieser Engel Gabriel, der genau dem Engel aus der Bibel widerspricht, der ja nicht der Feind der Juden ist. Das ist ja Blödsinn. Also Gott hat sein Volk auserwählt, die Juden, und dann sendet er auf einmal einen Engel, der auf einmal sein eigenes Volk hasst. Was ergibt das für einen Sinn? Bin Christ und absolut entsetzt, was er erzählt über Mohammed und Koran. Nein, du Lügner, du bist kein Christ. Kein Christ sagt sowas. Niemand. Das sind nur diese Euro-Shisha-Christen, so kann man die auch nennen. Euro-Shisha-Christen.
Ja, so ist das. Kein Christ, der verstanden hat, worum sich der Islam dreht, würde hier hinkommen und sagen, das, was du über den Islam sagst, ist, stimmt nicht und ist absolut böse und dies und das und jenes. Aber es gibt natürlich einige Christen, die auf die Gedanken kommen, mich hier anzumachen, ne? Weil ich den Islam, diese Finsternis expose und die Muslime aufkläre und sie zu Jesus Christus bringe. Ne? Natürlich gibt es auch diese Sparte von Menschen, ne? Die das Leid ihrer eigenen Geschwister nicht sieht, was der Islam ihnen angetan hat. Ne? So verrückte Ansichten, so verrückte blinde Augen. Absolut bösartig, absolut bösartig. Ja, das Gerechtigkeitssinn haben sie nicht mehr, ne? Sie haben keinen Sinn für Gerechtigkeit mehr. Sie lesen auch nicht, möchten auch nicht begreifen, was der Islam den Christen und Juden und alle Andersgläubigen angetan hat, ne? Sie sind da hinten in ihrer Bubble da gefangen und möchten ihre Sicht nicht für ein bisschen nur verändern, ne? Darf man als Christ Naschid hören, weil es gut klingt oder nicht? Aber was klingt denn daran gut? Soll ich dir auch ein bisschen vor singen? Meine Naschids sind auch gut. Oh, meine Naschids sind gut. Ich singe den ganzen Tag für dich. Dr. Shera Mohammed hat die beste Naschid. Amal, du bist schon wieder hier? Amal! Das kann doch nicht wahr sein. Jeden Tag ist hier. Sag mal jetzt, Amal, wenn du eine Tochter hast, würdest du deiner Tochter empfehlen, dass sie sich Al-Ikrimbic reinhämmern dürfte? Wenn du ihr sagst, ja, meine Kleine, meine Süße, wenn du unter Begierde leidest, dann haben unsere Gelehrten erlaubt, ein Al-Ikrimbic zu benutzen. Das ist wie ein Lederteil, das so geformt ist wie ein PNIS. Und das kannst du dir dann einführen. Würdest du deiner Tochter sowas beibringen? Ekelhaft. Ekelhaft. Olla, peinlich. Olla, genau. Olla. Olla. Je Olla, desto doller. Je Olla, desto doller. Amal ist jeden Tag hier, von morgens bis abends. Amal. Amal, soll ich die Kerzen anzünden oder was, Amal? Soll ich auch dementsprechend die Musik für dich anmachen, Amal? Amal, soll ich anmachen für dich? Soll ich für dich die Musik anmachen, damit das auch romantischer ist, wenn du hier bist? Wir brauchen ja romantisches Feeling hier. Romantical feeling. Amal, du bist jeden Tag hier. Jeden Tag. Jetzt mache ich für dich mal ein bisschen romantische Musik an. Denn das Licht. Amal. Amal! Amal, nimm dir deine Zeit, Amal! La 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 la. Amal, ich mach für dich Witz. Und jeden Tag ist Amal hier drin.
Nein, sie will jetzt lernen von Dr. Sheikh Abu Amin. Ach ja. So, kommen wir wieder zum Ernst der Dinge. Ein bisschen Lacherei muss auch zwischendurch sein. Gott segne dich, Amal, ehrlich. Ich hoffe natürlich, dass du eines Tages zum lebendigen Gott Jesus Christus findest und diese Religion verwerfst. Wo du sowieso schon, wo du dich sowieso schon beleidigen bist und geht nicht mehr, ne? Weil du dein Gesicht zeigst, weil du dich nicht verhüllst und nichts damit zu tun haben willst. Ja, ich will dir noch 800 Mal erwähnen, Amal. Amal, du brauchst Operation. Amal ist schon ein guter Name, ey. Astaghfirullah, niemals. Ach, du bist Muslima, ne, Amal? So wie du aussiehst, ne, es ist Muslima-like. Ja, klar, natürlich. So, wir hören jetzt weiter. Kannst du ein bisschen was lernen? Des Korans, Sure 16, Vers 101. Für das, was wir gaben, Manzuk, geben wir etwas Besseres. Nasik. Nasik abrogiert, hebt also das Manzuk auf. Wenn es ja, guck mal, ihr Lieben, seht ihr, Amal ist Alhamdulillah Muslima. Ja, also Mohammed hat gesagt, eine Frau, die sich die Gesichtsbehaarung entfernt, landet im Höllenfeuer. Und sie sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslima. Habt ihr das schon mal gesehen? Habt ihr was Verstörenderes als das gesehen? Also ich weiß nicht, sie hat ihren eigenen Euro-Islam zurechtgebastelt. Die beginnt den ganzen Tag Tabarut, zeigt ihre Körpermerkmale und sagt, Alhamdulillah, ich bin Moslem. Wie passt das denn zusammen? Ist das nicht wirklich peinlich, sich zu einer Religion zu bekennen, wo dein eigener Prophet sagt, du hast nichts mit dieser Religion zu tun? Ist das nicht peinlich, Amal? Wo dein eigenes Vorbild dich in die Hölle sehen, also, ja, dich in die Hölle am liebsten sehen würde, ne? Für dein Aussehen. Nur für dein Aussehen, das musst du dir mal vorstellen, wie traurig das ist. Dass du also deine Körpermerkmale zeigst, ist für Mohammed so das Allerletzte. Das Allerletzte. Ja. Ja, sie sind mit dem Mund sind sie einfach Muslim. Sie haben aber mit dem Islam nichts zu tun. Die Arme versteht das schon. Die Amal ist nicht dumm. Die weiß ganz genau, dass sie mit dem Islam nichts zu tun hat. Und einfach aus Tradition heraus sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslima. Aber im Herzen weiß sie ganz genau, dass sie keine Muslima ist. Sie ist so ein Traditionsmuslim. Ja, ich habe ihr schon tausendmal Anfragen geschickt, aber sie will ja nicht. Ja, ist traurig. Es ist einfach traurig. Amal ist halt schüchtern. Aber kann hier in den Kommentarbereichen rumbellen, ne? Ja, das geht auf jeden Fall, ne? Vielleicht kannst du etwas für dein Leben mitnehmen, was der Islam ist und wo der Islam herkommt und was für eine Lüge das ist. Guck mal. Also das Manzuk auf. Wenn es also einen Widerspruch gibt, ist die Bibel Manzuk und der Koran Nasik. Laut dem Islam steht der Koran über allem, was ihm widerspricht. Deswegen ist er die letzte Religion und basiert auf Mohammeds Leben und Aussagen, welche als Sunna bekannt ist. Alles, was er sagte und tat, ist die Sunna. Zu aller Zeit ist er für alle Menschen das Beispiel zum Nachfolgen und so der Koran und seine Lehren. His teachings. Na, Schlussfolgerung. Der Islam ist also vollständig von Mohammed und dem Koran abhängig. Untersuchen wir also Mohammed und den Koran und schauen, ob die Muslime wirklich recht haben. Folgendes haben uns die Muslime erzählt. Und ich gebe euch jetzt den klassischen Bericht darüber, was Muslime über Mohammed sagen. Erstmal sagen sie, dass er im Jahr 570 geboren wurde und dass er dann eine Offenbarung von dem Engel Jibril empfing, während er in der Hira-Höhle war im Norden Mekkas. Jibril kommt zu ihm und sagt, Akra, rezitiere. Und Mohammed sagt, ich kann nicht rezitieren. Er wurde erdrückt und der Engel wiederholt den Befehl.
Beispiel, das passiert dreimal. Seht ihr, das ist so krank, die Geschichte des Islams, wie sie entstanden ist. Mohammed geht also in eine Höhle, um zu meditieren oder was auch immer er dort getan hat. Und auf einmal begegnet ihm dieser Engel Jibril, angeblich der Engel Jibril, und wirkt ihn einfach zu Tode und fordert ihn auf, irgendwas zu lesen. Aber was soll er denn lesen? Ist der Engel dumm oder was? Warum macht er das überhaupt dreimal? Reicht das nicht bei einmal? Er sagt ihm doch, ich kann nicht lesen. Und dann wirkt er ihn nochmal. Und dann sagt er, lies. Und dann wirkt er ihn nochmal. Wie behin. Alles im Islam ist drei. Alles dreimal. Aber haben ein Problem mit Dreieinigkeit. Guckt das mal bitte an. Er wurde erdrückt und der Engel wiederholt den Befehl. Das passiert dreimal. Er kommt aus der Höhle raus, geht nach Mekka, erzählt es seiner Frau Khadija. Sie gibt ihm einen Test, er besteht. Sie geht zu Waraka ibn Naufal, ihrem Cousin, und er ist ein Christ. Und er verlautbart, dass er wirklich ein Prophet ist. Es ist also eine Ironie der Geschichte, dass es ein Christ war, der festlegte, dass Mohammed ein Prophet ist. So lautet ihr Bericht. Im Jahr 610 fingen dann die Offenbarungen an. Halbieren wir mal diesen Koran. Weil dieser Koran auf Arabisch ist, geht er von rechts nach links. Der erste Teil ist medinisch, der zweite Teil ist mekkanisch. Das sind die Namen. Ja, das ist jetzt einer der wichtigsten Videos, ne? Der Dr. J. Smith. Der präsentiert also seine komplette Doktorarbeit, was er alles herausgefunden hat und wie er den Islam gerade widerlegt und zerstört. Der hat den Islam absolut zerbombt. Absolut zerbombt. In der zwei Städte, in denen er lebte. Der spätere Teil aus Medina kommt als erstes und der frühere Teil aus Mekka kommt als letztes. Der medinische Teil wurde zwischen 610 und 622 offenbart. Im Jahr 621 wurde er mitten in der Nacht aufgeweckt. Er sollte auf den Rücken eines geflügelten Pferdes steigen und er flog von Mekka nach Jerusalem. Er steigt dann vom Ort des Tempeldoms in Jerusalem zu den sieben Himmeln auf und trifft Allah. Allah sagt ihm, er solle 50 Mal am Tag beten. Er geht runter in den fünften Himmel. Und Moses sagt ihm wegen der Gebetsanzahl, nein, geh wieder nach oben. Er kommt zum siebten Himmel, kommt wieder zurück und er sagt zu Moses, jetzt sind es 45. Moses sagt, immer noch zu viel. Und Mohammed ging immer wieder hin und her zwischen Allah und Moses und schließlich sind es fünf Gebete. Dann sagt Moses, fünf sind okay. Es ist also Moses, der festlegte, wie oft Muslime am Tag beten sollen. Er kommt zurück nach Jerusalem, steigt wieder auf das Flügelpferd und fliegt zurück nach Mekka. Diese Mirage geschah 621. 621 zieht er dann von Mekka nach Medina. Das nennt sich die Hijra, der Auszug, und 80 bis 200 Anhänger waren dabei. Das geschah wegen Mohammeds Problemen in Mekka. In den 10 letzten Jahren seines Lebens, von 622 bis 632, bekommt er das medinische Material, welches der erste Teil des Korans ist. Es gibt einige medinische Referenzen in dem Mekka-Teil und umgekehrt, aber so lässt sich das grob gliedern. 630 geht er nach Mekka und übernimmt die Stadt. Er kontrolliert dann diesen ganzen zentralen Teil von Arabien und er stirbt in 600. Genau so sieht's aus. Allah kann sich nicht entscheiden. So sieht's aus. Allah kann sich nicht entscheiden und dann lässt er einfach einen Menschen mit ihm verhandeln. Das müsst ihr euch mal geben. Der Mohammed ist die ganze Zeit mit ihm am Debattieren, mit dem Allah. Ja, Allah, komm, die schaffen es nicht. Du weißt das doch. Mach mal ein bisschen weniger. Komm jetzt. Mach mal von 50 auf 10, von 10 auf 5, von die und da. Das ist so heftig. 632. Einige glauben, dass er dann vergiftet wurde. Von 632 bis 634 übernimmt dann Abu Bakr und herrscht dann 2 Jahre lang. Er stirbt auf friedliche Weise. Umar übernimmt.
Jerusalem und er erobert Kairo. Die fünf großen Städte der Levante waren jetzt unter arabischen Kontrolle. Ich sage arabische Kontrolle, nicht muslimische. Warum, seht ihr später. Das geschieht unter Umar. Im Jahr 642 kontrollierten die Araber die fünf großen Städte der Levante. Von 644 bis 656 übernimmt Uthman. Er ist wichtig, da er den Koran eigentlich zusammenstellt. Er trug die Verantwortung dafür und er sah, dass es verschiedene Koranversionen gab. Also sagte er Sa'd ibn Thabit, der Sekretär von Mohammed gewesen war, den Koran nochmal zu schreiben und zu korrigieren, wenn es Probleme gibt, den Quraysh-Dialekt zu nutzen. Drei Männer sollten ihm helfen, also Werre, Al-As und Harit. Und diese vier schrieben den Koran nochmal neu und erschufen den Koran-Kanon. Da wurde der Koran schließlich niedergeschrieben. 18 Jahre nach Mohammed, wo einige Kopien vorhanden waren, hat der Osman, es sind ja in verschiedene Provinzen, sind ja verschiedene Korane hingesandt worden. Und dann die in Irak und Syrien hatten verschiedene Rezitationen, verschiedene Koranversionen. Und dann haben sie sich beschuldigt, den Koran zu verfälschen und waren kurz davor, sich zu massakrieren. Und dann hat Osman das mitbekommen, hat der Hafsa befohlen, die ganzen Kopien einzusammeln. Und dann hat er alle Koranversionen, die gefunden worden sind, hat er verbrennen lassen und hat seine eigene Version von vier Schreibern nochmal neu schreiben lassen, obwohl Mohammed ihm niemals diese Berechtigung gegeben hat und Allah ihm auch niemals diese Berechtigung gegeben hat. Versteht ihr, was für ein Dilemma sich die Muslime befinden? Wir haben also keine Abschriften von der Zeit von bevor Usman da war. Auch in den Zeiten von Usman haben wir auch gar nichts mehr. Alles wurde durch die anderen Kalifen wieder erneuert. Wir haben nur eine standardisierte Version aus Kairo aus 1924. Wisst ihr, wie peinlich die Geschichte des Islams ist? Und deswegen sagt der Dr. Yasser Qadi, there are holes in the narrative. Es gibt Löcher in der Überlieferung, die unstimmig sind, wo viele Muslime schon den Islam verlassen haben, als sie sich damit beschäftigt haben. So sieht das aus. Warum hat aber Allah seine Schrift nicht bewahrt? Weil Allah nicht Gott ist und er einfach behauptet, Gott zu sein. Das ist ja. Wir sehen, dass der Gott der Bibel sein Wort absolut und akkurat in unsere heutige Zeit gebracht hat. Aber der Gott des Islams, weil er ja nicht Gott ist, entsteht ja diese ganze katastrophale Geschichte um den Islam. Ne? Er behauptet einfach, dass er sein Wort beschützen würde vor Verfälschungen. Aber dem ist ja nicht so. Der Islam hat so viel, der Koran hat so viel unter Verfälschungen gelitten, das glaubt ihr gar nicht. Ne? So viel. Geschrieben, 18 Jahre nach Mohammed. Der Koran war bis zu Mohammeds Tod noch nicht niedergeschrieben worden. Zur Zeit Uthmans wurde er niedergeschrieben. Sehr wichtig. Das Jahr 656. Merkt euch das. Mitte 7. Jahrhundert. Er wird getötet und Ali kommt an die Macht. Herrscht nur für 5 Jahre. Ali ist der Adoptivsohn von Mohammed. Laut den Schiiten der einzige rechtmäßige Erbe Mohammeds. Die Zeit von 624 bis 691 wird die Zeit der rechtgeleiteten Kalifen genannt. Diese 40 Jahre, das ist der Anfang des Islams, die goldene Zeit des Islams. Das ist der klassische Bericht. Ich habe euch den Überblick gegeben und ich hätte viel mehr Dinge erwähnen können, aber das haben uns Muslime 1400 Jahre lang erzählt. Oh, nicht 1400 Jahre. Ich korrigiere mich. 1200 Jahre. Warum sage ich das? Kennt jemand einen anderen Bericht? Das wurde einem beigebracht, stimmt's? Das wird euch in der Schule beigebracht. Das wird allen Muslimen beigebracht. Und in jeder Schule findet sich dieser klassische Bericht. Und es gab keinen Grund, das anzuzweifeln, denn eine andere Geschichte kannten wir nicht. Aber schaut euch an, von wem wir diesen Bericht bekommen. Die meisten von euch wissen vielleicht nicht, dass das meiste, was wir über Mohammed wissen, in der Biografie Mohammeds, genannt Sirat Rasul Allah, niedergeschrieben wurde. Die erste Person, die es niedergeschrieben hat, war Ibn Ishaq.
Let me just get this thing working. I hope I can get it. Da ist Ibn Ishaq. Schaut auf seine Jahreszahl. That's das Jahr 765. Erst im Jahr 765 wurde die erste Biografie über Mohammed niedergeschrieben. Er starb im Jahr 632. Seht ihr das Problem? Die ersten Aussagen des Propheten, also die Hadithe, das ist enormes Material, 600.000 Hadithe, und sie wurden einem Mann namens Al-Bukhari gegeben. Al-Bukhari dies right here. Und Al-Bukhari stirbt im Jahr 870. Wenn Mohammed nicht lesen und schreiben konnte, wer schrieb den Koran dann? Seine Schreiber, er hatte ja verschiedene Schreiber dort. Er hatte christliche Schreiber, er hatte seinen eigenen Schreiber namens Abdullah ibn Abisar, der ihn entlarvt hat als einen falschen Propheten. Das findest du in Surat Al-Mu'minun, Sure 23, Vers 11 bis 14, wo er Mohammed exposed hat als ein falscher Prophet. Und der Satz von Ibn Abisar ist heute immer noch im Koran drin. Wahnsinn. Und das findest du in Sure 6, Vers 93, Asbab al-Nuzul. Ich habe das auch in meiner WhatsApp-Gruppe eindeutig für die Leute nochmal niedergeschrieben, damit sie verstehen, was es da damit auf sich hatte mit den Schreibern von Koran. Wahnsinn. 870. Die ersten Hadithe werden von ihm niedergeschrieben. Oh, wartet, habe ich gesagt, dass Ibn Ishaq als erstes seine Biografie schreibt? Das ist wahr, aber wir haben nichts von Ibn Ishaqs Material. Wir stützen uns auf Ibn Hisham, 833. Er war ein Schüler von Ibn Ishaq und aus dem, was Ishaq ihm gab, nahm er das raus, was er nicht mochte und ließ drin, was er mochte. Was wir von Mohammed wissen, kommt von Hisham. Das Datum ist 833 und Mohammed starb im Jahr 632. Seht ihr das Problem? Bukhari wirft ebenfalls aus den 600.000 Aussagen das raus, was er nicht mag, und behält nur 7.397. Er wirft also 89% raus, behält nur 2%. Das sind die 9 Bände von Bukhari. Aber das geschieht im Jahr 807. Ja, genau. Da möchte ich nicht wissen, was er nicht mochte. Wahnsinn, ne? Er hat also nach Lust und Laune so entschieden, ja okay, das passt mir nicht, das passt mir, das passt mir nicht, das passt mir. Ja, wie hat er denn die ganzen 600.000 Hadithe denn kontrolliert, die ganzen Überlieferungsketten? Er muss sich also Zeit genommen haben. Wie hat er sich denn Zeit genommen? Allein diese Vorstellung ist ja schon absolut absurd. Stell dir mal vor, er nimmt sich für einen Hadith 5 Minuten nur Zeit und das ist ja so... realistisch, so sich 5 Minuten Zeit zu nehmen oder 10 Minuten Zeit zu nehmen. Bei 600.000 Hadithen 5 Minuten bis 10 Minuten, weißt du, was das für eine Zeit ist? Das ist so krank. Du musst ja akribisch vorgehen, du musst also herausfinden, wer waren die Überlieferer, was weißt du über sein Leben und. Was ist das überhaupt für eine Aufgabe? Warte So. Immer diese Hetzerlache. Wo ist Alexa antwortet, wo ist mein Bruder hin? Wo ist dieser Abu Rezman hin? Abu Rezman. Alexa antwortet, wo ist mein Bruder Abu Hetzerei hin?
rechnerisch bräuchte er 2000, wenn er sich pro Hadith 5 Minuten nehmen würde. Was? 2000 was? Rechnerisch bräuchte er 2000 Jahre, wenn er sich pro Hadith 5 Minuten nehmen würde. Ja, genau. Habe ich euch das nicht gesagt? So eine Zahl ist das ungefähr. Genau. Ohne Schlaf, 24 Stunden, genau. Seht ihr jetzt, wie behämmert diese ganze Bukhari-Geschichte ist? Wenn Muslime ihre Seele einfach so jemanden anvertrauen, wo die Überlieferung schon ein einziges Desaster ist. Siehst du, sehr gut gemacht. Gerettet, Yeshua, ja. So ist das. Wenn er sich nur 5 bis 10 Minuten Zeit nimmt, dann bräuchte er 2000 Jahre, bis er fertig ist mit dem Ganzen. Bei 600.000 Hadithe. Wahnsinn, ne? Boah. Ja, aber Al-Bukhari hatte natürlich göttliche Fähigkeiten, ist ja klar. Der hat das sogar im Schlaf gemacht, 24 Stunden, er war Zeitreisender. Bukhari war ein Zeitreisender. Er hat Albert Einstein gekannt und hat die Relativitätstheorie in die Tat umgesetzt und hat eine Zeitmaschine gebaut, wo er dann anfing, vor 2000 Jahren schon dann die Überlieferung sich anzugucken. Das ist Islam. Versteht ihr jetzt, warum man den Islam ablehnen muss? Absolut ablehnen muss. Absolut nicht vertrauenswürdig. Man kann dieser Religion absolut nicht seine Seele anvertrauen. Wenn man nur herausfindet, dass Bukhari 600.000 Hadithe sich begutachtet hat. Wie geht denn sowas? Du machst dich unbeliebt. Amal, komm, ich bitte dich. Du musst doch ein wenig dein Gehen, du bist doch eine schlaue Frau. Du musst dich doch ein wenig mit dem Islam auseinandersetzen, sodass du erkennst, dass der Islam eine einzige Katastrophe ist. Und dass deine einzige Möglichkeit auf Rettung im Herrn Jesus Christus ist, meine Liebe. Habe ich, mein Lieber. Ja, wie erklärst du dir das denn, dass dein Imam Bukhari 600.000 Hadithe begutachtet hat und wir geben ihm einfach nur mal 5 bis 10 Minuten Zeit, um sich ein Hadith mal anzugucken. Weißt du, wie lange er gebraucht hat? Fast 2000 Jahre braucht er dafür. Verstehst du nicht, dass da etwas nicht stimmt? Ja, gut, Amal, Hauptsache du bist hier drin und lernst etwas. Vielleicht. Bände von Bukhari. Vielleicht geht aber er dein das Gehirn geschieht im Jahr 870, 240 Jahre später. Sprechen wir. Ja, genau, gerettet Yeshua, genau. 600.000 Hadithe, genau. 600.000 Hadithe. Da kann ja jemand eine Rechnung von euch machen. 600.000 und dann die Minutenzahl auswählen. Da kommst du auf die Jahreszahl dann drauf. Monate und Jahre dann. Da kannst du dir davon ausgehen. Und dann müssen wir ihm auch noch großzügig auch Pausen geben. Er muss ja auch schlafen und alles. Das muss ja auch noch berechnet werden. Ja, super. Über den Tafsir. Um den Koran zu verstehen, braucht man Kommentare. Und diese wurden zuerst von Al-Tabari niedergeschrieben. Das war im Jahr 923. Der erste Tafsir, der geschrieben wurde, der von Al-Tabari, wurde im 10. Jahrhundert geschrieben. Rücken wir das mal ins rechte Licht. Alles, was wir über Mohammed wissen, über sein Leben, so wie der Islam begann, wird erst zu diesem späteren Zeitpunkt geschrieben. 200 bis 300 Jahre später. Beunruhigt euch das? Das sollte euch alle beunruhigen.
200 Jahre. Und was geschah? Warum brauchte man 200 Jahre, um seine Geschichte niederzuschreiben? Warum brauchte man 240 Jahre, um seine Aussagen aufzuschreiben? Und von wo haben sie es genommen? Keiner von diesen Leuten kannte Mohammed persönlich. Bukhari von Bukharistan, das liegt im heutigen Irak. Tabari von Tabaristan, das liegt im heutigen Iran. Diese Leute lebten hunderte Jahre später und hunderte Kilometer weit weg. Worauf haben sie sich gestützt? Sie stützten sich auf sogenannte mündliche Überlieferungen. Schauen wir uns Jesus an. Wir haben 4 Biografien über Jesus: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wir wissen. Ja, aber das Problem ist bei 100, bei 11 Jahren, bei 10 Minuten, das ist aber 24 Stunden durchgängig. Er muss also 24 Stunden das Ganze gemacht haben. Das ist das Problem, ja. Und er braucht ja irgendwie auch Schlaf, der Bukhari. Das ist so krank. Der war also 24 Stunden die ganze Zeit nonstop die ganzen Sachen am Gutachten. Was ist das denn bitte, Mann? Der hat also 11 Jahre nicht geschlafen, der Bukhari. Pep! Der hat sich was gegönnt, der Bukhari. Das ist ja das Kranke, was man beachten muss. Bei 600.000 Hadithe, da kommst du auf eine Summe, das ist ja unglaublich, wenn er 24 Stunden am Tag sich Zeit nimmt dafür. Das ist so krank, ey. Aktikamel aktiviert Abwehrgriff, aber schnell. Ja, hören wir mal weiter. Ich glaube, ein Ex-Muslim hat das Ganze mal ausgerechnet. Er hat das Ganze dann berücksichtigt und das war ausgerechnet. Ex-Muslim, Bukhari. Ob ich das hier finde, das ist sehr wichtig. Der hat das sehr gut. N, hat es 6? Warte mal. Thank you.
sagt er. Heute reden wir darüber, wie unrealistisch die Geschichte der Hadith-Niederschrift von Bukhari ist. Guck mal, was der eigene wusste. Einer der wichtigen Gelehrten aus dem Mittelalter oder aus dem frühen Mittelalter ist eben Ibn Hajar al-Asqalani. Er ist die Grundlage für die Hadith-Wissenschaften, also die Wissenschaften, wo es darum geht, dass man eben Aussprüche einordnet, klassifiziert, im Inhalt bewertet oder die Überliefererkette und so weiter und so fort. Ibn Hajar al-Asqalani lebte oder wurde geboren im 14. Jahrhundert, starb im 15. Jahrhundert. Er war ein Qadi von Ägypten, also ein ranghoher Beamter, der Vorsitzende Richter, und seine Ausbildung war schafiitisch geprägt. Am Anfang des 15. Jahrhunderts schrieb Ibn Hajar an seinem berühmtesten Werk Fathul Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Bukhari ist die wichtigste Quelle neben dem Koran für die Sunniten, weil er angeblich nur authentische Aussprüche enthält. Das heißt Aussprüche, von denen wir angeblich sicher sein können, dass sie wirklich so vom Propheten geäußert wurden oder dass die Geschichte über den Propheten stimmt. Jetzt seht ihr einen Ausschnitt aus dem Werk aus Seite 9 von Fathul Bari, wo gewisse interessante Aussagen stehen. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Ihr könnt den Araber eures Vertrauens fragen oder sonst eine Übersetzung holen. Aber ich werde das kurz zusammenfassen, wo ich finde, dass das wirklich unglaubliche Aussagen sind. Erstens, er schrieb nur 3000 Seiten. Zweitens, der Grund für seine Sammlung ist ein Traum, worin er den Propheten sieht. Drittens, das ist so krank. Vor jeder Niederschrift wusch er sich, also er machte Wudu, die rituelle Gebetswaschung, und betete zwei Raka, also zwei Einheiten. Viertens, aus 600.000 Aussprüchen wählt er gerade mal 1% aus. Seht ihr? Also, um es genau zu sagen, er siebte 592.725 Aussprüche aus und den Rest betrachtete er als authentisch. Es ist so krank, ey. Fünftens, und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, er schrieb nicht einmal alle authentischen oder sahih Überlieferungen auf, sondern ließ noch weitere aus, weil er befürchtete, wenn er alle aufschreiben würde, dass das Buch sehr groß und sehr lang werden würde und für die Menschen viel zu schwierig sei, um zu verstehen. In anderen Worten bedeutet dies, dass Bukhari nicht einmal alle authentischen Überlieferungen niedergeschrieben hat, sodass wir nicht die gesamte Wahrheit kennen. Wir müssen zuerst ein bisschen genauer sein. Also wir müssen ein bisschen so herausfinden, wie können wir das überhaupt bewerten. Also beginnen wir einfach mal mit den einfachsten Annahmen. Sagen wir, Bukhari besaß eine außergewöhnliche Menschenkenntnis. Das heißt, er konnte einfach dorthin die Person treffen und er wusste in kürzester Zeit sofort, okay, diese Person ist zuverlässig, diese Person ist weise, diese Person ist bei Verstand und hat ein sehr gutes Erinnerungsvermögen. Darüber hinaus gehen wir auch davon aus, dass er sehr schnell reisen konnte, das heißt, er verlor nicht viel Zeit, er hat seine Route so eingeplant, dass er wirklich wusste, okay, wenn ich zuerst hier gehe und dann dort und dann diese Person suche, dann verliere ich nicht so viel Zeit. Und gleichzeitig diskutierte er auch nicht lange mit den Personen und der nächste wichtige Punkt ist auch, Bukhari hatte seine Hadith-Klassifizierung, also seine Methodik, wie er die ganzen Sachen wirklich komplett durchleuchtet, bereits perfektioniert. Das heißt, er musste sich da nicht mehr drum kümmern. Nehmen wir mal an, dass er für die Überprüfung der Überliefererkette, also der Isnad, und für die Überprüfung des Inhalts, also der sogenannten Matten, und das Reisen, das Beten, die Waschung und so weiter und so fort, dass er all das innerhalb von einer Stunde, also durchschnittlich einer Stunde erledigt. Wenn jetzt, also der Bukhari muss ja gereist sein, um die Leute ja zu treffen, mit ihnen zu reden und alles Mögliche und dann niederzuschreiben. Er muss sich also immer vorher waschen und so.
Stell dir mal vor, du gibst ihm so eine Stunde Zeit dafür. Bob, guck dir das mal bitte an. 600.000 Aussprüche nehmen, dann haben wir 600.000 Stunden. Und bei 600.000 Stunden haben wir dann umgerechnet, ein Tag hat 24 Stunden, das haben wir also 25.000 Tage. 25.000 Tage? 25.000 Tage, was bedeutet das? Also ich, das sind irgendwelche Zahlen. Wir müssen das in Jahren mal anschauen. Deshalb kommen wir dann bei der Rechnung auf 68,5 Jahre. Wie kann man sich das vorstellen jetzt? Man sollte mal sich darüber Gedanken machen, dass er dabei weder schlafen durfte, das noch beten das. Durfte, also sonstige Gebete, weil er war ja Moslem, also ja. Fasten, nicht pilgern. Das ist krass. Sonst nichts machen, also auch nicht studieren. Seht ihr, der Bukhari war ja dann nur damit beschäftigt, irgendwie die Sammlungen ja akribisch zu untersuchen, mit sich mit den Leuten zu unterhalten, sich immer wieder zu waschen, Gebete einzuhalten. Wie hat er das denn gemacht? Das ist ja unmöglich. Er muss also 68 Jahre lang durch... das Ganze durchgeschaut. Versteht ihr nicht, wie behindert Bukhari und Muslim und diese ganzen Zeugs ist? Allein da auf die Schliche zu kommen, das ist so krank. Das ist ja eine Aufgabe, die kannst du ja gar nicht so erledigen. Du musst ja göttliche Fähigkeiten haben. Auch dann geht das nicht, weil Bukhari, da muss ja Bukhari ein göttliches Wesen sein. 68 Jahre lang durchschauen. Bukhari war X-Men. Der war ein Super Marvel Hero. Ist das krank? Guckt euch das wieder an. Und er musste Arabisch lernen. Er war ja selber kein Araber. Der war gar kein Araber. Alles, das konnte er nicht machen. Er hatte sich nur um die Hadith Niederschrift Ach, zu kümmern. Du Heilige. Jetzt ist aber sehr interessant herauszufinden, dass Bukhari selbst laut geschichtlicher Überlieferung nur 60 Jahre gelebt hat. Von 810 bis 870. Aber Bukhari hat nur 60 Jahre gelebt. Aber wenn wir das sonst betrachten, dann muss er aber 68 Jahre lang das ganze 24 Stunden ohne Pause die ganzen Hadithe begutachtet haben. Versteht ihr nicht, wie behindert diese ganze Geschichte um den Islam ist? Das ist eine erfundene Religion für Dummköpfe, Mann. So hart ausgedrückt, aber es ist wirklich so. Sobald du dir Gedanken machst darum, wirst du sehen, dass der Islam in sich zerfällt, zerbombt. Die ganzen Araber verlassen den Islam. In der arabischen Welt hast du ja gehört, die Ex-Muslime uns ja berichten. Die Arabisch sprechen können, sie verlassen den Islam im Stillen. Nur hier in Deutschland ist es so, in Europa fühlen sie sich für etwas Schönes, etwas Gutes. Das ist das. Es wertet sie auf. Guck mal hier. Gesamtes Leben reicht ja nicht aus. Ja, warum sage ich das, TC? Warum sage ich das? Du musst ja wirklich den Verstand verloren haben, wenn du das akzeptierst, dass Bukhari 68 Jahre lang durchgehend die Hadith überprüft hat, ohne sich mit sich zu waschen, Gebete zu machen und so. Wie hat er das denn gemacht? Ist er ein göttliches Wesen oder was? Also, du musst also wirklich nicht mal hier alle Tasten im Schrank haben. Nicht mal erwähnt, dass er noch andere Bücher geschrieben haben soll, dass er noch andere Sachen gemacht hat und so weiter und so fort. Und deshalb ist es so unglaublich unrealistisch, wenn man davon spricht, dass er sage und schreibe 600.000 Aussprüche gesammelt hat und aus diesen 1% aussortierte. Geisteskrank. Vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt und falls ihr euch mehr... Geisteskrank. Das ist so heftig. Über die Verfälschung des Korans. Ah, guck mal hier. Bevor Muslime jetzt hier weglicken oder auf Dislike drücken, Mathematik der jeweiligen Punkte tief eingehen. An sich überhaupt eingehen. In Kapitel 2 gehen wir davon ab, innerislamische Beweise, werden wir die sonstigen Themen behandeln. Da hat das sehr gut gemacht. Das ist ein albanischer Ex-Muslim, ein Albaner, der abgehauen ist vom Islam.
aufgrund von diesem ganzen Wahnsinn, was er herausgefunden hat. Der macht das sehr gut. Der macht das sehr gut, dieser Junge. Der macht das sehr gut. Die Vereinbarung von heutigen Wissensstand im Vergleich zum Koran, wie zum Beispiel Biologie oder Astrophysik. Ich meine, jeder von uns kann ja eine Religion erfinden und behaupten, er hat Nachrichten von Gott oder von einem Engel bekommen. Deswegen müssen wir jetzt nachforschen und analysieren, ganz objektiv und verspottet. Sein Volk, die Quraysh, haben ihn in dem Monat ab. Ich will zu den, Ich lese, so fängt es ja schon mal an. Plus zusätzlich die Konsonanten da. Zum zur Zeit. Die friedlichen Verse des Korans, ab Sura 9, ab. Ich wiederhole mich. Ja, doch sind beiden aber weg. Er hat nämlich alle Koranversionen genommen und sie alle samt verbrennen lassen. Er wollte einen einheitlichen Koran erstellen. Doch er war kein auserwählter Mohammed. Zusätzlich hatte sein Koran 114 Suren, währenddessen beispielsweise gesagt, ihr habt es richtig gehört. Ich will, dass zu einer gewissen Stelle kommt. Das will ich, damit ihr das hört. Ich spule das die ganze Zeit vor. Denn nicht mal Abschriften, okay, es bin ich der ist, weil er hat ja die Abschriften gemacht, die ihr Hauptautorität sagt. Nicht. Und das ist die einzige Quelle, die es gibt. Wenn ich euch das jetzt nur erzählen würde, würdet ihr mir nicht. Ja, das there is in it today. Hierbei bedienen wir uns unabhängigen islamischen Fakten der Archäologie. Er hat das irgendwo mal erwähnt gehabt hier in diesem Ding. Dabei bediene ich mich die Hadith-Sammlung von Sahih al-Bukhari. Ah, hier, pass auf. Ich werde das Kapitel im Schnelldurchlauf durchgehen, weil es hier eigentlich um den Koran geht. Doch hierbei zeige ich euch jetzt durch kurze, knackige Fakten, dass Sahih al-Bukhari ein guter Albaner, ein sehr guter Albaner. Doch zuerst zu den Fakten, die feststehen, auch innerislamisch. Dabei berufe ich mich auf das Buch Fathul Bari. Und hier steht geschrieben, erstens, er schickt nur 3000 Seiten. Zweitens, der Grund seiner Sammlung war von einem Traum, worin er den Propheten sieht. Drittens, vor der Niederschrift wusch er sich, also machte Wudu die rituelle Gebetswaschung und betete zwei Raka, also zwei Einheiten. Nicht vergessen. Viertens, ihr müsst euch vorstellen, der Bukhari, wenn der sich einen Hadith begutachtet hat, hat er zwei Rakat gebetet. Und zwei Rakat sind immer so, er muss sich vorher waschen. Und dann sind so zwei Rakat, sind glaube ich in 5 bis 10 Minuten dann gemacht. Guck mal hier. Aus 600.000 Ausbrüchen mal 1% aus. Also um es genau zu sagen. 0,5. 592.725 Aussprüche. Und diesen kleinen Rest hat er als authentisch angenommen. Ob da schon nicht die ersten Fehler entstanden sind? Ich meine, 600.000 sind ganz schön viel. Fünftens, Bukhari schickt nicht mal alle Hadith-Sammlungen aus. Er befürchtete, dass es viel zu viele werden und die Muslime dadurch überfordert werden. Ja. Also, wir haben jetzt die Zahl 600.000. Mit der können wir jetzt erstmal nicht viel anfangen. Doch, erstens, jeder dieser Aussprüche muss kontrolliert werden. Es muss ein Zeugen gefunden werden und es muss anhand der islamischen Theologie auch bewiesen werden, dass es sahih ist. Zweitens, er musste sich davor waschen, also eine Gebetswaschung machen, plus er hat zwei Gebete pro Prüfung gemacht. Genau, also pro zwei Rakats. Zusätzlich musste er auch reisen werden, Verrückter. Mal musste er dahin, mal hierhin, mal hunderte Kilometer nach dort. Und das müsst ihr euch vorstellen, bei 600.000 Ausschüssen von einer einzigen Person. Anders gesagt, stellt euch mal vor, ganz unrealistisch, aber wir machen das zugunsten der Muslime trotzdem, dass er die Waschung, die zwei Gebete, das Reisen, das Kontrollieren der Aussprüche und die Zeugenaussagen alles perfektioniert hat und wirklich eine Routine entwickelt hat. Und dann guckt euch das bitte an. Dann muss er wieder eine Waschung vollziehen. Dann muss er wieder zwei Rakaten beten und die Zeugenfindung.
alles, hat er so, da muss er das alles machen. Und jetzt geben wir den Muslimen mal bei, ja, also so eine realistische Zahl, also dass man ihnen auch entgegenkommt. Stell dir mal vor, er braucht dafür eine Stunde. Nur eine Stunde braucht er dafür. Guck mal hier. Plan, ein Reiseplan entwickelt hat, dass er wirklich es schafft, einen Ausspruch pro Stunde hinzubekommen. Was komplett, also wirklich komplett. Und aber wir schenken Muslimen jetzt diese Zeit. Genau, weil wir müssen ja sagen, wenn er reist, wenn er dies alles macht mit Beten, Waschen, hat er natürlich 4, 5, 6 Stunden auf dem Buckel. Aber wir machen das so, dass die Muslime ja denken, ja okay, geben wir den mal eine Stunde, den Bucher, die Zeit. Das ist viel zu wenig. Das bedeutet, von 600.000 Ausspüchen, wenn wir das hochrechnen in Tagen, wären das 25.000 Tage. In Jahren wäre das 68,5. Wir runden sogar ab auf 68. Komm, das schenken wir euch auch noch. Das bedeutet, er darf 68 Jahre lang am Stück nicht essen, nicht trinken, keine Kindheit gehabt haben, weil er durchgehend nur noch Hadith sammeln musste. Nicht 5-mal am Tag beten, keine Pausen haben. Seht ihr jetzt? Einfach gar nichts. Seht ihr? Von der Bukhari müsste somit, wenn man ihm eine Stunde Zeit gibt, einen Hadith zu kontrollieren, bräuchte er ohne Pause 68 Jahre, ihr Lieben. Der Islam ist eine Katastrophe, Mann. Man kann dieser Religion absolut nicht seine Seele anvertrauen, Mann. Jetzt versteht ihr, warum ich sage, man muss ein Dummkopf sein, um im Islam drin zu bleiben. Du musst ein Dummkopf sein. Wenn man Imam Bukhari, die wichtigste Quelle nach dem Koran, wo die Muslime sich darauf berufen, wo ihr ganzes Leben drauf fußt, wie Mohammed gelebt hat, wenn man ihm nur eine Stunde Zeit gibt, kommen wir auf eine Zahl, die alles übersteigt, ist ja krank. Er muss also 68 Jahre lang nichts anderes getan haben, 24 Stunden lang nur Hadithe auszuhören. Ihr bitte guck mal lachen. Du musst nicht mal alle Tasten im Schrank haben, Mann. Guck hier mit vollster Autorität. Du musst nicht mal mehr alle Tasten im Schrank haben, wenn du das glaubst. Das kann doch nicht mehr dein Ernst sein. 68 Jahre, wenn man ihm eine Stunde, und das ist unrealistisch. Stell dir mal vor, man gibt ihm 8 Stunden Zeit, was natürlich etwas realistischer ist. Aber zugunsten der Muslime haben wir dem eine Stunde Zeit gegeben, damit er das ungefähr hinbekommt. Das ist heftig. Ich gehe wieder auf Inkognito, bevor ich hier alles kaputt mache. Versteht ihr jetzt, warum ich die ganze Muslime, die mir leid tun, wie meine ehemaligen Glaubensgeschwistern, mir so dermaßen leid tun, weil sie so in dieser Religion gefangen sind und das nicht begreifen. Sie nehmen sich gar keine Zeit, darüber mal nachzudenken. Der gemurrt bis zum Tod nur am Hadith zusammen. So übertrieben nehmen wir das Beispiel. Und Leute, nicht einmal dann hätte es zeitlich hingehauen. Bukhari ist mit 60 gestorben. Ja. Bukhari hat nur 60 Jahre gelebt. Wie hat er das denn gemacht? Der muss von Babyalter die ganzen Hadithe gesammelt haben und losgelegt haben. Seht ihr nicht, wie verrückt das Ganze klingt? Also Bukhari konnte als Baby schon dann schreiben und reisen, ne? Und dann hast du einen Hansi, der den ganzen Tag nur mit Kamelurin beschäftigt ist. Ja, das hat der Bukhari ja mitgegeben. Damit die Muslime ja schön sehen, dass Bukhari recht hat. Ja, Kamelurin ist auf jeden Fall gut zu empfehlen. Absoluter Wahnsinn, ihr Lieben. Jeder einzelne Muslim, der aus dem Islam austritt und eine Entscheidung für Jesus Christus macht, er hat die beste Entscheidung seines Lebens getroffen. Von 1 Million schlechter Entscheidungen ist das seine beste Entscheidung, und zwar für den Herrn Jesus Christus. Und raus aus dieser Lüge Islam. Ja, genau. So heftig. Ist das zu fassen, ihr Lieben? Bei 600.000 Hadithe
Da muss er 2 Rakats beten, da muss er sich waschen, da muss er mit den Leuten reden, da muss er reisen und wir geben ihm unrealistische 1 Stunde dafür. Und wenn wir ihm 1 Stunde geben, dass er das ausperfektioniert hat und dass er das alles so perfekt hingekriegt hat, kommen wir auf eine Zahl von 68 Jahre ohne Pause. Ja, sag mal, tickt ihr noch richtig oder was? Ja, was hat er mit dem Rest der Hadithe gemacht? Er hat sie, glaube ich, in Al-Ekrimbic reingepfeffert. Ohne Schlafen, ihr Lieben, ohne Schlafen. Deswegen habe ich gesagt, er hat also sich die Relativitätstheorie von Albert Einstein zu eigen gemacht, hat eine Zeitmaschine gebaut und hat schon mal alles vorbereitet. Er war schon mal dort, hat mit den Sahaba geredet und dann haben wir das natürlich, hat er es hingekriegt. I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes, I'm invisible, I'm a na-na-na-na. Auf ihn geht dieses Lied. I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes, I'm invincible. Ist das krank? Das kannst du keinem erzählen, ey. Wie peinlich das ist, ne? Wie peinlich. Nur Muslime brauchen sich 5 Minuten Zeit zu nehmen, um diese Religion ein für alle Mal beiseite zu legen. 5 Minuten. Sogar bei dieser unrealistischen Rechnung, die wir gemacht haben, zugunsten der Muslime, mit so viel Zeit haben wir Bukhari gegeben und nicht mal dann hätte er es geschafft. Ja, und das Traurigste kommt ja eigentlich noch immer zum Schluss, ja? Ich meine, heutzutage besitzt keiner mehr Bukhari oder Sahih Muslim. Genau so sieht's aus. Diese Hadith-Sammlungen sind verschwunden. Es gibt wieder einmal nur Abschriften von Abschriften von Abschriften von Abschriften. Ja. Doch Bukhari und Sahih Muslim existieren heute nicht mehr als Original, als Urtext. Tja, Leute, das war Kapitel 6. Wir sehen uns jetzt wieder bei der Koranzerstörung eng. Habt ihr das gesehen, ihr Lieben? Habt ihr das gesehen? Wenn man dem Bukhari 1 Stunde Zeit gibt, um das Ganze dann durchzuziehen mit seiner ganzen Gebetswaschung und Reisen und Rakats beten und habt ihr nicht gesehen, ne? Dann kommen wir auf eine Zahl, wenn er 24 Stunden lang durchgepaukt hat. Und das ist ja unmöglich. Ein Mensch braucht ja Schlaf, der muss ja essen, der muss ja trinken. Er muss also nonstop die Hadithe sich begutachtet haben, die ganze Zeit sich gewaschen haben und Rakats gebetet haben. Und ja, dann gehen wir auf eine Zahl von 68 Jahren. Aber Bukhari hat nur 60 Jahre gelebt. Versteht ihr jetzt, warum ich weinen könnte um die Muslime? Warum ich den ganzen Tag weinen könnte um die Muslime? Versteht ihr jetzt, warum sie einem nur leid tun können? Warum sie einem nur dermaßen leid tun können? Und dass es hier Deutsche gibt, die sich für den Islam entscheiden, so wie der Pierre Vogel. Was meint ihr, wie der Typ mir leid tut, der arme Pierre Vogel? Er wollte also seinen muslimischen Kollegen und sowas wollte imponieren und wollte so zum Islam konvertieren, weil das so Mode war damals. Und dann war er ja so Boxer und hat er gesehen, Muhammad Ali ist zum Islam konvertiert und das ist sowas Tolles und so, ne? Ja. Und da hat er natürlich diesen Wagen gekauft, hat sich von irgendjemandem Gehirn waschen lassen. Und dann hat er festgestellt, dass der eigentlich mit einem kaputten Wagen durch die Gegend fährt. Was gerade in unserer Zeit jetzt, ja, komplett auseinanderbricht. Genau, und dann kam Amir, wo ich ihm gesagt habe, ein Iraner gab dir deine Religion, Imam Bukhari, Tabari und so, und ein Iraner nimmt dir auch wieder deine Religion weg. So einfach ist das. Ja, die Muslime, die mir zuhören, die können ihn ja danach fragen. Die können ihn ja einfach so mal fragen, ja, Pierre Vogel, wie erklärst du dir das denn, dass Imam Bukhari 600.000 Aussprüche, also Hadithe vor sich hatte und er also reisen musste, er 2 Rakats betete, er Gebetswaschungen einhalten musste
und mit den Leuten reden musste und alles Mögliche. Und wenn wir ihnen unrealistisch auch nur eine Stunde Zeit geben, um das Ganze zu machen, nur um dir entgegenzukommen, da kommen wir auf eine Zahl, dass er 24 Stunden die ganze Zeit Dauer am Nachprüfen war, am Reisen war, am Beten war, kein Schlaf hatte, kein Essen hatte und dafür 68 Jahre lang, ja, erst in 68 Jahren fertig war damit. Aber Bukhari hat doch nur 60 Jahre gelebt. Seht ihr, wenn die Muslime nur sich 5 Minuten Zeit nehmen, so hast du ein Tsunami der Apostasie. Tsunami der Apostasie. Und das sagte der Bilal Philips. Ja, der Pierre Vogel folgt dem Bilal Philips. Diesen Afrikaner, der zum Islam konvertiert ist. We have a tsunami, an avalanche of apostasy. Und das wird unsere Community treffen wie ein Tsunami. Bumm! Weil die Muslime nicht, das nicht aufhalten können wegen dem Internet. Das Internet ist die größte Waffe gegen den Islam. Und ich danke Gott, dass wir wenigstens das Internet nutzen können, um positive Dinge auch hier auf der Welt den Leuten mitzugeben. Und dass wir unsere Gehirne wieder einschalten können. Amen. Amen. Mögen noch so viele Muslime wie möglich aufwachen aus ihrem Tiefschlaf. Aus ihrem Tiefschlaf. Es ist geisteskrank, wenn ich darüber nachdenke, ne? Wenn ich darüber nachdenke, das ist so krank. So, wir hören uns wieder ein bisschen Jay Smith an. Jesus' life, right? Matthew, Mark, Luke and John. Wir wissen, dass drei von ihnen innerhalb von 40 bis 50 Jahre nach seinem Tod geschrieben wurden. Johannes wurde etwa 60 Jahre später geschrieben. Aber wir wissen, dass Johannes ein Augenzeuge von den Geschehnissen in seinem Text war. Matthäus war auch ein Augenzeuge und Markus und Lukas erhielten Material von Augenzeugen. Wir haben also vier Zeugnisse, vier Biografien über Jesus Christus, geschrieben entweder von denen, die zusammen mit Jesus gewesen waren, oder sie erhielten Material von Leuten, die zusammen mit Jesus gewesen waren. Wir wissen, dass das gesamte Neue Testament im ersten Jahrhundert fertiggestellt wurde. Seht ihr den Unterschied? Wir stützen uns auf 30 bis 40 Jahre von mündlicher Überlieferung. Und diese stützen sich auch auf die Augenzeugen, die es auch schrieben. Der Islam stützt sich auf 200 bis 300 Jahre mündlicher Überlieferung. Seht ihr das Problem? Wenn wir das Gleiche über Jesus Christus sagen müssten, was der Islam jetzt über seinen Propheten herausfindet, dann hätten wir keine christlichen Quellen über Jesus bis zum 3. Jahrhundert. Könnt ihr euch vorstellen, wie irgendjemand mit Autorität über Jesus sprechen könnte, wenn unser Material über ihn aus dem 3. Jahrhundert stammen würde? Wir würden nicht wissen, wer Jesus war. Das würde keiner mehr ernst nehmen. Und warum sollten wir dem vertrauen? Und doch haben Muslime das nicht anerkannt. Die westliche Welt, mehrheitlich säkuläre Gelehrte, stellen jetzt zwei Fragen und kommen zu zwei Hypothesen. Entweder existierte der Islam, den wir kennen, nicht im 7. Jahrhundert, sondern entwickelte sich über 200 bis 300 Jahre. Und der Koran wurde vermutlich nicht einem Mann innerhalb von 22 Jahren offenbart, sondern er entwickelte sich über 50 bis 100 Jahre. Ihr Fazit, die Geschichte des Islams aus der Zeit von Abd al-Malik, er regierte von 685 bis 705 und davor ist eine spätere Erfindung. Das ist eine schwerwiegende Aussage, aber heute Abend werden wir das beweisen. Wir werden zeigen, warum das so schädigt und was wir momentan herausfinden. Sie sagen, wenn so viel der Geschichte des frühen Islams so viel später geschrieben wurde,
Warum brauchten Sie so lange, das niederzuschreiben? Waren Sie Analphabeten? Waren Sie das? Bis zum Jahr 642 hatten Sie die Städte Basel, Bagdad, Jerusalem, Damaskus und Kairo erobert. Konnten die Leute in Damaskus und Jerusalem nicht lesen und schreiben? Kairo, Bagdad, Basel, waren das keine großen Metropolen? Gab es nicht eine Bibliothek in Alexandrien, die im 5. Jahrhundert durch einen Brand zerstört wurde? Sicherlich konnten diese Menschen lesen und schreiben, aber sie zogen quer durch Nordafrika. 661 hatten sie den Großteil von Nordafrika erobert und zogen dann in die andere Richtung, Richtung Indien. Und bei Ende des Jahrhunderts, als Abd al-Malik Herrscher wurde, kontrollierten sie ein Gebiet von Spanien im Westen bis nach Indien im Osten. Wollt ihr sagen, dass in diesen Ländern keiner lesen und schreiben konnte? Und Muslime sagen uns selbst, dass sie lesen und schreiben konnten, denn wo kam sonst der Koran her? Da sind Worte drin. Laut islamischer Überlieferung wurde das von Sa'd ibn Thabit niedergeschrieben. Er war ein Sekretär von Mohammed. Wie kann man ein analphabetischer Sekretär sein? Sie sagen selbst, dass dieses Buch im Jahr 650 geschrieben wurde. Zur Zeit Utmans. Diese Ausrede des Analphabetismus ist also ungültig. Woher hatten die Biografen ihr Material her? Stützte es sich auf mündliche Überlieferungen? Wenn dieser seiner Frau was sagt und die es weiter sagt und dieser es weiter sagt und ganz am Ende bei denen ankommt, ist es am Ende was ganz anderes. Das nennt man auch das Telefonspiel. Und dieses Spiel zeigt genau, wo das Problem bei der mündlichen Überlieferung liegt. Besonders wenn diese mündliche Überlieferung um jemanden handelt, der wichtig für die eigene Identität ist, so wie bei Mohammed. Es wird also ausgeschmückt. Deswegen fragen sie, ist das vertrauenswürdig? Sie sagen, gehen wir doch zurück ins 7. Jahrhundert und schauen wir, was wir finden. Was finden sie also? Schaut auf diese Karte. Bis zum Jahr 661 waren die Muslime, oh Verzeihung, ich meine die Araber waren also schon bis zu diesen Gebieten vorgedrungen. All diese Gebiete befanden sich unter ihrer Herrschaft. Wir reden also nicht über ein Volk, welches mittellos war oder verfolgt wurde. Wir reden nicht über ein Volk, welches wie das Christentum unterdrückt wurde. Das Christentum war für die ersten 300 Jahre im Untergrund. Sie wurden verfolgt. Man zerstörte viele unserer Bücher unter einem Edikt im Jahr 300. Der Islam kann diese Ausrede also nicht liefern. Sie kontrollierten diese ganzen Gebiete, diese ganzen Städte. Es ist unmöglich, dass jeder Koran aus dieser Zeit vernichtet worden ist oder verloren wurde oder verbrannt. Es gibt jetzt also eine ganz neue Richtung, die verstörende Fragen stellt. Männer wie Dr. Wansborough. In den 1970ern schrieb er zwei Bücher, Koranische Studien und Sektiererisches Milieu. Diese zwei Bücher eröffneten diese andere Sicht, dass der Islam nicht mit einem Mann namens Mohammed begonnen hatte, Dr. Horting von der Schule der orientalisch-afghanischen Wissenschaften, unter dem ich in den 1990ern studierte. Er nahm viel von Wansborough's Material und drückte es für den Laien verständlich aus. Patricia Krone, die meine Aufsicht war, als ich meinen Doktor an der Universität von Cambridge begann. Sie kann 15 Sprachen lesen und schreiben, alles archäische Sprachen. Wer von euch kann das? Dr. Andrew Rippon, ein Professor an einer kanadischen Universität. Er hat wahrscheinlich eines der besten Bücher über das Material für den Laien. Dr. Hoyland von der Universität Oxford. Er war mein zweiter Supervisor und er kann 18 Sprachen lesen und schreiben. Solche Leute sind Linguisten. Sie gehen zurück zu den originalen Dokumenten und deswegen sind sie so gefährlich. Dr. Nevo von der Universität von Jerusalem, der wahrscheinlich die beste Arbeit bei der Betrachtung der ältesten arabischen Inschriften geleistet hat. Er hat eine vernichtende Arbeit gemacht. Später reden wir darüber bei dem Punkt Mohammed. Luling Puin von Butma, Olig, von der Saarland-Universität Deutschland. Sie haben wahrscheinlich die beste Arbeit. Wie viele Rakats in Fajr 2? Kleiner Türke aus Wann.
Arbeit bezüglich der koranischen Manuskripte geleistet. Und heute Abend wird einiges von ihrem Material präsentiert. Aber es gibt zwei Bücher und eine Dokumentation, welche... Guck mal, für diesen armen Zero Tolerance ist das Hass, wenn man über den Islam, über Geschichte aufklärt, was der Islam, woher der Islam kommt, die Ursprünge und sowas, ne? Die Ungereimtheiten in den islamischen Schriften, ne? Das ist für ihn einfach Hass verbreiten. Schaut euch das bitte an. Und so wie er, denken ja Hunderttausende von denen. Die sind ja alle so indoktriniert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie fertig diese Leute sind. Dass sie sich nicht für ihre Ewigkeit mal einen Tag Zeit nehmen, um herauszufinden, wo der Islam herkam, was der Islam vorhat. War Mohammed ein Prophet? Und. Einfach mal alles mal in Frage zu stellen. Dann erklär mal erst mal über deine Religion, die Israel praktiziert, das heute in Gaza, du hast sie nicht mehr alle. Genau. Genau so einen Atomwissenschaftler brauchen wir. Ich hoffe natürlich, dass seine blinden Augen geöffnet werden. Hör dir bitte weiter an. Den Weg voranschreiten. Ein Buch stammt von Dr. Tom Holland. Dieser Mann hat 3 Bestseller in Großbritannien geschrieben und in Großbritannien wird er als einer unserer besten Historiker betrachtet, die wir heute in Großbritannien haben. Er hat Rubicon, also über den Fall des Römischen Reiches, geschrieben. Er schrieb Millennium, der Fall des Byzantinischen Reiches, und Persisches Feuer, der Fall des Persischen Reiches. Und 2006 hatte ich ein Essen mit ihm. Wir hatten gemeinsam eine Dokumentation über Paulus gemacht und ich sagte zu ihm, diese 3 Reiche fielen im 7. Jahrhundert. Was kam als nächstes? Und er sagte, der Islam natürlich. Und dann sagte ich zu ihm, genau, also kannst du das nächste Buch schreiben. Im Jahr 2006 gab ich ihm 10 historische Herausforderungen, er schrieb sie schnell auf. Und letztes Jahr, 2012, hörte ich dann wieder von ihm. Jemand rief mich an und fragte, hast du auf die Sunday Times Zeitung gesehen? Und auf der Sunday Times war dieses Buch, geschrieben von Tom Holland, In the Shadow of a Sword, im Schatten des Schwertes. An der Oxford-Universität sollte ein Treffen stattfinden, wo er das Buch vorstellen sollte. Also ging ich hin. Sofort ergriff er meine Hand und sagte, wegen dir habe ich dieses Buch geschrieben. Er studierte Dr. Patricia Krone, Dr. Horting. Er ging zurück zu den besten Gelehrten der Welt und schrieb es so, dass ihr es verstehen könnt. Er hat euch allen den Gefallen getan. Dieses Buch muss man sich holen. Es ist 400 Seiten lang. Also nicht in einer Nacht lesen. Laut dem Stand vom letzten Monat befindet sich dieses Buch, das Hardcover, auf dem Platz 1 der Bestsellerlisten in Großbritannien unter den islamischen Büchern. Die Paperback-Version ist auf Platz Nummer 2 bei den islamischen Büchern. Ratet mal, was auf Platz 3 ist. Es ist der Koran. Die gebundene Version und das Paperback übertrumpfen den Koran beim Verkauf. Amen! Amen! Holt euch dieses Buch, denn es erklärt viel von dem, was ich heute erzählen werde. Letztes Jahr im August zeigte er dann die Dokumentation auf Channel 4, The Untold Story of Islam, die nicht erzählte Geschichte des Islams. Sie ist nur 90 Minuten lang. On Channel 4 Television, which is und er nahm das, was er in The Shadow of a Sword geschrieben hatte, nannte es Islam, The Untold Story, und er brachte kein Fazit. Und auf der Show ließ er sogar einen muslimischen Gelehrten darauf reagieren, was er sagte. Unter den Muslimen hat es solche Furore verursacht, so viel Wut, dass wenn Channel 4 versuchte, es nochmal im November zu zeigen, Channel 4 so viele Beschwerden von Muslimen bekamen, sodass sie es kein zweites Mal zeigten. Außerhalb von Großbritannien kann man das nicht sehen. Sie wollen es den Rest der Welt nicht sehen lassen. So einen Schaden richtet es an, aber ich habe es hier auf meinem Computer. Wir geben es der Kirche. Es ist nur 90 Minuten lang und ihr werdet sehen, warum es dem Islam so schadet. Und unser anderer Mann ist Dr. Dan Gibson. Er ist ein Archäologe.
Sein Vater war einer, sein Urgroßvater war einer und er wuchs in einem archäologischen Umfeld auf. Er entschied sich, in den Nahen Osten zu ziehen und in den letzten 20 Jahren lebte er unter den Beduinen und zog im Nahen Osten herum und schaute sich die geografischen Orte an, die im Koran erwähnt werden. Im Koran werden mehrmals geografische Orte erwähnt. Er schrieb das Buch Koranische Geografie. Holt euch die PDF online für $15 und seht, was da drin steht. Denn dieses Buch ist sehr schädigend bezüglich dem Aufkommen des Islams. Und heute zeige ich etwas Material davon und zeige, warum es so ist. Aber schauen wir mal, was diese Orientalisten herausfinden. Also für diejenigen, die das nochmal sich in Ruhe anhören möchten, das Video findest du auf YouTube. Allah und Mohammed hatten nichts mit dem Islam zu tun und Koran zu tun. Allah und Mohammed hatten nichts mit dem Islam und Koran zu tun. Von Dr. J. Smith, da präsentiert er seine Thesen vor allen Leuten und er hat den Islam ruiniert. Ne? Wahnsinn. Deswegen sage ich ja, der arme Pier Vogel, der kommt auch niemals mit Leuten, tritt er niemals in ein Gespräch, die Ahnung von Islam, Christentum und sowas ab. Die absolut genau wissen, dass der Islam ein Schwindel ist. Die Dinge herausgefunden haben, die ultra schwer sind für den Muslim, ne? Weil, was passiert denn, wenn auf einmal ein Muslim tief in den Islam eindringt und diese ganzen Sachen herausfindet? Und herausfindet, dass seine Religion doch nicht die Wahrheit ist. Dass da sehr viel Ungereimtheiten sind, die Gelehrten nicht beantworten können. So viele Fehler im Koran sich eingeschlichen haben, dass Allah ein fehlbares Wesen ist, ja. Dann werden sie natürlich ungläubig. Schaut auf den Bildschirm. Sie haben herausgefunden, dass die erste arabische Inschrift, die auf Mohammed verweist, erst im Jahr 691 auftaucht. Bis zum Jahr 691 hört man nichts über Mohammed in muslimischen Quellen. Mohammed starb im Jahr 632. Es dauert 60 Jahre, bis irgendein Araber seinen Namen nennt. Das ist merkwürdig. Ebenso findet sich keine Erwähnung von den Muslimen bis zum Jahr 690. Überhaupt keine Erwähnung von Leuten namens Muslime bis zum Jahr 690. Wer beherrscht denn die arabische Welt in 690? Abdelmalik. Abdelmalik kam an die Macht im Jahr im Jahr 705 herrschte er. Er war es, der Mohammeds Namen einführte. Er war es, der den Namen Muslime einführte. Wie nannten sich die Leute selbst, die all diese Städte eroberten? Sie nannten sich Sarazenen, Hagerene, Ismaeliten. Sie nannten sich selbst Muhajiruns. Sarazene ist ein Name für Araber. Die Ismaeliten und die Hagarene, das sind die Erblinge. Sie schauten zurück zu Abraham durch Ismael und Hagar. Die Magraiten, das ist der Ort, von woher sie stammten. Und die Muhajirunen sind diejenigen, die im Exodus leben, die Umherziehenden, die Nomaden. So betiteln sie sich also selbst. Und in allen Dokumenten aus dem 7. Jahrhundert sind es diese Namen, die sie sich selbst geben. Nicht einmal finden wir irgendeine Erwähnung von Leuten namens Muslime bis 690. Das ist problematisch. Das ist so krass. Bis zum Jahr 691 findet sich keine Erwähnung von einer Religion namens Islam. Der Name wird das erste Mal auf dem Felsendom in Jerusalem erwähnt. Dort finden wir die erste Erwähnung von Mohammed als Propheten. Es wird von Abdul Malik im Jahr 691 eingeführt. Bis zum Jahr 691 wird Mohammed überhaupt nicht erwähnt. Muslime werden nicht erwähnt oder die Religion des Islams wird überhaupt nicht erwähnt. Erst 60 Jahre nach Mohammed. Jetzt kommt der heftigste Teil. Vor 741 gibt es keine Erwähnung von der Stadt Mekka. Mohammed starb im Jahr 632. Und vor 833 gibt es keine Biografie von Mohammed. Dan Gibson hat festgestellt, dass es in dem Koran 65 Erwähnungen von geografischen Orten gibt und interessanterweise werden 9 Orte erwähnt. Und die 3 Orte, die am meisten erwähnt werden, ist einmal Ad 23 Mal, Thamud 24 Mal und Midian 7 Mal. Aber diese Leute in Ad, Thamud und Midian befinden sich nicht in der Nähe von Mekka. Mekka ist da unten und diese ganzen Menschen leben da oben, 1000 Kilometer weiter nördlich.
Wenn also diese Menschen die ganze Zeit im Koran erwähnt werden, warum sind sie dann nicht in der Nähe von Mekka, da wo sie sein sollten? Sie sind viel zu weit nördlich. Wir haben ein Problem mit Mekka. Im Koran wird auf Mekka nur einmal verwiesen. Oft wird es die Siedlung genannt, woher der Prophet gekommen war. Im Koran wird Mohammeds Name sogar nur 4-mal erwähnt. Immer liest man der Gesandte, der Prophet, der Ort des Propheten oder die Siedlung des Propheten. Aber da steht nicht, welcher Prophet. In den Übersetzungen wird zwar Mohammed in Klammern hinzugefügt, aber im Arabischen steht das nicht da. Wir wissen also, dass da ein Prophet ist, der von einer Siedlung kam. Aber wer ist der Prophet und was ist das für eine Siedlung? Das wollen wir herausfinden. In Bezug auf Mekka gibt es viele Probleme, auch durch den Koran und den Überlieferungen. Es wird erwähnt, dass diese Siedlung des Propheten sich in einem Tal befindet, neben einem weiteren Tal liegt und ein Strom dadurch läuft. Und draußen davor befände sich eine Salzsäule, an dem der Prophet am Morgen und Abend vorbeigehen würde. Die Salzsäule ist natürlich die Frau von Lot. Da waren Felder, Gras, Bäume und in dieser Siedlung gibt es auch Olivenbäume. Und dort sind Berge, die Kaaba wird erwähnt. Aber Mekka dagegen liegt nicht in einem Tal, sondern in einer Ebene. Dadurch läuft kein Strom und da gibt es keine Salzsäule. Die ist 1000 Kilometer weiter nördlich. Dort gibt es keine Felder, keine Bäume, kein Gras und keine Olivenbäume. In ganz Arabien gibt es keine Olivenbäume. Die einzigen Olivenbäume gäbe es um das Mittelmeer herum. Und das wäre 1000 Kilometer weiter nördlich. Und die nächsten Berge sind 5 Kilometer weit weg. Das ist ein Problem. Mekka ist nicht in diesem Tal und trifft nicht auf die Beschreibungen zu, weil es dort zu trocken und wasserarm ist. Warum hat das vorher keiner festgestellt? Es wird gesagt, dass die Kaaba in der Mutter aller Siedlungen ist. Uns wird aber nicht gesagt, wo diese ist. Laut Sure 7, Vers 24 ist das der Ort, in den Adam und Eva hingeschickt wurden. Zwar sagt die muslimische Überlieferung, dass das Mekka ist, aber so steht es nicht im Koran. Und diese kommen aus dem 9. und 10. Jahrhundert. Und wenn das wahr ist, dann muss Mekka die älteste Stadt in der Geschichte sein, wenn Adam und Eva dorthin gesandt wurden. Laut der traditionellen Ansicht war Abraham in Mekka und baute die Kaaba zusammen mit seinem Sohn Ismael. Überlieferungen sagen uns, dass Mekka das Handelszentrum dieses Gebietes ist. Aber schaut euch mal die Handelsrouten des 7. Jahrhunderts an. Jetzt kommt noch die Katastrophe. Das ist eine Karte für das 7. Jahrhundert. Da, wo das Fragezeichen ist, da ist Mekka. Mekka befindet sich auf keiner Karte von Handelsrouten. Mekka wird nirgendwo aufgelistet. In keinem Dokument wird Mekka im 7. Jahrhundert erwähnt. Schauen wir uns an, was aufgelistet wird. Petra. Petra ist das Zentrum des Handels, da oben. Mekka sollte eigentlich da oben sein. Das wirft viele Fragen auf. Da, wo das Fragezeichen kam aus Indien und China. Sie hätten zwar diesen Weg zum Mittelmeer gehen können, aber da sind Berge. Da ist der Himalaya. Also mussten sie den Handel auf dem Arabischen Meer betreiben und reisten auf dem Persischen Golf in die Mittelmeerwelt. Und dann gab es große Kriege zwischen den Persern und den Byzantinern, den Christen, und hatten miteinander Krieg im 5., 6. und 7. Jahrhundert. Das heißt, dass der gesamte Handel durch das Arabische Meer geleitet werden sollte, bis nach Adan. Und dann nahmen sie die Güter in Adan von den Schiffen an Land und zogen damit der grünen Linie entlang über Najran bis nach oben Taif und dann laut dem Islam runter zu Mekka und dann weiter nach oben nach Yathrib, Khaybar etc. Das ist die Handelsroutentheorie. Jeder Muslim sagt mir das und jeder Orientalist sagte, das ist die Handelsroutentheorie. Das soll Mekka reich gemacht haben. Mein 10-jähriger Sohn sah ein Problem mit dieser Theorie. Schaut auf die Karte. Sieht irgendjemand ein Problem mit dieser Theorie? An der Westküste gibt es ein Meer. Warum transportierten sie die Güter nicht auf dem Wasserweg?
Über Wasser sind das 2000 Kilometer. Patricia Krone hat herausgefunden, dass 80 Kilometer über Land genauso viel kostet wie 2000 Kilometer über Wasser. Es ist viel billiger, den Wasserweg zu nutzen. Deswegen tun wir das noch heute. Diese ganzen Produkte, Autos etc. kommen nicht über Landwege zu uns, sondern über das Wasser. Denn es ist sehr teuer, es über Land mitzunehmen. Man muss für Schutz sorgen, die Kamele füttern und man muss darauf achten, dass niemand die Güter kaputt macht. Warum sollen sie also all ihre Güter da in Adan von den Schiffen abladen? Patricia Krohn hat diese Frage gestellt und stellte diese Frage in den 80ern und schrieb ein Buch Meccan Trade and the Rise of Islam, mechanischer Handel und der Aufstieg des Islams. Das schrieb sie, als sie Fachbereichsleiterin an der Oxforder Uni war. Sie fragte eine sehr gute historische Frage. Da wurde angeblich gehandelt, aber hat sich keiner die Karte angesehen? Denn all diese Orte befinden sich alle auf der westlichen Hochebene. Mekka befindet sich nicht auf der Hochebene. Mekka ist 300 Meter niedriger. Von Taif muss man 300 Meter nach unten gehen, um nach Mekka zu gehen und dann 300 Meter wieder hochgehen, um nach Yathrib zu gelangen. Warum hat das keiner vorher bemerkt? Sie sagten, das macht keinen Sinn. Mit ihren 15 Sprachen ging sie zurück zu den Originaldokumenten, den Handelsdokumenten. Vom 2., 3. bis zum 6. Jahrhundert zu den historischen Dokumenten, zu Theodoret, zu diesen Historikern, die in diesem Teil der Erde geschrieben hatten. Und sie bemerkte, dass sie alle Handel erwähnten, der von Afrika nach Indien ging. Aber es kam alles aus Afrika. So, es kam von den Eritreern. Und der Name, der immer wieder auftaucht, ist Adulis, die damalige Hauptstadt von Eritrea. Der Handel befand sich unter ihrer Obhut. Warum? Weil sie Boote liebten. Araber mögen keine Boote. Sie mögen Kamele. Sie sind nomadisch, keine Schiffsleute. Es ist kein Wunder, dass an der Westküste von Indien keine arabischen Namen erwähnt wurden. Es waren afrikanische. Der afrikanische Meereshandel kontrollierte den ganzen Handel. Und sie fragte dann, warum war dann Mekka so wichtig? Sie untersuchte all die Bücher. Sie konnte keine Erwähnung von Mekka finden, die vor dem Jahr 741 stammte. Es gibt keine historische Erwähnung von Mekka vor 741. Wisst ihr, was das für eine Katastrophe ist? Das kannst du keinem erzählen. Wie die Muslime versuchen zu täuschen und alles zu vertuschen, nur um die Menschen im Islam drin zu behalten. Das ist so krank, ihr Lieben, ne? Vor 741 gibt's keine historischen Beweise für Mekka. Erwähnungen! 741. Mohammed starb im Jahr 632. Sie konnte nur Aufzeichnungen über Mekka finden, die 100 Jahre nach Mohammeds Tod stammen. Und sie fand es in der Apokalypse von Pseudo-Methodius Continuatio Byzantia Arabica. Es war das Jahr 741. Erst ab dem Jahr 900 wurde Mekka auf Karten gezeigt. Vor dem Jahr 900 war Mekka auf keiner Karte. Erst im Jahre 900 gab es Mekka auf der Karte. Vorher gab es Mekka gar nicht auf der Karte. Die Islam ist einfach eine erfundene Religion. Und die Muslime praktizieren Polygamie und deswegen wächst diese Religion so enorm. Es ist ein Schwindel von Satan, nichts mehr. Es ist ein Schwindel. Der Islam ist in die Welt gerufen worden, um das Volk Gottes anzugreifen. Merkt ihr? Deswegen streitet der Islam, der Koran, auch gegen die Juden und Christen. Und bei Nicht-Einhaltung und bei Nicht-Beachtung Mohammed als Propheten zu beachten, werdet ihr nackend therapiert. Jetzt wisst ihr, warum der Islam in die Welt gerufen wurde. Ein Schwindel. Arte zu sehen. If you don't have Mecca, wenn es kein Mekka gab, was ist mit der Qibla? Jeder Muslim soll in Richtung der Qibla Gebetsrichtung beten. Sie müssen in Richtung Mekka, in Richtung der Kaaba beten. Hier sieht man... Hier muss man in Richtung Mekka beten, ja. Wartet mal, wie haben die denn da in Richtung Mekka gebetet, wenn Mekka überhaupt gar nicht verzeichnet war? Die Tausenden und Millionen von Menschen, die nach Mekka gehen, um den Hajj zu vollziehen. 2 Millionen pro Jahr. Jeder Muslim weiß, dass er Richtung Mekka beten soll. Warum?
Warum? Weil es so in den Schriften steht, im Koran. Koran, Sure 2, Verse 145 bis 49. Die Gebetsrichtung wurde angeblich 624 in Richtung Mekka geändert. Also im Jahr 624 sollte jede Moschee nach Mekka ausgerichtet sein. In jeder Moschee auf der Welt gibt es diese Konstruktion, die die Gebetsrichtung anzeigt. Als ich in Kuala Lumpur war, war es in meinem Hotelzimmer angebracht, damit ich die Qibla sehen konnte, in welche Richtung man beten sollte. Man kann also immer wissen, in welche Richtung man beten soll. Man weiß immer, wo sich Mekka befindet. Die Qibla wurde also seit 624 kanonisiert. Das heißt, dass jede Moschee nach Mekka ausgerichtet sein sollte. Richtig? Denn vor 624 gab es keine Moscheen. Mohammed starb im Jahr 632. Erst im Jahr 638 zogen sie aus Mekka und Medina aus. Da begannen sie Basra, Bagdad, Damaskus, Jerusalem und Kairo zu übernehmen. Also vor dem Jahr 624 gab es keine Moscheen. Jede Moschee sollte also nach dem Jahr 624 nach Mekka ausgerichtet sein. Dan Gibson wollte diese Frage stellen. Er entschied sich also, auf die frühesten Moscheen zu blicken. Dr. Creswell und Dr. Fehervari gingen im Jahr 1905 nach Irak und sie gingen nach Ägypten und gruben die zwei ältesten Moscheen in Irak aus, die sie finden konnten. Die Wasmoschee und die Kufa-Moschee in Irak und die Fustat-Moschee in Ägypten. Und als sie bis zu den originalen Plänen gruben, fanden sie heraus, dass die Waschid-Moschee und Kufa-Moschee nach Petra ausgerichtet waren. Und dass die Fustat-Moschee in Ägypten Richtung Petra ausgerichtet war. Aber sie sollten eigentlich in Richtung Mekka ausgerichtet sein. Sie sagten, das ist merkwürdig und beließen es dabei. 1905 konnten sie nicht mehr sagen. Dr. Dan Gibson wollte mehr herausfinden. Er entschied sich also, diese Karte nochmal anzusehen. Denn er wollte wissen, in welche Richtung die Qiblas bei all den ältesten Moscheen ausgerichtet waren. Er besuchte also all diese Moscheen und dann machte er Fotos vom Weltall aus. Denn er wollte die originalen Pläne der Moscheen erfassen und das kann man nur machen, indem man die ursprünglichen Umgrenzungen betrachtet. Die große Moschee in Guangzhou, China, die im Jahr 630 gebaut wurde, ist nach Petra ausgerichtet. Sie sollte eigentlich nach Mekka ausgerichtet sein. Das ist nach dem Jahr 624. Die Humaima-Moschee im Südwesten Jordans hat eine Qibla, die nach Petra ausgerichtet ist. Sie sollte eigentlich in die andere Richtung gehen. Die große Moschee von Baalbek in Lebanon. Seht ihr, in welche Richtung die Qibla ausgerichtet ist? Richtung Petra. Die große Moschee von Sana aus dem Jahr 705 in der Hauptstadt Jemen. Mohammed starb im Jahr 632. Wir reden von 60 bis 70 Jahre später. Sie ist nach Petra ausgerichtet. Eigentlich sollte sie in Richtung Mekka ausgerichtet sein. Die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem aus dem Jahr 709. Da ist der Felsendom. Schaut auf die gesamte Struktur. Sie ist Richtung Petra ausgerichtet und nicht Mekka. Sie wurde im Jahr 709 gebaut. Und zwar wurde die Al-Aqsa-Moschee im Jahr 709 gebaut, der Felsendom im Jahr 691. Beide, die gesamte Zitadelle, sind nach Petra ausgerichtet. Die Damaskus-Moschee in Syrien ist nach Petra ausgerichtet, im Jahr 709. Die Anja-Moschee in Beirut aus dem Jahr 714 ebenso. Sie ist nach Petra ausgerichtet, sollte eigentlich... Die Dokumentation heißt, Allah und Mohammed hatten nichts mit dem Islam und Koran zu tun. Allah und Mohammed hatten nichts mit Islam und Koran zu tun. Nach Mekka ausgerichtet sein. Die Moschee von Umar in Bosra, Syrien, aus dem Jahr 720. Sie ist nach Petra ausgerichtet, es sollte aber eigentlich Mekka sein. Erst weit weg in Pakistan, in Banbore, finden wir eine Moschee aus dem Jahr 727, die nach Mekka ausgerichtet ist. Mohammed starb im Jahr 632. Er findet eine Moschee erst aus der Zeit 100 Jahre nach Mohammed, die Richtung Mekka geht. Und diese Moschee in Syrien aus dem Jahr 728 ist weder in Richtung Petra noch Mekka ausgerichtet. Das ist eine Moschee
in Amman. Die untere Moschee ist nach Petra ausgerichtet. Sie wurde im Jahr 700 gebaut und eine Moschee wurde im Jahr 740 umgebaut, die nach Mekka ausgerichtet ist. Die 700er Moschee ist in Richtung Petra, die 740er Moschee ist in Richtung Mekka. Schließlich kriegen sie es richtig hin, aber schaut auf das Datum, 740, die Musata-Moschee in Amman aus dem Jahr 743 und die ist immer noch nach Petra ausgerichtet. Eigentlich sollte sie Richtung Mekka gehen. Und bei dieser Moschee wissen sie überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen soll. Weder Petra noch Mekka. Sie ist Richtung Süden. Und bei der Moschee in Cordoba ist weder Petra noch Mekka die Gebetsrichtung. Die Moschee von Kairoun in Tunesien aus dem Jahr 817 ist weder in Richtung Petra noch Mekka ausgerichtet. Schlussfolgerung: Jede Moschee ist in den ersten 100 Jahren bis zum Jahr 725 Richtung Petra ausgerichtet. Und in den Jahren zwischen 725 und 822. Grüß dich, Arne. Ein paar Idioten im anderen Rooms reden über dich, das ist doch gut. Ich muss Gesprächsthema sein. Dr. Sheikh Abu Amir muss immer Gesprächsthema sein. Bei allen. Was ich für eine Detonation ausgelöst habe. So ist das auch richtig. Das ist auch richtig so. Genau so muss das sein. So ist das. Ich mache meine Aufklärungsarbeit, hab den Islam widerlegt und die reden über mich, über meine Person. Ich bin ihr jämmerliches Leben geworden. Ist das heftig, ey. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Weiter ist das aber. Sind 12% nach Petra ausgerichtet, 50% nach Mekka und 38% sind parallel ausgerichtet. Erst nach 822 schaffen sie es, jede Moschee nach Mekka auszurichten. 200 Jahre brauchen sie, um es richtig hinzubekommen. Manche Muslime sagen, dass sie nicht wussten, in welche Richtung es gehen sollte. Das waren aber Kamelhürden. Sie zogen durch die Wüsten. Dort gab es keine Straßen. Wie haben sie sich orientiert? Wie fanden sie Oasen mitten in den Sanddünen? Sie nutzten die Sterne. Sicherlich wussten sie, wo Petra war und wo Mekka war. Aber am merkwürdigsten ist, warum sind alle Moscheen bis zum Jahr 725 nach Petra ausgerichtet? Sogar die weit weg in China. Das ist merkwürdig. Alle sind sie nach Petra ausgerichtet. 100 Jahre nach Mohammeds Tod lang. Dann schaut euch an, wo Petra liegt. Petra befindet sich im Zentrum des Handels. Zu dieser Zeit ist es das Zentrum der Welt. Ja. Wer von euch ist je in Petra? Petra liegt in Jordanien, genau. Sehr gut, perfekt. Sehr gut, Manuela, sehr, sehr gut. Da passt jemand auf. Da hat jemand aufgepasst. Und daran sehen wir, dass der Islam eine einzige Katastrophe ist. Eine Riesenkatastrophe. Riesenkukolores. gewesen. Es ist eine Stadt mit Gräbern und Tempeln. Hübsche, aus dem Felsen gehauene Gebilde. Und das ist das Zentrum der nabatäischen Zivilisation. Im Koran steht ja, dass alles in Richtung Mekka immer gebetet werden muss. Und dann siehst du auf einmal, dass die frühen Ausgrabungen bei Moscheen unter anderem festgestellt haben, dass die Moscheen müssen ja so ausgelegt sein oder so gebaut sein, dass die Gebetsrichtung auch eingehalten wird nach Mekka. Aber die frühesten Ausgaben haben gezeigt, dass die Moscheen, die Gebetsrichtung, in welche die Moschee gebaut wurden, alle in Richtung Jordanien waren. Nun, die Nabatäer waren die Vorgänger vor den Arabern. Arabisch kommt vom Nabatäischen. Fast alle Traditionen in Arabien kommen von den Nabatäern. Sie waren. Es ist mir so eine große Ehre, diese Religion namens Islam, wo so viele Menschen ihr Leben lassen müssten für diese Lüge.
aufzudecken und die Leute da rauszuholen, um ihnen ihre geistliche Freiheit zurückzugeben. Es ist mir eine Ehre, hier zu stehen und das Ganze zu vollziehen und so viele Menschen erreicht zu haben. Eine Riesenehre ist es mir, diese Religion auf den Boden der Tatsachen zu holen, wo Millionen Menschen aufgrund dieser Lüge namens Islam ihr Leben lassen mussten. Wahnsinn, ne? Es sollte für jeden von uns, sollte es eine Ehre sein, diese Religion auf den Boden der Tatsachen zu holen und dem Herrn Jesus Christus zu danken, dass unsere Augen geöffnet wurden und wir zu ihm gehören und die Lüge aufgedeckt wird. Deckt die Finsternis auf und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Amen. Kommen von den Nabatäern. Sie waren die Vorgänger. Sie waren es, die Arabien einführten. Ihr müsst euch mal vorstellen, aufgrund dieser Religion müssen ja unsere Geschwister in den islamischen Ländern ja leiden, wegen dieser Lüge. Was für eine Grundlage haben sie? Gar keine. Sie glauben einfach blind, was im Koran steht, ohne sich Gedanken zu machen. Blind einfach, was Bukhari übermittelt hat, wovon wir gerade gesehen haben, wie Bukhari dann losgezogen ist, um das Ganze dann, unglaublich. Da seht ihr mal, wie geisteskrank das ist. Sie morden einfach wie Heuschrecken und wissen ja gar nicht, was sie da tun. Unglaublich. Unsere armen Geschwister in den islamischen Ländern sind aufgrund dieser Lüge am Leiden. Ne? Genau, YouTube Open Doors, ja. Oh Mann, oh Herr Jesus Christus, mein Herr, oh mein Gott. Einführten. Sie gaben Arabien die Sprache und wir können sie sogar bis ins 2. Jahrhundert zurückverfolgen. Es war das Zentrum der Welt, das Zentrum der Anbetung. Alle Tempel waren danach ausgerichtet und deswegen waren all diese Moscheen in die gleiche Richtung ausgerichtet wie diese Tempel. Aber was ist noch in Petra? Petra liegt in einem Tal. Daneben ist noch ein Tal. Ein Strom geht durch Petra und dort gibt es Felder, Bäume und Gras. Dort sind Olivenbäume. Und in der Nähe ist die Salzsäule. Petra hat also alle Eigenschaften, die im Koran und den Überlieferungen erwähnt werden. Deswegen sieht es so aus, dass Petra der Ort ist, den der Koran und die Überlieferungen erwähnen. Warum ist das wichtig? Vor dem 7. Jahrhundert wissen wir nichts über Mohammed. Es gibt keine Erwähnung von ihm vor den 690ern. Erst im 9. Jahrhundert wird seine Biografie geschrieben. Erst im 8. Jahrhundert wird seine Stadt Mekka erwähnt. So ist also das meiste, was wir über Mohammed wissen, hunderte Jahre später und Kilometer weit weg niedergeschrieben worden. Es sieht so aus, dass er nicht mehr als eine spätere Zusammenstellung ist, möglicherweise unter Abd al-Malik. Und jetzt kommen wir zum wirklich heftigen Teil, welches ich vor ein paar Monaten kennenlernte. Im Juni hatte ich eine Debatte deswegen. Es geht um den Koran. Über Mohammed lässt sich erst viel später etwas finden. Aber was ist mit diesem Buch? Denn das ist die Grundlage des Islams. Deswegen haben wir dieses Buch konfrontiert. Und das tat ich schon 30 Jahre lang. Jeder Muslim muss sich mit diesem Buch auseinandersetzen. Dieses Buch gab es schon immer, wurde nicht erschaffen und hat laut Sure 85, Vers 22 auf diesen Tafeln zusammen mit Allah immer existiert. Deswegen ist es schon ewig mit Gott zusammen. Es darf nicht kritisiert werden. Dieses Buch hat keine Geschichte, wurde einem Mann namens Mohammed offenbart in einer Zeitspanne von 22 Jahren, laut jedem Muslim, ob nun radikal oder liberal. Jeder Muslim glaubt, dass dieses Buch der unerschaffene Koran ist. Der Koran sei das größte Wunder der Welt im Hinblick auf den Stil, die Rhetorik, Schreibweise, Gedanken und Regeln, um das Schicksal der Menschheit zu formen, sei es ohnegleichen. So laut dem Hadith, Mishkat Band 3.
Muslime zitieren oder sagen sie, er hat ihn ersonnen, sagt, dann bringt eine Sura bei, die ihm gleich ist und ruft an, wen ihr könnt, anstatt Allahs, wenn ihr wahrhaftig seid. Das wäre das größte Wunder. Ich hatte viele Debatten. In den 90ern hatte ich eine Debatte mit Sheikh Omar Bakri Mohammed am Trafalgar Square. 5000 Muslime waren dabei. Omar Bakri Mohammed ist wahrscheinlich der radikalste Kleriker, den es gibt. Und wir führten eine Debatte 45 Minuten lang vor den tausenden Muslimen über den Koran. Und nach 45 Minuten sagte er, wenn du den Koran nicht magst, dann bring doch ein gleiches Kapitel hervor. Zeige irgendwas, was es mit diesem Buch aufnehmen kann. Und ich nahm meine Bibel und ich begann Psalm 23 zu lesen und ich schaltete das Mikrofon aus. Ich nutzte dann meine laute Speakers Corner Stimme und die ist ziemlich laut. Ich dieser Sheikh Omar Bakri, der mit dem eine Debatte geführt hat, sagt er, okay, du magst den Koran nicht, dann bring mal eine Sure gleich wie diese. Ihr kennt ja diese lächerliche Challenge von den Muslimen. Wenn du wahrhaftig sprichst, bring mal eine Sure wie diese, weil der Koran ein sprachliches Wunder ist. Lächerlich. Und dann sagt er, okay, ich bring mal was Ebenbürtiges, was noch besser ist als der Koran. Nämlich Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und dann haben die Muslime die das Mikrofon abgeschaltet. Aber der Jay Smith, der Dr. Jay Smith, hatte eine so laute Stimme, dass alle das gehört haben. Speakers Corner Stimme. Und die ist ziemlich laut. Ich las zu Ende. Und ich sagte zum Sheikh, zeige mir ein Kapitel wie das. Ich hätte auch Psalm 1, 2 oder irgendein Psalm nehmen können. 1. Korinther 13, Matthäus 5 und 6. Und man sieht, dass viele Verse dem Koran überlegen sind. Wenn euch das passiert, sagt das Gleiche. So, when it happens to you, you say the same thing. Genau. Wenn dir also dasselbe passiert und die Muslime sagen, wenn du wahrhaftig bist, dann bring einen ebenbürtigen Koran wie diesen. Dann könnt ihr ganz genau Matthäus 5 aufschlagen, Lukas 6, 27, Psalm 1, 2, 3, Psalm 23, 1. Korinther 13 und. Dann werden die Muslime sehen, was wahrhaftig wunderschön ist. Ha! Aber Muslime behaupten das. Es ist die größte Offenbarung, wurde nie erschaffen. Das heißt, jedes Wort, jeder Buchstabe ist im Arabischen so, wie es im Himmel auf der Tafel ist. Es hat keine Geschichte, keinen menschlichen Einfluss. Es wurde Wort für Wort durch den Engel Gabriel niedergesandt zu dem Mann Mohammed, der nicht lesen und schreiben konnte. Das ist merkwürdig. Und er wurde 18 Jahre nach Mohammeds Tod geschrieben. Noch merkwürdiger. Und doch sagen Muslime, dass sie dieses Buch, anders als die Bibel, bis zum Original, bis zur uthmanischen Zusammenstellung zurückverfolgen können. Das ist die uthmanische Fassung. Das ist das gleiche Buch, welches Uthman zusammenstellte. Und er ließ diese vier Männer dieses Buch schreiben. Nicht ich sage das, Muslime sagen das. Wann wurde es geschrieben? Folgendes sagt Bukhari. Ihr seht es dort rechts. When was it written down? Uthman hatte im Jahr 650 nicht den gesamten Koran zusammengestellt. Bukhari gibt zu, ein großer Teil des Korans ist vielleicht verloren. Er befiehlt dann drei Männer, Sa'd ibn Thabit zu helfen, den Kodex von Hafsa, der Tochter von Umar, zu überprüfen und wenn notwendig zu korrigieren. Und es wird sogar ein Vers erwähnt, Sure 33, Vers 23, der vom Original fehlte. Uthman nimmt dann Hafsas Manuskript und lässt die vier Zusammensteller den Text neu schreiben. Wahnsinn. Und wenn es Unterschiede gab, sollte es im Dialekt der Quraysh geschrieben werden. Und er befahl, dass alle anderen koranischen Materialien, ob Manuskripte. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass der Mohammed in dieser Zeit, als er Prophet war von Gabriel, das ewige Wort von seinem Gott auf dieser Tafel Stück für Stück herabgesandt bekam. Und dann auf einmal hatten die da diese Handschriften, haben das zusammengesammelt und eine Kopie davon erstellt. Und dann auf einmal hat der Uthman gemerkt, dass in den Provinzen Irak und Syrien die Leute unterschiedliche Verse und Rezitationen hatten. Und dann hat er auf einmal das Wort, das ewige Wort seines Gottes verbrannt, was Gabriel Mohammed gegeben hat, und hat einfach seine Version gelassen. Wo war Allah, um da einzuschreiten, um Uthman zu vernichten? Die Muslime haben einfach den Koran von Uthman. Und das ist noch nicht mal, der ist auch verloren gegangen. Die stecken in ein Dilemma, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Sie stecken in dem größten Dilemma, was die Weltgeschichte nie hervorgebracht hat. Die Überlieferung des Korans ist die größte und katastrophalste Überlieferung, die sich ein Mensch jemals ausdenken konnte. Was meint ihr, warum der Bart Ehrmann, als er gefragt wurde, ja Bart Ehrmann, du hast jetzt so oft die Bibel kritisiert, die Bibeltexte, obwohl dir so viele Christen schon geantwortet haben und dass die Bibel zuverlässig ist. Was ist denn mit dem Koran? Du weißt ja, da kannst du einiges hervorbringen. Da sagt er, ja, ich fange irgendwann mal mit dem Islam an, wenn mir nichts mehr an meinem Leben liegt, weil die Muslime dich ja umbringen aufgrund von solchen Tatsachen. Wenn du losziehst und den Islam exposed, dann wirst du sofort umgebracht. Deswegen haben die meisten Menschen Angst, etwas gegen den Islam zu sagen. Wir alle wissen, dass der Islam nicht die Wahrheit ist. Aber sobald du deinen Mund aufmachst, werden die Muslime dich verfolgen und dich dementsprechend dann... Ja. Deswegen trauen sich die meisten nicht, ihren Mund aufzumachen. Das ist das Problem. Aus Angst und Verfolgung. Und habt ihr nicht gesehen? Hat der Islam dafür gesorgt, ne? Dass die Leute in Angst und Schrecken versetzt werden, damit sie bloß nicht auf die Idee kommen, andere Menschen über diese Religion aufzuklären. Krank, ne? Nur Satan geht ja so vor, durch Angst, Schrecken und Gewalt. Ne? Der Vater der Lüge. Weil jemand, der wahrhaftig ist, der hat doch nichts zu befürchten. Er kann ja die Texte kritisieren und einige Dinge herausfinden, darüber sprechen und so, aber da, im Islam ist das absolutes Tabuthema. Nein, nein, nein. Sobald du Mohammed entlarvst als falschen Propheten, Allahs Wort aufdeckst als das, was es ist, nämlich die größte Lüge der Menschheitsgeschichte, dann bist du dran. Dann bist du dran. Deswegen trauen sich die meisten nicht. Deswegen trauen sich die meisten nicht. Mann. Das macht mich traurig, ne? Sollten alle ein wenig Mumm in unseren Knochen haben und alle ein wenig Kochhorne so ein bisschen, um das Ganze nach vorne zu treiben, ihr Lieben. Ganz kurz was erledigen. So. Ja, wie ich das immer und immer wieder sage, ne? Habt keine Angst. Ihr dürft euch nicht in Angst und Schrecken versetzen lassen, auch wenn ihr wisst, dass sie so sind. Wenn wir alle unseren Mund halten, das ist ja Wahnsinn. Da haben die in 2 Sekunden ja ihr Ziel erreicht, sozusagen. Ne? Ich weiß, der Jesus Christus ist ja sowieso Sieger. Aber ihr wisst ja, dass diese Menschen ja auch ja, eines Tages auch in die ewige Verdammnis ohne den Herrn gehen. Ne? Und wir wissen ja nicht, wer sich alles hier drinnen verläuft, dass sie eventuell nachrecherchieren, ne? Das nachprüfen wollen. Das ist ja das Gute. Und wir sollen unsere Leiber als wohlgefälliges Schlachtopfer dahin geben. Das ist unser guter Gottesdienst. So wie der Apostel Paulus das sagt. Ja, stellt eure Leiber zur Verfügung. So kann der Herr ja auch arbeiten durch euch. Wurde von meinem eigenen Ehemann misshandelt und erst Moslem und ich bin Christin. Miri. Ach, schade, du hast nicht genug Abonnenten, aber du kannst hier nicht reinkommen. Schade, ich würde mir das gerne mal anhören. Thank you.
genau, das ist das, was der Yasser Qadi angesprochen hat. Deswegen verlassen auch so viele gerade den Islam. Wegen Holes in the Narrative. Ne? Es gibt Ungereimtheiten in der Überlieferung. Und das ist das, was Dr. J. Smith jetzt nach vorne bringt. Und er hat dem Islam einen riesen Krater verpasst. Ne? Anhand dieser geografischen Dinge, Fehler, die im Koran verzeichnet sind. Anhand von Ausgrabungen, die gezeigt haben, dass die ersten Moscheen, die gefunden wurden, alle in Richtung Petra, also in Jordanien, ausgerichtet waren. Also Mekka gab es vor 741 gar nicht. Wisst ihr, was das für Katastrophen sind? Wisst ihr, wie die Muslime, die Schlauen, also die Intelligenten, Studenten und sowas, den Islam verlassen haben aufgrund solcher Tatsachen? Auch das mit Gog und Magog, dass der Koran sowas erwähnt, dass hinter irgendeiner Mauer sich eine Stadt befindet, die dort erwähnt wird, und dann sind da Leute auf die Suche gegangen und da gibt es überhaupt gar keine Stadt hinter irgendeiner Mauer oder was. Ne? So wie die Bibel ein historisches Buch auch mit unter anderem ist und auch historische Tatsachen wiedergibt und die Archäologen losgezogen sind, um Ausgrabungen oder beziehungsweise dann angefangen haben, dann Ausgrabungen zu tätigen und genau präzise auf die Bibel zurückgreifen können und sagen, ja, die Bibel ist akkurat. Sowohl die historischen Tatsachen, die Bibel da berichtet, sind eindeutig wahr. So sieht das aus. Wir haben es also zu tun mit einem perfekten Buch, wie die Bibel, und wir haben es zu tun mit einer Fälschung, wie Koran. Koran ist die Verfälschung der Bibel. So ein Counterfeit. Heftig, ne? Amir, wo finde ich den Vers wegen Hijab, weil sie erwischt wurde? Das findest du in Sahih Muslim 27. Warte, auf jeden Fall in Sahih Bukhari 146 müsste es sein. Ich gucke aber nochmal. Ohne Momento, 2780, wenn ich mich nicht irre, aber warte nochmal ganz kurz. Ja, genau. Sahih Muslim 2170d. Sahih Muslim 2170d. Ach, deswegen sagen sie, die Bibel ist verfälscht, weil sie sich auf den Koran beziehen. Genauso sieht es aus. Alles, was dem Koran widerspricht, ist verfälscht. So krank. Ist das zu fassen? Alles, was dem Islam widerspricht von der Bibel, ist verfälscht. So einfaches Prinzip ist das. Ja, Nasikh wa Mansukh. Bibelpassagen sind dann Nasikh und dann der Koran ist dann Mansukh. So, wir wollen weiterhören. Ich hoffe, dass du dir Gedanken machst, mein lieber Muslim. Ich hoffe und bete, dass deine Augen geöffnet werden, dass der Koran nicht von Gott kommt, dass diese Religion erfunden wurde, um an Macht und Reichtum und alles ranzukommen. Der Muslim ist ja nur damit beschäftigt, diese irdischen Dinge hinterherzulaufen. Null und Nichtigkeiten. Jesus Christus hat genau das Gegenteil gezeigt und bewiesen, dass er aus Liebe seine Herrlichkeit verlassen hat, damit du eine Möglichkeit hast, gerettet zu werden. Denn dieses Opfer kann nur Gott auf sich nehmen. Gott hat also einen perfekten Körper angenommen, also wurde ein perfekter Mensch ohne Sünde und ist für die Sünden der Menschen gestorben. Einmalige Botschaft. Einmalige Botschaft, die uns alle in die Knie zwingen sollte. Wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist, der schon in Ewigkeit Gott selbst ist und seine Herrlichkeit verlassen hat. Wahnsinn. Und als ein sterbliches Wesen hier auf diese Erde kam. Und die gesamte Fülle der Gottheit in ihm leibhaftig lebte auf Erden. Und in ihm, immer. So sieht's aus. Manuskriptfragmente oder ganze Manuskripte verbrannt werden sollten.
Warum sollte man Manuskripte verbrennen? Warum? Und er sandte dann zu jeder muslimischen Provinz eine Kopie von dem, was sie kopiert hatten. Und das sagen mir Muslime schon 30 Jahre lang. Vier Kopien des ursprünglichen Korans wurden erstellt. Eines wurde in Medina gelassen, eins nach Basra gesendet, eins nach Bagdad und eins nach Damaskus. Habt ihr das mal gehört? Jeder Muslim wird das einem sagen. Und jeder Muslim hier heute Abend wird zustimmen, dass es vier originale Kopien gab. Heute Abend fragen wir, wo sind diese Kopien? Wo sind die Kopien? Und 30 Jahre lang habe ich das gefragt, in jeder Debatte. Muslime sagen immer, dass zwei dieser Kopien heute immer noch existieren. Eins nennt sich das Topkapi-Manuskript, welches sich im Topkapi-Museum in Istanbul befindet. Das andere ist das Samarkand-Manuskript in Usbekistan. And the other is called the Samarkand manuscript, which is in Tashkent in Uzbekistan. Das ist ein Bild des Topkapi-Manuskripts. Wenn ihr sorgfältig darauf blickt, seht ihr Blutflecken. Laut islamischer Überlieferung ist dies ein Blutfleck von Uthman. Er las es und während er es las, wurde er umgebracht. Und sein Blut ist auf der Kopie, also ist das eine originale uthmanische Fassung. Das sagt mir jeder Muslim. Und wenn hier irgendein Muslim ist, soll er mir sagen, dass ich falsch liege. Denn das hat mir jeder Muslim gesagt. Das ist die Originalkopie in der Türkei, in Istanbul. Und ich habe nie widersprochen. Ich hatte es nie gesehen. Keiner von uns war in der Lage, es zu studieren. Wir dürfen keine forensischen Untersuchungen machen. Ich würde gerne Kohlenstoffuntersuchungen vornehmen und es datieren, um sicher zu gehen. Siehst du, diese Leute lassen es nicht zu, den ältesten Koran eine Kohlenstoffdatierung zu unternehmen. Um genau zu datieren, wie alt ist denn dieser Schrift denn? Ha? Dass es aus dem 7. Jahrhundert stammt, aber niemand darf es anrühren. Aha. Das ist das Samarkand-Manuskript, das zweite. Es ist auf der Wand drauf. Das Samarkand ist in Taschkent, laut Muslimen das zweite, eine uthmanische Fassung. Samarkand ist in Taschkent. Da keiner sie ansehen konnte, mussten wir sie also beim Wort nehmen. Aber so war es bis 2002. 2002 wurden zwei Männer in der Türkei Zugang zum Manuskript gestattet und auch zum Taschkent-Manuskript. Diese zwei Männer hießen Professor Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu und Dr. Taya Altıkoç. Ihnen wurde Zugang gewährt, weil diese beiden diese Manuskripte kontrollierten. Sie leben in der Türkei. Taya Altıkoç ist der führende Gelehrte in Koranstudien, Teil des türkischen Parlaments und Ex-Präsident für türkisch-religiöse Angelegenheiten. Ihm wurde 2002 Zugang gewährt und 5 Jahre lang schaute er es sich bis 2007 an. Im Mai wurde mir seine Antwort gegeben. Das ist sie. Eigentlich schrieben sie ein Buch mit 1000 Seiten. Erst im Mai habe ich das erfahren. Hören wir mal, was sie sagen. Beachtet, dass dies die einzigen Gelehrten sind, denen Zugang zu den Manuskripten gewährt wurde. Es geht nicht nur um diese zwei Manuskripte, sondern auch um 4 weitere. Laut Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ist das Topkapi-Manuskript überhaupt nicht uthmanisch. Und laut ihm haben wir keine Manuskripte von Uthman und auch keine Kopie von ihnen. Diese Manuskripte stammen vermutlich aus der späteren Umayyad-Periode. Dr. Taya Altıkoç geht weiter und sagt, man hat über sie noch keine ernste wissenschaftliche Arbeit getan. Diese Manuskripte stammen aus dem frühen bis Mitte des 8. Jahrhunderts. Sie sind weder uthmanisch noch von ihm gesendete Kopien. Und er sagt sogar, dass sich das Topkapi-Manuskript an 2270 Stellen mit dem Koran von heute in den Konsonanten unterscheidet. Wahnsinn! Habt ihr das gerade gehört? Wie zwei türkische Wissenschaftler, die Erlaubnis gegeben wurde, das älteste koranische Manuskript zu untersuchen und haben festgestellt, was für Unterschiede die zueinander haben. Das kannst du keinem erzählen, was hier abgeht. Und dann greifen sie die Bibel an. Lass uns mal ein bisschen über den Koran sprechen. Wie wär's mal damit? Obwohl wir tausende von Abschriften haben
und unsere Bibel niemals verfälscht wurde. Erstes, zweites, drittes Jahrhundert. Selbe Kopien. Alles haben wir parat. Wann sollte die Bibel verfälscht worden sein? Wann? Gott hat euch ins Gesicht geschlagen, als er die Qumran-Rollen finden hat lassen. Von wem? Von einem Hirten namens Mohammed. Von einem Ziegenhirten namens Mohammed. Ist das nicht Hammer? Ha! Ihr habt so in die Schnauze bekommen, dass ihr es nur hier so, ganz ruhig, mit klein unterm Hut, unterm Teppich. So krank. Das macht Gott, damit eure Münder geschlossen werden. Beim Taschkent-Manuskript stellte er mehrere Probleme fest. Es war offensichtlich, dass der es geschrieben hatte, nicht gut Arabisch konnte. In ihm findet sich undisziplinierte Rechtschreibung, verschiedene Schreibstile, Fehler im Kopieren. Und jemand mit wenig Erfahrung schrieb es. Und es geht nur bis Sure 43 des Korans. Im Koran gibt es 114 Suren. Es ist nicht mal vollständig. Dann wurde ihm Zugriff zum Al-Husseini-Manuskript gewährt. Ein weiteres der angeblich uthmanischen Fassungen. Dr. Al-Tiklic sagte aber, dass dies nicht uthmanisch wäre. Es käme aus der Mitte des frühen 8. Jahrhunderts. Das Parisino Petropolitanus-Manuskript in Paris wurde von François de Roche untersucht. Er sagt, dass es 5 verschiedene Kopien gibt. Der Text wurde korrigiert. Viele Worte sind anders geschrieben als im kanonisierten Kairo-Text. Viele Fragen bleiben unbeantwortet. Und noch wichtiger, sagte er, unterscheide sich das Manuskript mit den kanonischen Texten an 93 Stellen. Warum wurde uns das vorher nicht gesagt? Der Ma'il-Koran in London wird als zweitältester Koran eingestuft und wird auf das späte 8. Jahrhundert datiert und nicht auf das 7. Jahrhundert. Es ist nicht mal vollständig, es geht nur bis Sure 43. Absolut, das Sana'a-Manuskript ist das Schlimmste für den Fall. Absolut, es wurde in Jemen entdeckt. 1981. Und das werde ich auch erwähnen, das Sana'a-Manuskript, was den Islam so zerbombt, ne? Als der Dr. Gerd Puin beauftragt wurde, sich das mal anzugucken. Er war der Erste, das ist ein Islamwissenschaftler, ein deutscher Islamwissenschaftler, Professor, der beauftragt wurde, sich das Ganze mal anzuschauen. Was er festgestellt hat, ist so krank. Älteste Manuskripte über den Islam, die so abweichend sind zu diesem heutigen Text, den die Muslime haben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geisteskrank die Überlieferung des Islams ist. So wie Dr. Yasser Qadi das sagt. We have holes in the narrative. Er weiß es ganz genau. Als dieses Interview mit Mohammed Hijab rausgebracht wurde. Als er das eindeutig zugegeben hat. Ja, es sind Ungereimtheiten in der Überlieferung. Wir haben ein Riesenproblem. Und das ist ein offenes Geheimnis. Und die Experten sind nicht mal mehr Muslime, sondern Nicht-Muslime, die dir unangenehme Fragen stellen, wo du keine Antworten darauf hast. Seht ihr? Dr. Yasser Qadi ist wenigstens ehrlich und gibt es zu. Das ist das. 1981 durften es sich die Deutschen ansehen. Karl-Heinz Ohlig und Dr. Gerd Puhl schauten es sich an und sie fanden, dass es viele Abweichungen in späteren Manuskripten gibt. Schaut euch diese Bilder an. Das sind ihre Kopien des Manuskripts. Das ist die Sure 19 in der Hijazi-Textform, die im 7. und 8. Jahrhundert im Umlauf gewesen sein müsste. Aber nach der Sure 19 geht es direkt mit der Sure 22 weiter. Was geschah mit Sure 20 und 21? Sure 21 beginnt auf der nächsten Seite in einem ganz anderen Skript, in einem viel späteren Skript. Zwischen diesen zwei Seiten liegen 60 Jahre. Warum wurde uns das nie gesagt? Das eine Manuskript wird auf das Jahr 705 datiert und das andere in späte 8. Jahrhundert. Diese ganzen orangenen Markierungen stehen für Textunterschiede. Das heißt, dass Worte und Sätze anders sind als im heutigen kanonisierten Text. Es gibt über 1000 dieser Textunterschiede und doch sagen Muslime, der Koran wurde nie geändert. Dass er immer der gleiche geblieben ist. Und seht ihr? Die Muslime, so wie diese ganzen Dauerpropagandisten, labern immer so ein Schrott. Der Koran ist derselbe, den wir heute in unserer Hand halten, ist derselbe, den Mohammed bekommen hat. Schaut euch diesen Lügnerhaufen an. Obwohl Usman alles verbrannt hat und seine Version gelassen hat.
Habt ihr einen Haufen von Heuchlern und Lügnern gesehen, wie diese Dauerpropagandisten? Habt ihr das gesehen? Und deswegen bin ich so glücklich. Und das ist mir eine Ehre, hast du gehört? Du, der mit deinem blöden Profilbild. Es ist mir eine Ehre, den Islam auf den Boden der Tatsachen zu holen und mein Leben einzusetzen, damit Muslime diese Sachen sehen und den Islam in Frage stellen. Ja? Wegen dieser Religion müssen so viele Menschen auf der Welt leiden. Die Jesiden, die einen Völkermord durchgemacht haben wegen dieser Lüge. Die Aramäer, die Armenier, die einen Völkermord durchgemacht haben wegen dieser Lüge. Mein Land, das durch die Islamisierung gegangen ist. Du völlig gehirngewaschener Mensch, du, der du hier in Freiheit lebst und dir noch nicht einmal Gedanken machst, was mit dir passiert nach dem Tod und wo der Islam überhaupt herkommt. Wo du das Internet zur Verfügung hast. Schande auf dich und Schande auf alle, die nicht mal in der Lage sind, eine Stunde Investition zu nehmen, um das herauszufinden. Schande auf euch alle und auf die ganzen Dauerteams, die mit ihrer Lügen-Taqiyya-Propaganda immer noch behaupten, dass der Islam, dass der Koran immer noch vollständig sei, wie man sie zu Zeiten von Mohammeds findet. Punkt für Punkt, Strich für Strich, Komma für Komma. Ihr kennt das ja. Wie dieser gehirngewaschte Sertac, wie der heißt, dieser Wahnsinnige von Iman TV. Was der da von sich gibt. Mohammed in der Bibel, ja klar. Ich bin einverstanden. Matthäus 7 als den falschen Propheten. Genau damit bin ich einverstanden. Da finden wir Mohammed. Unsere Geschwister, die aufgrund dieser Lüge ihr Leben lassen mussten. Pah. Wahnsinn. Die ganzen nicht-islamischen Länder, die durch den Islam befallen wurden und heute islamisch sind. Tunesien, Marokko, Algerien, ganz Afrika, die zum Islam übergetreten sind durch diese ganze Völkermorde. Ne? Amir, ich habe 2170D gelesen. Hab die Erklärung, warte, ich guck mal. Du kannst das Ganze auch nachlesen in Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 146, kannst du auch noch nachschlagen, da kannst du es auch finden. Sahih Bukhari 146. Sahih Bukhari 146. Sahih Bukhari 146. Ja, der Dr. Sheikh Abu Hamid ist wieder fix und fertig, wieder ehrlich. Ja, das alles nimmt einen mit, ne? Dass die Muslime so ignorant sind, dass sie sich nicht hinsetzen, Zeit dafür nehmen, ne? Weil hier geht's nicht um irgendwie, sag mal schnell, um irgendein Essen, was wir essen und verpassen oder was. Hier geht's um unsere Ewigkeit, wo wir sie verbringen werden, ne? Aufgrund so einer Lüge immer noch da drin zu sein, das ist für mich unvorstellbar. Mögen die ein oder anderen Augen aufgehen der Muslime und sie sich ernsthafte Gedanken machen, was das für eine Religion ist. Wie katastrophal. Wie katastrophal. Ja, ich bin Gott dankbar, dass es sogar Muslime gibt, die uns sogar noch die Wahrheit sagen, wie Sheikh Yasser Qadi und Yusuf Estes und sowas, ne, bezüglich Barnabas, der Fangir, bezüglich der Überlieferung des Korans. Die haben sogar Takfir auf den gemacht, den armen Sheikh Yasser Qadi. Unglaublich, ne? Haben ihn als Ungläubigen abgestempelt, obwohl er die Wahrheit sagt, ne? Auf. So, ihr Lieben, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen offline. Mein Gemüt ist gerade ein bisschen angespannt. Ich wünsche euch Gottes Segen. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Euch bewahren vor allem Übeln.
und euch Frieden schenken in eurem Herzen. Möget ihr noch lange, viele Stunden mit dem Herrn haben, auf das ihr ihn lobt, preist und ehrt. Ich komme eventuell später nochmal, ja? So Gott will, werde ich dann später nochmal kommen. Gottes Segen hier wundervoll. Bis später.